der kommt gar nicht zu Wort wegen dem. Ist gut, jetzt hast du uns überzeugt. Bitte rede jetzt über den Mund, weil ich muss da runtergehen und schlafen. Die Währung, warum auf die Währung steht die neue Landkarte von Israel? Bitte schön. Erst einmal, ich habe die Münzen nicht gesehen. Ich muss mir die Ja, Münzen anschauen. Im dann Gegensatz lass mich zu nur. dir, wenn ich etwas nicht weiß, dann weiß ich es auch nicht. Also dann, Lobin, lass mich bitte nur ganz kurz blenden. Nur ganz nein, kurz. Nein, 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 mach das nicht. Ich schaue mir das Warum an. nicht? Nein, wir blenden hier nichts ein. Ich will nicht gesperrt werden. Dann gebe ich dir das türkische Bier und kannst du das blenden? Ich möchte mich mit den. Ich möchte also, mich alles klar, mit gut, der gute Theologie, Nacht, Leute. Mit der Dankeschön, Theologie. Vielen Dank, dass ich ihr mich aufgenommen habt. Das Judentum auf ganz weltlicher und atheistischer Ebene. Ja, dann ich geh lieber dort. Weil ich glaube, dass die Juden das auserwählte Volk nicht sind. Klar mit okay? deiner Meinung. Ich verteidige die Juden, weil ich fest daran glaube, dass sie physisch und historisch ein Recht haben, dort zu sein. Es geht nicht darum, was ihre Ja, wieso nimmst du die nicht in Deutschland? Gibst du ein bisschen Stück von Bayern, Stück von Baden-Württemberg und hast du die Israelis bei dir? Ja, und das ist doch warum der Grund, warum ihr euch alle den Kopf einschlagt, weil ihr alle in ja, Büchern du, warte mal, Entschuldigung, ihr habt gesagt, ihr habt zugegeben, ihr habt zugegeben, dass ihr die Israelis Volk vermasst. Wieso macht das nicht wieder gut und holt sie wieder in Bayern oder Baden-Württemberg und nimmt sie hier auf? Warum sollten sie? Warum sollten wir, die Araber, sie aufnehmen? Die Araber seit dem 12. Jahrhundert wahrscheinlich erst in diese Region gekommen, in Form von Berber, Transjordanier und Syrer. Die Juden haben nachweislich eine 3000 Jahre alte Geschichte. Und die Juden, die überall auf der Welt zerstreut sind, sind alles Nachfahren der 12 Stämme Israels. Und deswegen heißen viele Juden, die heute noch da leben, zum Beispiel mit Nachnamen Levi, von dem Stamm der Leviten. Und das ist eine berechtigte Angelegenheit. Wenn du drei Jahrzehnte, Moment, wenn du drei Generationen in Deutschland lebst und deine Kinder leben dann hier und deine Kinder leben dann hier, dann ist das immer noch nicht, dass die Kinder hier in Deutschland einfach, dass sie immer Deutsche waren. Irgendwann mal kommen sie aus der Region, aus der du gekommen bist. Du kannst also mit nach 5 oder 10 Generationen sagen, ursprünglich war ich mal aus Syrien oder da war ich mal aus dem Irak oder aus dem Libanon. Und Juden, die 20 oder 30 Generationen in einer Gastgebergesellschaft leben, sind am Ende, was sie sind. Aus Israel. Sie sind Israeliten. Hand aufs Herz. Erstmal, die Araber, also die Gefährten vom Propheten Mohammed alaihi salatu wassalam, der erste Kalif, er hat ganz klar Jerusalem eingenommen. Wie jetzt im 12. Jahrhundert? Einmal, in was für eine Welt lebst du eigentlich? Salahaddin Ayyubi ist gekommen, mag sein, dass er gekommen ist. Aber in dieser Zeit war das ein christlich-jüdischer Wallfahrtsort. Aber, und dann wurde er durch Salahaddin Ayyubi muslimisch. Hallo. Erzähl doch die sind unsinnig. Hallo, die Arabisierung dieses Gebietes hat mit der Eroberung der islamischen Geschichte angefangen. Wo ich dachte, denn? Du kannst nicht beides haben, mein Lieber. Du kannst nicht sagen, die Muslime sind mit Gewalt dahin gekommen und dann sagen, aber sie sind mit Gewalt gekommen, aber sie haben es nicht arabisiert. Entweder das oder das. Du kannst nicht beides haben, mein Lieber. Kannst du nicht. Kian, du hast alle Rechte. Kian, du hast alle Rechte. Du kannst runterschmeißen und stumm schalten, wenn du möchtest. Okay. Hallo Leute, guten Abend. Ja, guten Abend. Assalamu alaikum für die Muslimen, guten Abend für die Christen und Juden. Ich möchte meine Meinung sagen. Und die Buddhistin bitte, die Buddhistin und Sie bitte. Warum Sie Solidarität in Israel, warum nicht Menschen, warum nicht Kinder? Israel hat Kinder gemordet, über 4000 Kinder getötet. Israel ja, oh Mann, Löwenherz, mach mal bitte hier, räum mal bitte auf. Über 4000 Kinder getötet, Israel. Warum? Siehst du Hamas als Terrororganisation, ja oder nein? Der kann kein Deutsch. Na, hätte mich jetzt mal interessiert, weil er ist wirklich ein Erdogan-Anhänger und Schüler mit dem Friedensverband. Hamas ist eine Hilfsorganisation. Hamas ist eine Liebesorganisation. Hamas nimmt die Israelis als Asylbewerber bei sich auf. Ja, Hamas schick mir mal bitte einen Anruf. Islamische Propaganda.
Abu Mohammed, damit wir jede Schuld von euch, weisen können, schiebt ihr alle diese unbequemen Dschihadi-Gruppen von euch. Aber in Wirklichkeit, von ISIS bis Al-Qaida bis Boko Haram, sie erfüllen alle nur die Sunna und das, was in eure Gesetze. Das kannst du mich nicht schicken. Weißt du warum? Ja. Weißt du warum? Und du kannst mich nicht von Deutschland abschieben, weil ich werde der nächste Bundeskanzler sein. Du kannst mich nicht abschieben. Angehört, eine abscheulichen ja, Mann. Nein, ich werde der Kalifa-Stadt von Deutschland. Ich werde der Kalifa-Stadt von Deutschland. Verstehst du das nicht? Ich schäme mich. Natürlich. Ja, ich werde Religion draußen und praktiziere das, wo du herkommst. Aber lasst, verschone die Menschen doch bei den Argumenten. Mit dem Unsinn. Wieso Deutschland ist mit einem Kalifa-Staat und ich bin der Kalifa hier? Geh weg! Lass uns in Ruhe mit deinem komischen Islam. Ja, bleiben wir doch bei Islam. Ich will das hier haben. Wir sind eine zivilisierte Nation und jetzt kommt ihr mit eurer religiösen Barbarei und geht uns hier auf die Nerven. Nix, da gehst du bitte, wenn dir das nicht gefällt, geh. Aber egal, wo du gehst, du kannst nicht verstanden finden. Mit deinem Apachendeutsch, das du sprichst, merke ich, dass du erst seit ein paar Jahren hier lebst. Nein, wir bleiben hier. Ich werde den Kalifa-Stadt hier. Egal wo du gehst, du findest einen Kalifa-Stadt. Amerika oder überall. Ja, ich will gar nicht davon hören. Mohammed, was passiert 2028? Erzähl. 28 wird die komplette Erde als Kalifa-Stadt sein. Ja. Und du hast keinen Platz mehr. Egal wo du gehst, dann werden wir hinter dir, Kaya. Ja. Hast du verstanden? Ja. Jetzt musst du mich erkennen als Kalifa. Du erkennst mich jetzt sofort bitte als Kalifa-Staat. Ja, bitte. Werde ich machen. Ja, wenn du so aussiehst auf dem Bild da, dann erkenne ich dich eher als Kurdische. Sofort, sonst steige ich dir mein Gesicht. Sofort erkenne mich als Kalifa-Staat, bück dich nach unten auf die Füße und dann werde ich dich jetzt erkennen. Ich strecke meine Füße nicht fünfmal am Tag auf dem Boden und strecke meinen Arsch nach oben. Das macht doch. Ich putze meinen Arsch fünfmal am Tag. Ja, besser als mit du machst das auf Toilette mit Wein, Papier und die Hälfte, das geht in deine Finger. Also wenigstens wasche ich meinen Hinter fünfmal am Tag, damit ich sauber bleibe. Für das Beten brauchst du aber deinen Hintern nicht noch zu waschen. Das ist nicht Teil der Gebetswaschung, dass man seinen Hintern wascht. Bleiben wir doch bei den Argumenten jetzt. Lass mir mal dieses Gefühl. Du kannst auch Mikrofon zumachen und lachen. Wir müssen nicht dein Gelächter hören. Bleiben wir doch bei den Argumenten einfach. Du musst es hören. Ja, aber da kriege ich schon gleich... Dein Keifen alleine, ne? Ich habe da so ein ganz komisches Gefühl. Du musst weniger keifen, einfach mal zu. Okay, Azazawi, ich habe gerade mal eine Frage an dich. Du hattest doch gesagt, wenn Sklaverei im Koran drin steht, dann ist das richtig, ne? Nee, ich rede gerade mit Kian gerade. Nö, ich frag dich doch nur, wir haben da drüber geredet. Er fragt mich was, ein Dialog hier. Ich bin nicht hier alleine. Wenn er dich was fragt, kannst du ruhig darauf antworten. Weil du Angst hast, egal. Okay, deswegen komme ich auch gleich rein. Ja, und das ist richtig, wenn es drin steht? Ist das richtig? Ja, stimmt. Wenn das drin steht, ist das richtig. Ja, warte doch mal, Kian. Uff. Ja, wenn das drin steht, dann Kian, das ist daran, dass die alle keine Arbeit haben. Die kommen jetzt alle aus den Löchern. Die haben morgen frei, Bürgergeld. Ja, okay, Azazawi. Also was machst du hier in Deutschland, wenn du pro Sklaverei bist? Ich lebe auf Kosten der Steuerzahler. Das mache ich in Deutschland. Ja, siehst du? Ganz ehrlich, warum wurdest du nicht schon längst ausgewiesen? Ja, weil ich einen deutschen Pass habe. Ja, aber ganz ehrlich, wenn du Deutschland ausnutzt und nicht irgendwie die deutschen Werte überhaupt teilst, wenn du noch nicht mal hier die Werte teilst, wie zum Geier hast du einen Pass bekommen? Hallo, ich studiere noch. Ich bin noch gerade in der Lehre. Ja, aber wenn du das Grundgesetz ablehnst und wenn du den Staat ausnutzt. Natürlich. Alle, die hier reinkommen heute, sind alles Studierte, alles Wissenschaftler, alles Doktoren. Meeresbiologe. Ihr seid alle super schlau. Ich verstehe es doch. Alles ist doch alles in Ordnung. Sag doch einfach mal etwas über die Informatik und ob ich kann oder nicht, dann kannst du es hier herauskristallisieren. Also, das interessiert mich nicht. Wenn du unser Grundgesetz ablehnst, interessiert es mich nicht. Warte mal. Du kannst so gebildet sein, wie du willst. Wenn du unseren Rechtsstaat ablehnst, hast du hier nichts zu suchen. One-Way-Ticket. Ich sammle Pfandflaschen. Okay, jetzt hört zu. Ich bin auf jeden Fall, also erstmal, ihr kennt euer Grundgesetz selber nicht. Das Grundgesetz sagt nicht, dass du das Grundgesetz akzeptieren musst. Sagt er nicht. Du darfst nicht dagegen verstoßen. Und solange ich das nicht tue... Was ist die Bedingung für den deutschen Pass? Lass mich doch mal ausreden. Was ist die Bedingung für den deutschen Pass? Lass mich doch mal ausreden.
So, dass ich mich an die Gesetze halte, aber ich muss sie nicht für gut heißen. Es gibt keinen Absolutheitsanspruch. Und wenn du das ja, aber wenn du hier ein anderes System rein willst, dann ist das Extremismus. Klar, natürlich, wenn du sagst, du willst hier ein anderes System etablieren und du lehnst die Demokratie ab und du willst ein komplett anderes politisches System, dann ist das extremistisch, klar. Von mir aus soll es extremistisch sein. Dann beobachtet dich allerhöchstens der Verfassungsschutz. Ja, aber dann solltest du keinen Pass bekommen. Dann sieht man daran, dass du wieder ein Beispiel der gescheiterten Integration bist, beziehungsweise dass man dich gar nicht hätte reinlassen dürfen. One-Way-Ticket. Guck mal, seht ihr, was ich meine? Jetzt fängt die Haupt wieder an. Leute, ihr seid doch durch mit der Welt. Strafgesetzbuch, Paragraph 81, wird ganz deutlich definiert, dass der Typ hier, dieser Zazawi oder wie er heißt, kann durchaus ein Staatsfeind sein, wenn er das Grundgesetz der Bundesrepublik oder die verfassungsmäßige Ordnung versucht zu ändern. Und das will er ja. Sobald er weiß, dass die Muslime in der Mehrheit in Deutschland sind, und dann würde er die Verfassung aushebeln. Sie haben alle keinen Respekt. Niemand in meiner Community, in den 30 Jahren, die ich ein praktizierender Muslim war, keiner in meiner Community hat den deutschen Staat respektiert. Keiner. Alle haben immer davon geträumt. Die haben sich in die Moschee gesetzt, die Hose runtergenommen und haben sich dann befriedigt und haben gesagt, oh ja, wenn wir die Mehrheit bilden, dann werden wir diesen Staat stürzen. Das ist diese Vision, die die Muslime haben, wenn sie die Mehrheit bilden. Sie sind nur die netten Moderaten. Guck mal, solange was sie hat die Minderheit Frau Alice Weidel gesagt? Sobald sie die Mehrheit haben, dann lachen sie über unser Grundgesetz, dann stürzen sie unsere verfassungsmäßige Ordnung und dann stürzen sie unsere Gesellschaftsordnung und dann machen sie ein islamisches Shithole aus unserem Land. Und das ist das, wir machen nicht, das kommt automatisch. Das kommt automatisch. Nein, das kommt nicht automatisch. Ja, einer fragte mich, ob ich jetzt vor Khalifa-Stadt ausrufe. Das ist ein Gesetzwidrig. Ich habe nicht aufgerufen, das kommt automatisch, dass ich Khalifa bin. Ja, wir werden euch automatisch irgendwann rausschmeißen. Dann kannst du mir nicht rausschmeißen. Bitte schön, schmeiß mich raus. Kian, du weißt es, ich weiß es, dass diese ganzen syrischen, afghanischen Flüchtlinge mit der Religion eigentlich sehr wenig am Hut haben. Soll ich dir sagen, die größte Gefahr, hör doch mal zu, die größte Gefahr sind die ganzen, meine deutschen Brüder, die zum Islam konvertiert sind, die den Islam mehr lieben als die Araber und die Türken. Die sind sogar, die sind, vor denen habe ich Respekt. Diese ganzen Männer aus kaputten Familien, aus dem Knast, Wannabe-Rapper. Schau dir mal an, ich habe nie gute Menschen zum Islam konvertieren sehen. Ich habe immer nur Leute erlebt in den Moscheen, die eine Schraube locker haben. Ich könnte ganz vielleicht das kranke Deutschen dann auch behalten. Aber bitte jetzt mach mal, weil die alles so ernst nehmen. Deswegen sind die Konvertiten auch so gefährlich, weil die es eben ernster nehmen. Schraube locker. Das ist alles völlig in Ordnung, aber komm mir nicht mit dieser Sache hier, dass du mit uns zusammenlegen willst. Dann mach mal Umfrage, Umfrage. Komm nicht mit dieser Propaganda. Du weißt ganz genau, dass die Muslime immer nur dann nett sind, solange sie die Minderheit bilden. Ja, lass uns jetzt Umfrage machen, ob die Leute mich als Kanzler an Kalifa-Stadt erkennen oder nicht. Lass uns Umfrage machen. Und das siehst du in deinen Augen, dass die alle mehr als Kalifa-Stadt wollen. Frag mal, ob sie bei dir machen, ob sie dir den Treuelob geben, ja. Ab nach Iran, ja. Was hast du in Deutschland zu suchen? Du kannst nach Iran wieder zurückkehren. Ich bin in Deutschland geboren. Ach was. Ich bin nicht als Apache wie du nach du bist nicht weiter als Anhänger von Khamenei. Du bist Anhänger von Khamenei und du bist sauer, weil der Kalifa-Stadt hat euch eure Bärsien zerstört. Aber außerdem jetzt meine Mutter ist Hälfte. Das ist auch noch ein großer Vorteil. Ja, wir hören, ich bin Arier. Ich bin Arier. Dadurch, dass ich iranische Wurzeln habe, bin ich Arier. Dadurch, dass ich deutsche Wurzeln habe, bin ich voll Arier. Ich habe alle Gründe, hier zu sein. Du nicht. Ach, komm, hör auf. Du weißt, dass du bist. Ich habe meine Augen aufgemacht. Wir gründen deinen Kalifa-Staat. Du bist der Kalif. Guck mal, hör zu jetzt. Kian, ehrlich gesagt, ich habe es mir nicht ausgesucht, in diesem verdammten Land zu sein. Ich habe die Augen geöffnet und ich war hier. Dann geh bitte. Ich gehe nirgends zu dir. Nein, Kian. Ich kaufe dir ein Ticket von der Teppich-Airline. Warte doch mal, ich bin ganz gut. Mit der Simbad-Airline oder mit der Konto. Simbad-Airline? Nein, wie schmeißt du euch raus? One-Way-Ticket. Geh nach Hause. Ja, geh bitte. Auf meinen Nacken. Niemand will dich hier.
Und aber die anderen Länder akzeptieren mich ja nicht. Du bist das Produkt der deutschen Gesellschaft. Wenn du in Libanon oder in Syrien jetzt wärst, dann wärst du ein Lump. Du hättest jetzt Gemüse und Bananen auf der Straße verkauft. Oder du hättest, wärst wie so ein kleiner Haussklave, wärst du mit Tee auf dem Tablett von einem Geschäft zum anderen gerannt und hättest du 10 Cent für einen Tee kassiert. Du solltest dankbar sein, dass dich die blöden Kafer hier aufgenommen haben. Und guck haben mal, dir einen Kafer nicht, das heißt Kuffar. Guck mal, jemand, der 30 Jahre lang angeblich Muslim ist, kann man nicht mal Kuffar sagen, sagt Kafa. Ja, Hand aufs Herz. Genau, also da, Kian, zeig mal unsere, dein Turban. Zeig mal dein Turban, die iranische Turban. Zeig mal bitte. Warum willst du denn mit den Hintern abwischen? Oder? Ja, genau. Ja, ja, ich will deine Turban nicht waschen. Ja. Du hast doch schon deinen Turban da auf, reicht doch. Weil, nein, sag mal, das ist kein Turban. Du hast ja vorhin gesagt, dass du fünfmal am Tag wischst du dir den Hintern ab. Warum, lass natürlich, meinen Turban in Ruhe. Natürlich, damit den sauber bleiben. Ja, also, die Kuffar. Ja, bitteschön, hier, die Kuffar. Bist du happy jetzt? So, also, was willst du in diesem Land hier? Niemand möchte dich in diesem Land. Ja, dann gib unsere Kinder und gehen wir zurück. Sein bitte, Problem ist, seine Kinder sind im Knast. Kinder, warte mal ganz kurz. Okay, Kian, lass mal dir eine Einigung finden. Lass mal dir eine Einigung. Kian, lass mal eine Einigung finden. Kian, ganz kurz, stopp, ganz kurz. Oh, Kian, Mohammed hat uns mal erzählt, dass seine Kinder vom deutschen Staat weggenommen worden sind. Nicht weggenommen, entführt, bitte. Ach, auf, du mit entführt hier, entführt. Also wenn ich wohin denn höre, nicht nass? Also ich glaube, deine Kinder sitzen jetzt gerade alle hier auf dem Sofa, essen und trinken und haben ein glückliches Leben mit so einem Vater. Ach, ihr habt keine Kinder mehr, ihr könnt nicht mehr Kinder erzeugen und deswegen kommt und klaut unsere Kinder. Also ihr müsst die Rechnung zahlen, deswegen habt ihr uns geholt. Wieso habt ihr warum habt ihr uns die Frau Ferkel nach Deutschland geholt? Nicht um die Kinder? Also Mohammed, mein Kind kommt nächstes Jahr. Mein Kind kommt nicht. Ich habe schon produziert. Mein Kind kommt nicht. Ja, ein. Was du hast, bei uns in Arabien ist der mindestens 7 Kinder und darf er nicht mal den Mund aufmachen und sagen, ja, meine Familie. Maschallah. Kinder. Ja, dann sollt ihr bitte Kinder erzeugen und uns in Ruhe lassen. Aber ihr habt uns geholt. Ihr wollt, dass wir hier Sklaven bei euch arbeiten. Ihr wollt, dass unsere Kinder wegnehmen. Oh ja. Und jetzt kommst du aber als Kian, Ausländer, wer sich meckest du rum. Lass doch mit dir eine Einigung finden. Wir gehen alle zurück in da, wo wir ursprünglich herkommen. Ich bitte darum. Warte mal ganz kurz. Okay, so Europa bleibt, ihr bleibt hier unter euch. Ihr kommt nicht in unsere Länder. Ihr lässt unsere Rohstoffe. Ihr bleibt einfach hier in eurem versüfften Land, AIDS-verseuchten Land. Ihr bleibt da. Ihr nehmt aber nicht unser Gold. Sag mal, wie nicht, redest du eigentlich? Wir lassen die Afrikaner ihre Rohstoffe haben, der Nahe Osten hat genug für sich selber und die Deutschen, die Deutschen können dann probieren mit Windkraft oder mit irgendeinem anderen Energie zu gewinnen. Okay? Die Deutschen werden nicht mehr überleben, wenn wir uns zurückziehen und kein mehr Öl liefern. Sie werden nicht mehr überleben können. Das ist doch so eine große 100%. Du bist ja auch so eine große Fachkraft, mein Lieber. Ihr seid ja alle so klug. Von den 1,5 Millionen Syrer können 70% nicht lesen und schreiben. Aber in deiner Stelle schäme ich mich, dass du jetzt dich vor Deutschland setzt und nicht vor Iran. Wir also Iraner sind als Studenten gekommen. Wir sind nicht mal als Gastarbeiter gekommen. Weil Deutschland ist das einzige, aber ich muss das jetzt mal sagen, wir sind als Studenten gekommen, als Händler gekommen. Wir sind okay, warte mal ganz kurz. Ja, Händler, du bist ein Schweinebauer. Ja. Deutschland ist das einzige dumme Land, was seine eigene Wirtschaft, die ständig kaputt macht, was ständig... Oh, ich höre dich. Kian hat alle Rechte. Nein, die Deutschen haben echt Kian macht das schon. Er kann die rausschmeißen. Kian ist dem gewachsen. Wenn er das nicht möchte, dann soll er die rausschmeißen. Kian ist doch erwachsen. Ich habe ihm gesagt. Wenn ich rausgeschmissen bin, dann siehst du mich nie wieder. Das sage ich dir. Nicht du, Mohammed. Ja, aber du bist ja Mohammed, ob ich dich jetzt wiedersehe oder nicht. Mohammed, wenn du dann nie wieder kommst, dann haben wir doch ein Ziel geschafft, wenn du nie wieder da bist. Das ist doch wunderbar. Aber Löwenherz, ja, das geht. Dann gib einfach einen Moment mal. Heißt das, du willst mich nicht sehen und ich bin mit Gewalt gekommen? Nein, oder ich hab dich doch nicht gemeint, Mohammed. Oh, ich rede von dem anderen. Ja, aber du, was hast du denn zur Diskussion generell beigetragen, außer Rumjaman Hope? Was hast du denn zur Diskussion beigetragen? Du redest nicht so über Deutschland. Du bist in Deutschland. Hör zu, ich sag dir mal was. One-Way-Ticket zu deiner Heimat. Okay, ich sage dir, oh Mann, du Furie, jetzt hör doch mal zu.
Okay, aber warum wollt ihr Deutschland zerstören? Nein, nicht warum. Du bist in Deutschland. Du Furie. Warum wollt ihr... Hör zu, warum wollt ihr Deutschland zerstören? Wer bist du eigentlich, dass du warum sagst? Ich erkläre dir... Oh, halt doch mal die Bubble jetzt und hör zu. Warum wollt ihr die deutsche Wirtschaft zerstören? Mit eurer Energiepolitik, mit eurer... Ja, die ist eine Industrienation. Ihr habt Deutschland, sorry für den Ausdruck, aber seine Mutter habt ihr... Ich will den Rest will ich nicht sagen, aber ihr habt Deutschland... Hallo, wir haben gar nichts. Wir haben eine Regierung, die momentan... Das war die Ampelregierung, das waren nicht wir. Ja, doch nicht ihr, mein Gott. Die Regierung. Warum macht ihr das? Ja, aber die Regierung spricht doch nicht für das deutsche Volk. Spricht nicht für das deutsche Volk. Die wählt ihr doch. Nein, falsch. Ich erkläre dir das jetzt mal. Guck mal, wenn die Grünen an der Polit fahren, wenn 20% die Grünen wählen, ist mathematisch folglich, dass 18% sie nicht gewählt haben. Das bedeutet, 80% der Deutschen haben keinen Bock auf die grüne Politik. Nur leider haben die SPD, ist leider vom Sozialen sehr weit weggekommen, macht auch nur noch Blödsinn. Nein, die in der Regierung sind, machen auch nur noch Blödsinn. Also die, warum reden die 24% machen null. Aber warum reden irgendwelche Flüchtlinge? Deswegen wähle ich auch AfD. Keiner redet hier über Flüchtlinge. Och, kann ich kurz was sagen, mein Lieben? Kann ich kurz was sagen? Ja, bitte unterhalte dich, ich kann es nicht mehr ertragen, ich falle die Gehirnzellen mit. Ich will mal zu diesem Thema mit Deutschland was sagen. Ich bin selbst hier geboren in Berlin. Und meine Eltern sind geflüchtet aus Beirut, aus dem Bürgerkrieg in den 70er Jahren. Und Deutschland hat meine Eltern bzw. meine Familie mit offenen Armen empfangen, hat denen geholfen, getan und gemacht. Ich kann mich erinnern, ich war als Fünfjähriger auf die Schulter meines Vaters, als er im Sozialamt war und denen gesagt hat, dass er kein Geld hat und kein Essen. Und da hat ihn die Beamtin hinter den Glasscheibe 100 D-Mark gegeben und hat gesagt, hier, gehen Sie sich was kaufen mit so einem Scheck damals. Und ich war so glücklich darüber, dass mein Vater mir damals was gekauft hat. Und das vergesse ich niemals. Also die Deutschen gehören zu den besten Menschen der Welt. Ob man das hören will oder nicht, es ist so. Und was die deutschen Menschen an Andersdenkende, an Andersgläubige geholfen haben, man, die helfen sogar eine Taube, die helfen sogar ein Insekt, ja. Also das ist so. Könnte man jetzt auch als dumm bezeichnen. Nein, nicht dumm. Ich fang an zu weinen. Nein, Bruder, nein, wirklich, das ist die Wahrheit, was ich sage. Ja. Und wenn jetzt jemand aus der Reihe tanzt und irgendwas anderes sagt, dann können wir nicht pauschalisieren oder dürfen das nicht und wirfen nicht alle in einen Topf. Ja? Wir sollten nicht alle in einen Topf schmeißen. Ja, aber so ein Eindruck, als ob wir alle Deutschen über einen Topf werfen. Dass wir Nein, das auch nicht. Das auch nicht. Wir machen wir, das auch nicht. Wir leben hier in es Deutschland. Es gibt so diesen rechten Rand, den wir nicht wollen. Wir müssen auf eine Art. Weil wir kommen ja von einer Kultur auf eine Art der Barmherzigkeit. Wir sollten auch vorbildlich sein. Wir müssen übel, Jihad, aber Islam ist nicht Barmherzigkeit. Höchstens unter Muslimen, aber nicht zu den Ungläubigen. Siehst du, verstehst du, was ich meine? Verstehst du? Ist doch okay. Hörst du okay. Jihad? Lass ihn doch aussprechen. Das ist seine Meinung. Was für aussprechen? Die hetzen seit Wochen gegen den Islam. Ja. Sei doch mal leise. Lass den Jungen Du gehörst eh nicht in diese Gesellschaft rein. Das hast du jetzt mehrfach bewiesen. Lass doch, ist doch, jeder hat doch seine Meinung. Wir leben hier in Deutschland. Jihad, du sagst, dass du immer wieder wiederholst, dass du in Deutschland lebst. Du lebst nicht in Deutschland, du lebst in Israel. Das hat alle deutsche Politiker bestätigen, dass wir Deutsch, wir sind Israelis. Wieso lügst du, sagst du Deutschland? Aktiv. Jihad, du okay, was ist dein Problem? Was ist dein Problem? Was ist dein Problem mit Israel? Mein Problem? Sind jetzt, dass hier ist das gesamte, das der gesamte Volk, die gesamte Menschen, Wir haben ein Land geklaut. Es geht um das. Aber sind die ganzen Menschen, die in Israel leben, finden sie das toll, was da abgeht? Finden sie das hier in Deutschland? Leute, alle, die hier drin sind, teilt diesen Stream, alle, die hier drin sind.
Palästina früher mal, wo Israel ist auch gekommen, da war, gab auch palästinische Leute und rausgeschmissen und getötet 200.000. Hast du kein Mitleid vor das, es was die Israelis gemacht haben? Es gibt kein Palästin. Es wird da kein Palästin geben. Jetzt, du wirst deinen Namen ändern. In keine Ahnung, in Bugs Bunny oder irgendetwas, aber du verdienst. Schaut mal, meine Lieben, schaut mal, meine Lieben. Du verdienst den Namen. Junge, du bist hoffnungslos. Schaut mal. Die Juden und die Araber, das sind Cousins. Der Vater der Propheten Abraham hatte zwei Frauen gehabt, Hagar und Sarah. Von Sarah bekam er das Kind Isaac. Von Hagar bekam er das Kind Ismail. Ja? Sarah war hebräisch, Hagar war arabisch. Das wissen wir doch alles. Und ich will nur damit sagen, das lass ist eine ihn Familie. Doch aussprechen. Es ist eine Familie. Ob man es will oder nicht. Nee, stopp mal ganz. Allah verflucht sie ja beim Koran. Nein, das stimmt nicht. Doch, das steht auch im Koran drin. Zu lügen über die Religion. Okay, dann warte mal, Moment. Warte mal ganz kurz. Da stimme ich Al-Azawi sogar zu. Allah hat die Juden im Koran verflucht. Warte mal, Moment. Unter dem Volk der Schrift Ahlul Kitab gibt es Menschen, die sich niederwerfen und die sollten sie respektieren. Nein, bitte den Koran. Bruder, dieser junge Mann, Dschihad, ist es Schiite. Und die sind Freunde von Israel. Kriegt das nicht mit, dass die Muslime sich untereinander zerfetzen? Ja, das ist das Einzige, was wir wissen. Respektiert die Schiiten, respektiert die Andersdenkenden, respektiert die Atheisten. Respektiert jeden Menschen, der sich von Hezbollah. Allah sagt aber nicht. Allah sagt das nicht. Ich gebe dir das zu. Jetzt fangen die an mit zu sagen, ja, das ist kein richtiger mehr. Muslim. Ich will hier. Das wollen sie doch nicht hören, meine Liebe. Das wollen sie nicht hören. Ja, guck mal, Allah. Ja? Nein, aber guck mal ganz ehrlich, ihr seid doch angeblich alle Muslime. Aber ihr hebt euch untereinander auf. Ihr sagt, du hast nicht recht, du hast recht. Ihr fetzt euch untereinander. Also irgendwie ist das ganz seltsam bei euch. Löwenherz, ich kann dir den Vers geben und ich suche, wo es drin steht. Komm zunächst, ihr lest das 17 Mal am Tag in Surah Al-Fatiha, Vers 6 und 7. Siehst du, schämst du dich nicht, dass die Ungläubigen die Religion besser kennen als du, Dschihad? Schämst du dich nicht? Ja, ha? Schämst du dich nicht? Guck mal, ich greife dich nicht an. Ich krieg dich. Boah, schämst du dich Leute, nicht? Leute, das ist der nicht an, schämst du dich nicht oder was weiß ich was? Leute, bitte. Der oben, der Khaled. Mohammed, du wolltest schon vor sechs Stunden. Mohammed, du bist immer noch wach. Du wolltest vor sechs Stunden. Mohammed, ist es Bürgergeld? Mohammed, dein Bürgergeld kommt drauf. Du musst morgen wieder zur Tafel. Ihr habt mich raufgebracht. Aber auf jeden Fall, ich gehe runter. Jihad ist Hassan Nasrullah-Anhänger. Und Hassan Nasrullah ist Freund von Israel. Kein Wunder, dass er Israel im Schutz nimmt. Gute Nacht, Leute. Genau. Ja, die finden immer eine Antwort. Mohammed, tschüss. Immer eine Antwort. Lass ihn doch aussprechen. Der ist noch nicht mal von Hassan Nasrallah, der ist noch nicht mal von Hezbollah. Hezbollah kämpft gegen Juden, der ist noch nicht mal das. Richtig. Was sind das für Sachen? Ich verstehe nicht. Wir sollten für Frieden predigen, für Frieden, Gemeinsamkeiten. Nur so, wenn wir zusammenhalten, gibt es eine Zukunft. Toleranz. Dschihad, welcher Richtung im Islam gehörst du an? Mit radikalen Muslimen gibt es keine Zukunft. Erzähl keinen Quatsch. Wir sind im Krieg mit ihnen. Nee, warte mal, aber interessiere mich mal, Dschihad, welcher Richtung gehörst du an? Und all diese Leute, wir sind im Krieg mit ihnen. Es ist ein ideologischer Krieg. Wir kriegen eine große Welle von gewalttätigen und gefährlichen Muslimen in unser Land und es ist ein Krieg. Wir müssen endlich davon so sprechen, wie es ist. Saudi-Arabien am Ende antworten? Ist ein Feind von unserer Gesellschaft und wir müssen alles Mögliche tun, dass wir ihn rausbekommen aus Deutschland. Kian, mein Lieber. Ich bin nicht dein Lieber. Kein Problem. Ich nenne dich aber mein Lieber und ich spreche mit Respekt mit dir. Ja, brauchst du nicht. Ich will mich gar nicht mit dir streiten. Ich habe keinen Respekt vor deiner Ideologie. Du bist ein religiöses Monster. Verstehe ich nicht. Hab ein bisschen Rückgrat, Dschihad. Wallah, hab ein bisschen Rückgrat. Nein, aber ich habe noch nicht mal was gesagt. Der greift mich schon an, aber kein Problem. Kian. Du bist ein religiöses Monster. Ich habe keinen Respekt vor deiner Welt. Was habe ich denn gesagt, aber dass ich jetzt ein Monster bin? Habe ich jetzt irgendwas gesagt? Ich brauche 10 Minuten, dich nur ein paar Dinge zu fragen, dann werden alle wissen, dass du ein religiöses Monster bist.
Ach so, ja, dann, du bist für Todesstrafe, du bist für die Tötung von Homosexuellen. Stimmt doch gar nicht, stimmt doch gar nicht. Du bist für die Tötung von Menschen, die abtrünnig von stimmt der Religion sind. Du willst die Hassstrafen in der Scharia. Wenn das alles nicht stimmt, dann bist du kein, dann richtest du dich gegen deine Schriften. Wenn das alles nicht stimmt, dann bist du kein Muslim. Ja, aber Kian, findest du das okay, wie du so sprichst, so respektlos und so? Selbstverständlich. Du greifst jemanden an, den du noch nicht mehr kennst. Ich verschenke hier Respekt nicht zu Weihnachten. Ja, ist doch okay, musst du aber nicht. Aber so, darf ich ganz kurz. Ist doch trotzdem respektlos. Das ist kein Respekt. Ich war 35 Jahre lang in dieser Religion. Und ihr kommt hier hoch und ihr wollt euren zuckersüßen Islam an die Menschen da draußen verkaufen. Und ihr verschenkt auf Kian antworten, bitte. Darf ich ganz kurz was sagen? Ich schau mal, als Jerusalem erobert worden ist von den Kreuzrittern, ja, von einem gewissen Muslim, warum wurde die Klagemauer oder die Synagoge und die Kirche nicht zerstört gleich? Warum wurde das beschützt? Warum? Weil sie es gemeinsam in Frieden gelebt haben. Jerusalem eingenommen, hat er die Schiiten in Ägypten allesamt ausgerottet und dann ist er da hingegangen. Erwähne das auch. Du bist einfach ein Lügner in jeder, durch und durch. Wir sind nicht mit Juden und Christen befreundet. Ich bin auch kein Fan von Saladin. Wir sind kein Fan. Muslime sind keine Freunde von Juden und Christen. Das ist eine Lüge. Hört auf zu lügen über den Schwanz. Ich habe christliche und jüdische und andersdenkende und andersgläubige Freunde. Ich weiß nicht, was du hast. Doch, du bezeichnest sie als Brüder und dies und das und du kommst hier. Also Ahlul Kitab sind auch Familie. Wir sind ja. Nein, wir haben Feindschaft und Hass gegen diese Leute. Wir haben Feindschaft und Hass. Wir haben doch alle dieselben Propheten. Wallahi, diese Leute haben die Propheten getötet. Moses, Abraham, haben sie Moses getötet, Abraham getötet? Kian, wir müssen klar machen, die zerfetzen sich untereinander. Das ist der interne Dschihad unter den Muslime. Ihr kommt mit denen nicht klar. Wünscht ihr den Juden den Tod? Guck mal, Allah sagt im Koran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَنْ نَصَارَ حَتَّى تَتَّبِيَ مِلَّتَهُمْ. Die Juden und die Christen, sie werden niemals mit dir zufrieden sein, bis du nicht ihrer Glaubenslehre folgst. Entweder spricht Allah die Wahrheit oder dieser Dschihad. Und ich glaube, dass dieser Dschihad ein Lügner ist und Allah redet die Wahrheit. Allah lügt. Denn nein, in Deutschland haben dich Christen aufgenommen, Kirchen, die sich für Muslime einsetzen, ja, und die sich direkt dafür interessieren, ob du Muslim bleibst. Dieses Buch ist so dämlich. Der Koran ist wirklich ein Witz. Ja, also, Dein Grundgesetz ist dämlich. Wenn man den Koran ernst nimmt, dann braucht man eine Weste, wo möglichst ganz viele Schnallen auf dem Rücken sind. Ja? Aber Kian, beleidigst du ja auch das Evangelium und die Tora. Scheiß drauf. Ich habe nichts mit diesem monotheistischen, mit diesen komischen Religionen aus dem Namen. Also beleidigst du auch die Tora und das Evangelium? Und was juckt mich das? Ich gehe jetzt gleich schlafen und dann werde ich nicht im Traum daran denken, dass ich Tora aber, und die Tora aber wir können das ab. Guck mal. Warte, ganz kurz. Wir haben da kein Problem mit, weil uns das nicht stört. Mich stört das nicht, wenn er sowas sagt. Und wir sind nicht so fanatisch, dass wir direkt durchdrehen und Mordgedanken haben, wenn irgendeiner über so ein Buch redet. Ich bin wirklich nur ganz kurz oben. Ich will nur eine Sache sagen. Ich bin noch nur ganz kurz. Ich bin extra aufgekommen für Kian. Und zwar, es liegt jetzt erstmal fern weg, welche Religion ich angehöre. So, ich bin ja auch der Meinung, dass man Diskussionen führen kann, solange die sachlich sind. Aber das, was der liebe Kian hier jetzt gerade vollzieht, mit so diese rassistischen Aussagen von wegen... Das ist alles sachlich, ist kein Rassismus, hör auf so einen Quatsch. Wenn ich sage, wischst du dir den Turban mit den Arsch ab oder sonstiges und hast du nicht gehört, das ist ja nicht sachlich. Das ist beleidigend und rassistisch. Erst ich finde, da hast du die Aufgabe, wenn dir mein Schnäuzer wächst, dass sie guck mal, selbst wenn dir ein Schnäuzer wächst und du deinen Arm hebst, werden die Leute dich nicht akzeptieren. Verstehst du das, Kian? Niemand hat Respekt vor deiner Guck mal, du musst keinen Respekt haben. Ich erwarte nicht, dass ich irgendwie künstlich Respekt gegenüber deiner Religion bringe, wenn ich genau weiß, dass es genau das Gegenteil verdient. Guck mal, wenn du keinen Respekt bringen möchtest, dann ist das ja eine Sache. Aber Respekt, aber wenn du beleidigend wirst, dann ist es schon... Beleidigung ist der erste Schritt zur Emanzipation von oder weg von Religion. Finde ich gut. Oft genug aufs
Dings und mein Statement ist einfach nur, mein Appell ist jetzt vom mittelalterlichen Christentum gelöst. So, und mein Appell ist jetzt einfach an Löwenherz. Ich weiß, du machst diese Streams und alles schön und gut, beziehungsweise die Themen finde ich jetzt nicht unbedingt so prickelnd, aber ich finde, da hast du die Aufgabe, irgendwie als Moderator dem entgegenzuwirken und zu sagen, ey Kian, deine Aussagen sind beleidigend. Nein, warum? Rassistisch, und da sollte man das einfach unterbinden. Sind doch, nein. Schmitty, Islam ist keine Rasse, Aussagen, von daher kann Rassismus auch keine Religion, also, kann Religion auch kein Rassismus sein. Doch. Richtig, so, also guck mal, erstmal kenne ich Kian nicht. Kian ist ein sehr lieber Mensch, ist ein Freund von mir, er kann hier sagen, was er möchte, er ist erwachsen, er kann reden, er redet für sich, nicht für mich, und er ist hier Moderator, das ist nicht beleidigend, nicht rassistisch, also es ist völliger Blödsinn, was du hier gerade erzählst, und wenn er das sagt, das ist meinungsfrei, da kann er machen. Wenn ich jetzt zu dir Gartenzwerg sage, ist das jetzt auch nicht so, dass du jetzt nach Hause gehst und dann weinst, weil ich dich Gartenzwerg genannt habe. Also ich weiß nicht, was du jetzt, auf was du anspielen möchtest, ich fand das jetzt ja, nicht schlimm, mal, was er gesagt hat. Wir berufen uns auch hier die ganze Zeit auf das Grundgesetz. Ne? Und ich bin mir sicher, da gibt es auch einen Artikel, der die Meinungsfreiheit in gewisser Weise auch darauf abdeckt, dass man Beleidigungen nicht tätigen darf. Und es tut mir leid, wenn es nicht eurer Meinung entspricht. Aber warum gehst du dann nicht hier raus? Dann geh doch aus diesem Stream raus. Du bist doch, guck mal, wir haben jetzt ein Uhr und du bist immer noch hier drin. Wenn dich das doch alles so stört, warum bist du dann hier drin? Weil ja, ich hier noch ja. andere Leute sind, die wahrscheinlich derselben Meinung sind. Vers 60. Allah beleidigt die Juden und die Christen als Affen und Schweine. In Sure 5, Vers 66 sagt er, die Juden sind verächtliche Affen. So, wer beleidigt hier wen? Es ist dieses Buch, was ständig Ungläubige als blind, taub und stumm als Material für die Brennfeuer, für die Hölle beschreibt. Ja, wir sind ignorant, schlimmer als Tiere und so weiter und so fort. Der ganze Koran ist eine einzige Beleidigung gegenüber Nichtgläubigen. Du kannst nicht sagen, dass Allah einfach Meinungsfreiheit benutzt. Du sagst, du benutzt doch das Gleiche. Genau, Allah hat Meinungsfreiheit benutzt. Alles klar, das klingt ja schon richtig witzig. Aber für dich Meinungsfreiheit. Aber das ist es. Ein Buch, das nicht die grundlegendsten Respekt gegenüber anderen Glaubensgemeinschaften bringen kann. Ach, guck mal, das ist das Buch. Guck mal, der Kollege meinte vorhin genau das. Wenn du diesen Respekt erwartest, dann erbring du ihn doch mal. Wenn du sagst, ich erwarte keinen Respekt. Es ist hier ein knallhartes Battle. Okay, siehst du, deswegen gibt es den Dschihad, bis es euch nicht mehr gibt. Ganz einfach. Ihr seid Barbaren, das seid ihr. Ach, so ein Quatsch, Mann. Wer sagt denn sowas, kulturlose, religiöse Barbaren. Und ich kämpfe gegen eure religiöse Barbarei. Das ist alles, was ihr... Ja, tut. Dschihad, warte mal. Azazawi, du hast einen guten Punkt genannt. Ja. Der Dschihad, bis es uns nicht mehr gibt. Ja, das stimmt. Mohammed hat selber gesagt, der Dschihad gilt bis zur Endzeit. Also wie gesagt, er hat damit schon recht. Mein Name ist Dschihad. Mein Name ist Dschihad und ich erkläre mal den Dschihad. Dein Name ist Glücksbärchen. Lass mich mal. Ja, ist okay. Schau mal. Der Dschihad ist auf Deutsch gesagt wie der innere Schweinehund besiegen. Der härteste Gegner bist du selbst. Die Eifersucht, der Neid, gütig gegenüber deinen Eltern, gütig gegenüber anders. Ja, natürlich. Respekt vor dem... So lass mich doch mal ausreden, Kian. Es gibt so eine Form des Dschihads, das stimmt. Aber nicht nur das ist Dschihad. Wartet doch mal. Schau mal. Ich lebe jetzt zum Beispiel hier mit meiner Familie. Beispiel, ja? Jemand greift meine Mutter an. Kann ich es wehren? Jemand greift unschuldig dieses Land an. Kann ich dieses Land verteidigen? Guck mal, brauchst du einen... Das macht sogar ein Bundeswehrsoldat. Aber lass mich doch mal ausreden, bitte. Erst für Selbstverteidigung, das ist doch logischer Menschenverstand. Das ist doch ein Instinkt, dass wenn deine körperliche Umfeldseite den Gefahr ist. Ja, das ist aber alles der Dschihad. Soll ich dir mal den Frieden im Islam mal beschreiben? Also es gibt sogar in Sure 9 gibt es eine Beschreibung vom Frieden. Es ist hochinteressant. Das ist Sure 9, Vers 38. Da steht drin Folgendes. Kann ich dir gerne gerade mal vorlesen? Bist du den Vers gefunden? Ja, rede mal aus. Nein, Sure 9, Vers 40 ist das. Ah ja, hier. So,
Hier, wenn ihr ihm keinen Beistand leistet, kann er doch auf die Hilfe Allahs rechnen. Allah hat ihm ja schon damals Beistand geleistet, als die Ungläubigen ihn zu zweit aus Mekka vertrieben. Damals, als die beiden in der Höhle waren und als er zu seinem Gefährten sagte, sei nicht traurig, Allah ist mit uns, jetzt kommt's, da sandte Allah seinen Frieden auf ihn herab und stärkte ihn mit Truppen vom Himmel, die er nicht sah. Und er verwies das Wort der Ungläubigen nach ganz unten, während er das Wort Allahs oben auf war und allein Geltung hatte. Allah ist mächtig und weise. So, das ist der Frieden im Islam, wenn Allahs Wort die Oberhand hat und das Wort der Ungläubigen ganz unten ist. Hat er ganz unten geschrieben. Was für Leute. Es gibt Sure 9, Vers 29. Es gibt Sure 9, Vers 5. Es gibt so viele Verse und du suchst ausgerechnet diesen Vers aus, wo die Muslime bekämpft wurden und wo Allah sie beschützt hat vor den Ungläubigen. Ihr Leute, ihr wisst noch nicht mal, welche Argumente ihr benutzen müsst. Das ist der sogenannte Frieden. Da ist doch der Frieden beschrieben, wenn das Wort der Ungläubigen nach ganz unten verwiesen wurde und der Islam nach ganz oben. Das ist der Frieden. Moritz, warte. Ganz kurz, ich bin tatsächlich Kians Meinung, wir haben uns hier ins Land so viele Barbaren geholt, die von unserer Gesellschaft so weit entfernt sind. Hier Barbaren, die sich hier benehmen wie wirkliche Tiere. Und es muss einfach da werden. Und es ist einfach so, vieles dieser Religion ist so brutal und eine so ekte Ideologie, die so menschenverachtend ist und die Leute stellen das da als das super Schönes. Also ich verstehe das nicht, wie ihr das noch... Okay, was ist dein Lösungsansatz? Warte mal, bitte ganz kurz, warte mal. Ihr nennt diese Menschen, die jetzt hier leben, sagen wir mal die Muslime, die hier leben, Barbaren oder keine Ahnung was. Wisst ihr eigentlich, dass die meisten Muslime hier auch auf eine Art Steuerzahler sind, dass die hier Steuer zahlen, dass die friedlich leben. Wenn ihr sie alle Barbaren bezeichnet, Schwachsinn, die allermeisten beziehen ihr Bürgergeld. Es beziehen schon mehr Ausländerbürgergeld als Deutsche. Aber kein Schwachsinn. Wenn 2 Milliarden Barbaren sind oder Terroristen oder Mörder sind, denkst du wirklich, wir wären alle noch am Leben? Nein, es sind nicht alle. Die meisten halten sich nicht daran. Aber Fakt ist, dass man denen damit ganz leicht eine Gehirnwäsche unterziehen kann. Das ist ganz einfach. Nämlich, wenn da drin steht, Allah verlangt etwas von dir. Du sollst gegen die Ungläubigen kämpfen, obwohl es dir zuwider ist. Allah weiß besser, was für dich ist. Du musst in den Krieg ziehen, du musst in den Dschihad ziehen. Das ist ja das Traurige an der ganzen Sache. Deswegen muss das entschärft das werden. Nicht. Diese Sachen, diese Sachen, was als Ungläubige im Koran steht, das sind Geschehnisse. Adam, hör auf mit dieser verdammten Verniedlichung. Ja, hallo zusammen. Hört ihr mich? Also. Ja. Es geht darum. Eine Lösung. Ja, keine. Also, warte mal, ich habe einen Witz für euch. Warte mal kurz. Ihr steht in den Kommentaren, Hope, warte mal, hier steht in den Kommentaren, dein Vater war bei der SS, ne? Ja, also sie als Jüdin. Also nimmt es mir nicht übel, aber wer hat dir denn ins Gehirn geschissen? Ja, aber Moritz, dass du aus sowas überhaupt noch eingehst, du siehst doch, dass nur noch irgendwelche hirnlosen Gehirnakrobaten hier hochkommen. Ja, ich weiß. Also tatsächlich, ich arbeite auch mit vielen Moslems und alle Kulturen zusammen, was heutzutage auch ganz normal ist, wo ich Gott sei Dank auch keine Probleme habe, wo wir auch Tür an Tür wohnen und jeder sich kennt. Mach auf den Punkt. Ja, die Sache ist, um auf den Punkt zu kommen, ich habe einmal einen Moslem gefragt, was würdest du machen, das war der Anfang, wo Ukraine-Krieg war, wenn jetzt Deutschland angegriffen werden würde. Würdest du Deutschland verteidigen oder würdest du verschwinden? Und fast hat es mich zu Tränen gebracht. Er hat gesagt, er würde für Deutschland kämpfen. Deutschland hat ihm geholfen und seine Vorfahren und er ist dem Land viel dankbar. Michael, da kann ich dir aber sagen, das ist ja schön, dass du das sagst und vielleicht war das eine Ausnahme, aber in den meisten Fällen tatsächlich ist es traurigerweise so, dass ich doch jetzt mal vor ein muslimisches Land würde hier die Oberhand gewinnen, würde angreifen oder was auch immer. Da glaubst du ja wohl selber nicht, dass seine Glaubensbrüder kämpfen würde. Nein, nicht jeder, aber zum Beispiel jetzt diese Person hat gesagt, er würde sogar Deutschland unterstützen und helfen und Kian, kannst du bitte dazu was sagen? Ich kann das nicht jetzt. Aber das ist glaubwürdig, wenn ich, dass die Leute hier diese ganzen
angeblichen, wir akzeptieren das deutsche Grundgesetz. Ihr sagt doch auch, dass ihr Muslime seid. Also ihr kämpft nicht für Allah, ihr kämpft nicht für die Muslime. Ihr sagt, Muslime und wir müssen Palästina verteidigen. Für das kämpft ihr nicht, für eure eigenen Werte kämpft ihr nicht. Aber für ein deutsches Land wollt ihr kämpfen. Das ist doch so ein Gelaber. Leute, seht ihr, liebe Freunde, wie sich die Muslime von der Mehrheitsgesellschaft trennen wollen? Wir haben Leute geholt, die Gegengesellschaften hier aufbauen. Hallo, aber noch was kurz. Das ist ein Feind dieser Republik. Jetzt zum Beispiel was anderes. Durch die ganze Krise, finanzielle Krise zum Beispiel, stand ich eigentlich jetzt kurz vor der. Okay. Gut. Trägt zur Debatte nichts bei. Das ist nicht Ziel für nicht Arbeitslosigkeit oder. Ja, Muslim. Aber du kannst dem doch. Die wollen sagen. Für uns. Ganz kurz. Es ist sehr spät. Ich riskiere auch noch vielleicht, dass wir noch ein paar Diskussionen noch haben, bevor wir gleich alle schlafen gehen. Aber es ist nicht zielführend. Und tatsächlich, es ist eine schöne Rederei. Kein Muslim würde für uns kämpfen, wenn irgendwie es gegen muslimische Glaubensbrüder geht. Erzählt mir keinen Scheiß. Komm, hört auf. Löwenherz. Ich hab selber eine deutsche Familie. In unsere Familien sind auch Deutsche, original Deutsche. Wir haben deutsche Kinder in der Familie. Habe ich eine Frage. Darfst du deine Familie lieben, wenn sie Ungläubige sind? Darfst du deine Familie lieben, wenn sie Ungläubige sind? Das darf man. Das ist was anderes. Familie ist was anderes. Natürlich, mein Lieber, natürlich. Nein, es steht sogar, dass man das mit seiner Familie nicht darf. Da kann sie auch gerne den Tafsir zu geben. Moritz, aber guck mal, ihr redet doch mit Jihad, warte doch mal eben. Jihad, warte doch mal eben. Bitte. Guck mal, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Allah sagt im Koran zu dem Propheten Mohammed, ja, Mohammed, du kannst nicht diejenigen recht leiten, die du liebst. Das heißt, es gibt Leute, die nicht recht geleitet sind von seiner Familie, die er liebt. Also hört auf, irgendwelche Lügengeschichten zu erzählen, dass wir, wenn wir eigene Blutsverwandte haben... Ich bin doch selber Muslim. Warte mal, dann gehen wir das jetzt mal durch. Sure 9, Vers 23. Ihr Gläubigen, nehmt euch nicht eure Väter und Brüder zu Freunden, wenn diese den Ungläubigen dem Glauben vorziehen. Diejenigen von euch, die sich ihnen anschließen, sind die wahren Frevler. Hört zu. Siehst du, weil du, guck mal, da steht, ja, ayyuhalladhina amanu, la tattakhidhul aba'akum, yani. Was heißt das überhaupt? Nimmt eure Väter, gucken wir in Tafsir nach. Du darfst jetzt, wenn dein Vater ein Ungläubiger ist, okay, deinen Vater nicht unterstützen, wenn er einen Muslim bekämpft. Du darfst keine Ungläubigen, selbst wenn sie deine Familienmitglieder sind, nicht gegen einen Muslim unterstützen. Und das ist damit gemeint. Das ist doch was ganz anderes. Leute, es gibt doch so viele Dschihad-Verse. Ich hatte als Kind einen Hausmeister gehabt, sein Name war Achim. Er ist leider gestorben. Möge er in Frieden ruhen. Ja, er war weder Jude noch Christ noch was weiß ich was, ja. Nicht. Und wir haben ihn trotzdem geliebt und geschätzt und respektiert. Bis zu seinem Tod haben wir ihn unterstützt. Du sagst das. Ist er dein Familienmitglied? Aber du kannst mir doch nicht, ist er dein Vater? Der Islam, hier seht ihr den Islam. Warum wollt ihr denn immer den Islam so schlecht darstellen? Wunderbar. Das ist das Schöne daran an TikTok, ja, dass man die hässliche Seite von dieser Religion deutlich sieht. Ja, der eine, der es versucht, der Dschihad auf der einen Seite, der irgendwie versucht, in dieser Gesellschaft anzukommen, und dann dieser Homo Islamicus Idioticus Zazawi, ja, der einer neuen Spezies von Menschen angehört in Deutschland. Der den guten Menschen unter den Muslimen ausreden möchte, hey, bloß nicht einen Mittelweg finden, bleib schön auf der anderen Seite. Diese Religion trennt die Menschen voneinander. Und warum sollten wir unsere eigenen Henker ins Land einladen? Warum sollten wir das machen? Warum sollten wir solche Typen wie Zazawi überhaupt in unsere Gesellschaft lassen? Kian! Du bist ein Todfeind. Du verstehst das nicht. Du bist ein Todfeind. Ist doch okay. Kian, wenn einer dir einen Kratzer macht und ich sehe das, würde ich niemals zulassen, Kian. Wir lesen jetzt mal die Tafsir von Ibn Kathir. Das Verbot, die Götzendiener als Unterstützer zu nehmen, selbst bei Verwandten. Allah befiehlt den Ungläubigen zu meiden, auch wenn sie die eigenen Eltern oder Kinder sind, und verbietet sie als Anhänger zu nehmen, wenn sie dem Unglauben den Glauben vorziehen. Allah warnt: Du wirst niemanden finden, der an Allah und den jüngsten Tag glaubt und sich mit denen anfreundet, die Allah und seinen Gesandten feindlich gesinnt sind. Auch wenn es seine Väter oder seine Söhne oder seine Brüder oder seine Verwandten sind. Solchen hat er den Glauben
Glauben in ihren Herzen geschrieben und sie mit einer Ruhe, Beweislicht und Rechtleistung von ihm selbst gestärkt. Und er wird sie in die Gärten eingehen lassen. So, hat er ja geschrieben. Überlieferung? 22, ja. Und du weißt noch nicht mal, worum es sich... Ist das eine Überlieferung gewesen jetzt? Das war ein Tafsir von ihm Kafir. Das war ein Tafsir von ihm Kafir. Wenn dieser Tafsir nicht übereinstimmt mit dem Koran, kannst du wegschmeißen. Warte mal, also lehnst du ihm Kafir ab? Mann, der also lehnst du ihm Kafir ab? Moritz, ich habe doch gerade gesagt, wenn die Überlieferungen nicht mit dem Koran übereinstimmen, warte doch. Ob er jetzt Hannibal heißt oder... Ey, guck mal, diese beiden sind so unwissend. Guck mal, erstmal, er hat einen Koranvers, Sura 48, Vers 22 gelesen, okay? La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yawmil akhir yu'aduna man haddallaha wal rasulahu. Er liest einen Koranvers und dann hat er den Tafsir dazu. Aber du, Moritz, auf Arabisch, sie sind Deutsche, mein Lieber, sprich doch auf Deutsch. Ich erkläre das. Mach eine Show hier mit. Und du liest einen Schiiten, wirklich eine Show mit Arabisch. Vor. Er ist ja. Schiite. Schiiten akzeptieren nicht Ibn Kathir. Ich bin kein Schiite. Ich bin ein Kafir. Und nicht du, Trottel. Ich rede von Dschihad. Du Trottel. Man redet doch respektvoll, Mensch. Redet doch respektvoll auch mit ihm. Aber er sagt Idiotikus Homo erectus. Ja, aber du sagst doch, was heißt das? Homo redet doch mit Respekt, ist doch egal. Bist du Muslim, als das Saudi, oder wie du heißt? Bist du Muslim und du bist ein Kerl. Ja, auch mit Freude. Also deswegen, von solchen Leuten kommt Kiam, wird immer aggressiver, wird motivierter durch die Leute. Bleib noch ein paar Minuten. Ich habe wirklich, amüsiert mich gerade köstlich, Kiam. Bleib noch. Problem ist einfach halt nur, die Leute wissen nicht, wovon sie reden. Der Kiam, er kann auch nicht mal das Sura al-Fatiha lesen. Ja, Asa Sawawi, du bist der Einzige, der davon redet. Ich kann sie nur auf Persisch lesen. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Okay, und sag mal den schiitischen Teslim. Kennt jedes kleine Kind. Wenn du 30 Jahre lang Schiite warst mit einem verdammten Turban, dann sag mir jetzt den schiitischen Teslim im Gebet. Das war komm, nur sag. Fasching. Das war Fasching, Entschuldigung. Siehst du, du hast keine Ahnung, wovon du redest. Das war Fasching. Ich wollte als Mullah. Okay, ich beantworte das. Als Asasawi, ich beantworte das. Er hat Ahnung, aber er muss. Warum soll er sich von dir rechtfertigen und dir irgendwas sagen? Warum? Jihad. Wer bist du, dass du irgendwas sagst? Nein, ich rede. Genau. Wer bist du, dass du sagst, dass er irgendwas sagen muss? Du glaubst, aber warum wenn du muss er es dir beweisen? Heuchelst. Hör zu, Jihad. Glaubst du, wenn du Sympathie heuchelst, diese dreckigen... Hallo, ich... Erik, glaubst du, die werden nicht akzeptieren? Ich weiß nicht, warum... Kian, die reifen sich an, obwohl ich rede. Ja, natürlich, weil der nur Toilettenpapier benutzt und noch nicht mal Wasser, um mir den Hintern sauber zu machen. Und ihr wischt euch den Arsch mit eurer bloßen Hand ab und wascht das nur mit Wasser nach den Regeln. Okay, eine Frage. Warum nennt man den Stinkefinger bei euch Stinkefinger? Weil man sich damit den Arsch sauber macht. Wo geht ihr mit eurer Hand rein, um euch den Hintern abzuwischen, da wollen wir mal gar nicht über eure Hygiene sprechen. In deinen Anus stecken, damit du das sauber machst. Und das kriegst du nie richtig, deine Hand Kian, sauber. Wenn du Kian, nach der bitte. Scharia deinen Puppen sauber machst. Kian. Ja, mach mal einen Handabstrich, nachdem Kian. Du dich sauber gewaschen hast. Und du wirst sehen, du wirst Kian. Nie richtig sauber sein. Schau mal, ich hatte eine Rede gehabt am Brandenburger Tor. Da habe ich die Iraner erwähnt. Die Iraner haben Stolz, haben Kultur. Die Iraner haben Stolz und haben Kultur. Mann, die Iraner sind schmutzig. Du hast keine Ahnung. Wir sind eine alte Kulturnation. Und deswegen wollen wir uns auch vom Islam trennen. Das ist kein Vorbild. Ich rede nicht von den sunnitischen Iranern. Das sind unsere Brüder. Guck mal, Allah sagt im Koran, wenn du beleidigst, wenn du jemand beleidigst, werden sie dich zurückbeleidigen. Und du beleidigst. Damit tust du den Islam keinen Gefallen. Ey, hör mal zu. Wo ist eigentlich deine Eifersucht gegenüber deiner Religion? Diese Leute beleidigen von 24-7 deinen Propheten. Der Prophet Mohammed wurde mit Steinen beworfen. Die beleidigen wurde mit Steinen beworfen. Wurden die angeschaut. Beleidigen er blieb ruhig. Propheten. Er blieb ruhig. Khalid ibn Walid hat 1000 Muslime die Köpfe weggehauen. Durch ihren Respekt, durch ihre Wahrhaftigkeit ist er zum Islam konvertiert. Die beleidigen deine Imame. Ja, soll ich die jetzt zurückbeleidigen? Was kommt denn zurück? Es kommt doch nur Beleidigung zu. Dann, Kian, sie nehmen sich gegenseitig auseinander. Ja, hier nein, sind wir nein, alles gut. Wir nehmen bei euch auseinander. Sasawi ist auch unser Bruder. Ist auch ein Bruder von mir. Alles Bruder, gut. Wallah, ich bin nicht dein Bruder. Du bist der Bruder von Kian und von Löwenherz, nicht mein Bruder. Genau. Kein Problem. Genau. Jihad, bist du Schia? Bist du Schiite? Kian, ich muss dir ehrlich sagen,
Weißt ich du nicht? Einfach nur, nein, nicht, ich weiß nicht. Du bist nicht. Noch nicht mal Schiite. Du bist noch nicht mal Schiite. Ein Schiite würde nicht so reden wie du. Sogar Schiiten haben mehr Ehre als du. Du bist noch nicht mal Schiite. Bei Allah, du bist noch nicht mal Hezbollah. Hezbollah würde niemals so reden und sagen, Israel sind meine Brüder und. Wer hat denn behauptet, Hezbollah Schiite zu sein oder Sunnite oder was weiß ich? Ich bin einfach nur Muslim. Du bist noch nicht mal Schiite, bist du. Noch nicht mal Schiite bist du. Ich habe doch gerade gesagt, ich bin einfach nur Muslim. Weder links noch rechts. Okay? Ja. Oder? Ja. Also eine Sache steht ja fest. Ich meine, was soll man mit, ich meine, dieser Typ hier, Zazawi, der ist ja jetzt schon ein paar Mal hier oben gewesen. Ich meine, wie viele Beweise wollt ihr noch haben, dass wir die Pestilenz in unser Land gelassen haben? Wie viele Beweise wollt ihr noch? Ich bin vom Deutschen radikalisiert worden, dass wir die Pestilenz. Sie haben schon unser Land verseucht, Iran verseucht. Sie haben die Hälfte der zivilisierten Welt damals von Indien bis nach Afghanistan haben sie verseucht mit ihrer Religion. Und jetzt kommen sie und verseuchen sie den Westen. Und er ist einer dieser Wegbereiter. Er ist einer dieser Architekten, der unser Land ruinieren möchte. Und während wir hier sitzen, ja, haben wir ihn vielleicht ein bisschen abgelenkt von der Tatsache, dass er viel Dawa macht. Aber wenn er auflegt und wenn er im Alltag unterwegs ist, dann versucht er den Islam in jede Spalte unserer Gesellschaft zu drücken. Das ist sein Job. Das ist seine Mission. Und deswegen müssen wir Leute wie Zazawi, müssen wir entlarven. Am besten auch noch ein KZ öffnen und uns alle reinsperren und vergasen. TikTok sportlich, ne? Dich muss man einsperren, auf jeden Fall. Okay, verstehe. Du bist ein Feind unserer Gesellschaft. Mit dir stehen wir im Krieg. 100%. Nein, du bist, hört zu, ihr wollt nicht, dass das deutsche Volk zur Wahrheit kommt, zum Islam kommt. Das deutsche Volk ist ein gutes Volk. Dass der Prophet Mohammed auf deswegen, einen Hybrid ist. Deswegen wollen wir ja, dass das deutsche Volk zum Islam kommt. Wir haben kein Problem damit, dass das deutsche Volk über das islamische Volk herrscht. Hast du gehört, Kian? Wir sollen zur Wahrheit kommen. Der Islam ist die Wahrheit. Wir sollen zur Wahrheit kommen. Natürlich. Natürlich. Aber Zazawi, wir haben doch keinen Zwang in Religion. Du bist mir egal. Du kannst abkratzen. Ja, aber es gibt doch, was heißt denn abkratzen? Sag doch mal ruhig. Es gibt doch keinen Zwang. Die müssen doch nicht zum Islam konvertieren. Du kannst abkratzen. Ich liebe das. Das ist der einzige Grund, warum die Religion noch nicht amok gelaufen ist. Weil sie so sehr untereinander beschäftigt sind, sich zu killen. Nein, Kian. Das ist wirklich. Ja, doch. Macht mich traurig, wenn ich sowas anhöre. Ich kritisiere mich, kein Problem. Aber sag auch ab und zu was. Ich kritisiere dich doch nicht. Komm mal, aber ab und zu auch was gegen die Juden und gegen die Christen sagen, nicht nur gegen Muslime. Wie oft taucht der Name Mohammeds im Koran auf? 5-mal. Ja, und das Wort Verbrecher im Koran? Was? Und das Wort Verbrecher im Koran? Ich weiß nicht. Was ist denn das arabische Wort für Verbrecher? Ist 5-mal. Also, ja, das ist auch ein Hekma. Es ist auch eine Weisheit dahinter, oder? Ja, welches, weil ich im Koran rumsuche. Welches Wort denn? Hier gibt's eine Verbindung. Welches Wort hast du denn für Verbrecher genommen jetzt? Ja, muss ich jetzt nachschauen, habe ich jetzt nicht. Du bist ein Lügner, bist du. Schlag mal einfach nach. Es ist wirklich amüsant. Jo! Ich kenne meinen Koran, vertrau mir. Ich nehme meinen Koran. Ich kenne meinen Koran auch. Okay, und deswegen werden, ja, dein Koran ist ja Grundgesetz und deswegen werden wir Grundgesetz eintauschen. Nee, werdet ihr nicht. Wir werden euch zum Mond schießen. Und soll ich dir sagen, wer das macht? Wir werden die islamische Welt überfallen. Hör zu, euch hört zu. Soll ich dir sagen, wer das machen wird? Das wird der Peter machen. Ein Sender um die Füße binden, damit wir wissen, wo jeder Gazianer so rumläuft. Ja, Gazianer. Ihr seid wie die Marzianer. Guck mal, hör zu. Weißt du, wer die Scharia einführen wird? Das wird der Björn sein, der Peter sein, der Matthias sein, die Jacqueline. Die Chantal, die werden die Scharia einführen. Ja, die Sozialfälle könnte auch haben. Sie, die Andrea, guck mal, Andrea wird das machen. Ja, wunderschön. Und währenddessen bauen wir euch ordentlich aus und bauen überall schöne Kolonien auf und bringen euch Pornofilme, LGBTQ und machen euch ein bisschen mehr relaxed, damit ihr Spaß wieder untereinander haben könnt.
Ihr seid frustriert. Ihr seid du hast doch am Anfang gesagt, du bist ein Student und bist so integriert. Irgendwie lässt du gerade durchblicken, dass du gesagt, dass ich integriert bist. Bin. Ich habe nie gesagt, dass ich integriert bin. Oh, ihr müsst euch uns integrieren. Ihr müsst so sein wie wir, nicht ja, wir zu sein. Ja, natürlich, das werden wir auch machen. Ja, aus dem Grund. Aber jetzt mal Hand aufs Herz. Ist es dann nicht so, dass ihr ständig von eurer Religion aufgibt, dass ihr ständig euch uns anpasst? Wo haben sich die Muslime angepasst bis jetzt? Die beten, die fasten, die laufen mit Niqab durch die Gegend. Ihr ändert euch doch ständig. Wir nicht. Seit 1400 Jahren, wie wir. Ja, sorry, ich hab mal, hier noch in der Steinzeit lebt. Ja, ist doch egal, aber wir bringen die Steinzeit ins 21. Jahrhundert und ihr könnt nur zugucken. Ihr bringt sie ja, das ist, ja, das ist doch nichts Positives. Das ist doch nichts Positives. Jede muslimische Bewegung ist Steinzeit. Du bist Steinzeit. Du bringst sie nicht. Du bist ein Teil. Seien wir doch mal ehrlich. Seien wir doch mal ein bisschen ehrlich über deine Religion. Hm. Du willst mir doch nicht erzählen, dass diese Religion von einem Ziegenhirten aus dem 7. Jahrhundert, einer wilden, stammesorientierten Wüstengesellschaft, irgendwelchen Nutzen für uns im 21. Aber warum denn? Das Dezimalsystem habt ihr von uns gelernt. Ja, ihr habt sogar die Null von uns gelernt. Gar nichts genommen. Denkst du, der Koran ist gekommen und hat zu einem intellektuellen Hochgebildeten gesprochen? Deine Technik ist darauf aufgebaut, das habt ihr von den Arabern. Wir haben euch die Null beigebracht. Du redest du von dem goldenen Zeitalter des Islam? Euch zu rechnen haben wir beigebracht, um zu rechnen. Du meinst die Abwesenheit des Islam? Hallo, wir haben euch die Grammatik beigebracht, wir haben euch Lesen beigebracht, Schreiben beigebracht. Wartet doch mal bitte, wartet doch mal. Zazawi, ich habe meine Frage. Die Christen, sind die jetzt schlecht, schlechte Menschen? Die Christen? Ja. Antworte mal bitte. Warte mal. Als die Muslime von den Quraysh abgeschlachtet worden sind und die mussten flüchten nach Abessinien zu einem Christen, hat der christliche König sie nicht beschützt? Das war erstmal kein Trinitarier. Und selbst wenn das spielt doch keine Rolle, aber er war ein Jesus. Warte doch mal, lass mich doch mal ausreden, Mann. Ich sage selber, Allah sagt selber im Koran, dass diejenigen, die den Muslimen am nächsten dran sind, dass das die Christen sind. Also die besten Ungläubigen laut den Muslimen sind die Christen. Stimmt. Laut Koran. Akzeptiere ich auch. Aber es tut nichts zur Sache, dass alle Ungläubigen laufen. Und ich bin stolz drauf. Aber du weißt, dass wir auch christliche Frauen haben. Ja, richtig. Das dient der islamischen Expansion. Du musst schon aufpassen. Die koptische Christin Maria unter anderem? Koptische, ich warte mal, ich höre nichts, Leute, ey, nicht die koptische Christin Maria, mit der Mohammed Sex hatte und wo danach der Vers runtergesandt hat, dass Mohammed so viele Frauen haben darf, wie er wollte, und weil er damit seine Sex-Eskapaden vor Aisha und Zainab gerechtfertigt hat. Das mit irgendwelchen koptischen Christen habe ich keine Ahnung, weiß ich nichts von. Ehrlich jetzt, wenn ich wissen würde, würde ich das sofort sagen. Aber erstmal eine Frage. Ja, kannst du mal schauen. Das war der Grund, warum Mohammed gesagt worden ist, ihm ist jede Frau erlaubt, weil er mit einer Sklavin Sex gehabt hatte und er wurde dabei erwischt und ihm war das peinlich und daraufhin hat Allah für ihn extra diesen Vers herabgesandt. Das ist eine Lüge. Das ist eine schiitische Lüge. Das war im Haus von Hafsa und die Sklavin hieß Maria al-Kubti. Nein. Er ist nicht der Vater von einer eurer Söhne, er ist der Gesandte Allahs. Er ist das Siegel der Prophetin, er macht, was er will, weil er direkt von Allah und deswegen hat er seinem eigenen Ziehsohn die Ehefrau ausgespannt. Hör zu, er macht, was er will. Richtig. Weil er ist direkt von Allah die Befehl bekommt. Genau. Wir sind stolz auf unseren Propheten. Wir lieben ihn. Und geiert auf die Ehefrau seines eigenen Adoptivsohnes. Ja, geht zu seinem Adoptivsohn, findet seinen Adoptivsohn nicht an. Einem dünnen Vorhang und damals war das warte, lass mich kurz noch zu Ende reden. Komm, rede zu Ende. Guck mal, ich will noch ein bisschen mehr. Ich kannte dich von Clubhouse. Vielleicht kennst du noch die Clubhouse, die App noch. Ich weiß ganz genau, wie die Schiiten zu dir in deinen Räumen reingekommen sind und du hast alle Religionen, alles in den Topf geschmissen. Alles in den Topf. Und du bist so ein Lügner, so ein Hetzer. Komm weiter, Baby. Ich werde auch so dumm sein. Hier hat gleich einen Höhepunkt. Guck mal, wie der redet. Ja, komm. Geworden wie du. Oh mein Gott. Komm, hau rein. Ja, Kian, Mann. Hey, wie kann man so stur sein wie du? Wie geht das? Komm, kleiner Dackel. Hey, sag mal, du kennst ja auch den Anstand mehr, Kian, ne? Ich kenne ihn schon mehr. Er hat kein Wissen. Ja.
Guck mal, Kian, ich sag dir mal eine Sache. Warte mal, stopp mal kurz. Der tut nur so, als hätte er Wissen oder so. Aber ja, der kann noch nicht mal schiedischen Test lesen. Gar nicht. Der weiß ja gar nicht, was der redet. Wenn man das Wissen nicht hat. Ich bin ja gespannt. Ja, ey, ich habe dein Wissen doch live gesehen. Ja, Kian, ich habe dein Live, ich habe dein Wissen. Guck mal, jemand, der 30 Jahre lang angeblich... So tut, als wenn er ein Automechaniker ist. Kian, Kian. Ja, ein Auto hat 4 Räder. Oder wie? Aber schau mal, jemand, der 30 Jahre lang angeblich schiitischer Muslim war, 17 Jahre lang die Al-Quds-Veranstaltung gemacht hat und sagt zu dem... Aber doch nicht so getan. Das wird jetzt hier zu einem Zirkus. Ich gehe, Löwenherz, ich danke dir für die Einladung. Ja, dann trotzdem auf deinen Kopf getreten. Du musst das verstehen. Nur mal so als Frage, Jihad. Bist du Ahmadiyya? Nur mal so als Frage, bist du Ahmadiyya? Mann. Löwenherz. Bitte. Hast du gerade mich gefragt? Ich weiß jetzt nicht. Nein, ich habe gefragt, Moritz. Ich wollte dich nur fragen, ob du Ahmadiyya bist. Bruder, ich mein Bruder. Ein Weg. Ja, natürlich, aber es gibt auch Abspaltungen. Sunni, Schia, Alevit. Ja. Ja. Liberaler Schia. Gibt so viele, aber es... Ja, komm, Jihad, komm, sei ein bisschen ehrlich, komm. Bis jetzt hast du dich wacker geschlagen, aber komm, jetzt sag mal, komm. Irgendeiner Sekte gehörst du an. Wirklich gar nichts, Bruder. Komm, hör auf jetzt, sowas gibt's nicht. Hör auf. Kian, da ist wirklich ein Freund von mir, ein guter Freund, der kennt dich. Der hat so lustige Sachen über dich erzählt, wirklich. Kian. Ja. Aber ja, das erzähle ich nicht hier. Vielleicht trinken wir mal einen Kaffee und dann reden wir mal in Ruhe. Masha'Allah, Masha'Allah. Ich lade dich sehr gerne ein. Masha'Allah. Sehr, sehr gerne, Kian. Masha'Allah. Vom Herzen, mein lieber Kian. Ja. Ich liebe Iraner. Meine besten Freunde sind Iraner. Ich habe im Boxsport sehr viele Iraner. Ein Mann, ein Wort. Wallahi, also der Fluch der Iraner auf euch. Der Fluch der Iraner. Also ganz kurz. Ganz kurz, ich habe eine Einschränkung bekommen. Jetzt ist die Frage, möchtest du jetzt ins Bett gehen, möchtest du Feierabend machen oder willst du noch eine halbe Stunde machen, dann will ich nochmal online kommen oder wie machen wir es? Weil sonst, also... Ja, komm, nee, rede mal ein bisschen. Stunde können wir uns noch den Spaß erlauben. Ja, dann machen wir doch eine halbe Stunde. Also Leute, kommt in 2 Minuten alle wieder rein. Ja, 30 Sekunden. Nee, ich bin ein Zaza. Amerikanische Mann. Ich lieb, wenn dann kann ich auch nicht kommen. Ganz kurz, stopp mal kurz. Alle mal bitte ruhig. Green Rebel, ich habe eine Frage an dich. Du hast gerade gesagt, die deutsche Hauptschuld in Bezug auf Palästina. Bitte erklär es mir. Ich verstehe nicht, was du für einen Scheiß gerade redest. Bitte erklär mir, wo wir eine Hauptschuld haben. Bitte. Die historische Hauptschuld, die er trägt in Palästina-Israel-Konflikt, das ist wohl nicht zu übersehen, oder? Also, ja, erzähl mal. Wenn du dich also mit der Geschichte auskennst, dann wirst du wissen... Die Geldzahlung erhöht auf 38 Millionen Euro. Ihr seid jetzt alle mal ruhig. Es redet gerade der Post mit dem, den er angesprochen hat. Ihr seid jetzt alle anderen still. Hör auf zu schimpfen, Junge. Versteht doch sowieso keiner. Lass ihn quatschen. Ihr dürft doch gleich. Ihr kriegt gleich eure Chance. Ich hab dir eine Frage gestellt. Guck mal, ich hab dir eine Frage gestellt, weil du hier reinkommst und irgendein Blöd. Das ist genauso, weil wenn ich jetzt in eine Live reingehe und sage, die Sonne ist grün. So, das ist genauso ein Schwachsinn. Was redest du da? Hattest du kein Abi gehabt? Nein, ich bin kein Doktor, so wie du. Es tut mir wirklich leid. Schau mal. So, deswegen bitte klär uns auf mit aus deiner jahrelangen Erfahrung und deiner Weisheit. Bitte klär mich auf. Deutschland, bitte. Ich will dir erklären, wenn dieser Kian sich nicht ständig mit seinem... Kian darf sich ständig einmischen. Kian, Kian, guck mal, ja, Green, jetzt komm mal zum Punkt. Ihr tragt die historische Hauptschuld in Palästina. Ja, hast du jetzt schon 17 Mal gesagt. Erzähl, warum. Ich bin Deutscher, ich trage keine Hauptschuld in Palästina. Sandra, ganz kurz bitte. Ich sag dir auch, warum. Oh. Weil ihr habt die Juden vertrieben massenweise aufgeschlachtet. Jesus im Himmel. Sportlich. Kia, wie kannst du sowas ertragen? Das kannst du nicht. Die Palästinenser haben sie aufgenommen. Das heißt, ihr trägt die Hauptschuld in dieser Geschichte.
Die Palästinenser haben gar nichts aufgenommen, weil erstens gibt es keine Palästinenser. Und zweitens hat da immer eine große jüdische Enklave gelebt. Das heißt, die brauchten nicht da aufgenommen zu werden. Alles klar, Charlie Brown? Ja, ja. Und was passiert jetzt, wenn du auf was für ein Adab und Akhlaq. Ich finde es eine Frechheit, nachdem ihr die Hauptschuld euch da noch so einmischt, so proaktiv Israel noch unterstützt. Machen wir. Und wir werden Afghanistan nehmen und werden daraus Israel machen. Schau mal, Kian. Du wirst für die immer ein Kanake bleiben, ein Ausländer bleiben. Die werden dich nicht akzeptieren. Toll. Du kriegst den in den Arsch, aber die werden dich nicht akzeptieren. Verstehst du? Ja. Wir haben ihn schon akzeptiert. Solange ihr euch in den Arsch kriegt, habt ihr ihn akzeptiert. Green, ich habe eine Frage. Du sagst die ganze Zeit, redest von irgendwelchen Ärschen und so. Hast du da irgendwie versteckte Bedürfnisse, die du mit uns teilen möchtest? Bitte, klär uns auf. Also ich hieße nicht LGBTQ überall. Ich drücke in deinen Arsch, aber ich nicht LGBTQ. 100%ig. Ja, oder? Moritz, nicht darüber reden. LGBTQ nicht ansprechen. Du wirst dafür gesperrt. Bei TikTok, die sind da super schnell. Gar nicht darüber reden. Er probiert dich aufs Glatzeis zu führen. Er probiert dich in eine Falle. Nicht über LGBTQ reden. Du wirst hier sofort gesperrt. Lass es. Vor allem, er kommt aus Afghanistan, ja, und da gibt es diese ekelhafte, richtig krasse Bacha-Basi-Kultur. Wir wissen, was sie mit dir gemacht haben, als du kleiner Junge warst. Schau dir mal an, ja, bestimmt bist du auch so. Wir wissen, was sie mit dir gemacht haben, als du ein kleiner Junge warst. Ja, in Iran ist das ja verbreitet bei euch. Das ist erstmal... Ja, in der Menschen, Schule erstmal von euren Lehrern nicht die Schule angenommen werden. Kinder, die sexualisiert werden von heterosexuellen afghanischen Männern, das ist abscheulich. Aber Männer, die als homosexuell oder Frauen, die als lesbisch geboren werden, nichts dafür können. Bleib ruhig, Kian, bleib ruhig. Was bist du für ein ekelhafter? Was willst du denn jetzt hier in diesem Chat erreichen? So. Deswegen finde ich das, bleibt mal ernst alle hier, ich finde es eine Frechheit, dass ihr euch da so aggressiv einmischt, obwohl ihr die Hauptschuld bringt. Mann, wir mischen uns ein, Lassen labern. Bacha-Basi-Boy, sei nicht so frustriert. Was willst du denn? Kian, ich glaube, er ist einfach frustriert, dass aus Gaza gerade ein Parkplatz gemacht wird und er das nicht akzeptieren kann. Ja, was erinnert ihn an Afghanistan? Das sieht alles schon aus wie ein Parkplatz. Du darfst so also reden, dass aus Gaza Parkplatz gemacht wird. Da stehen drei funktionierende Häuser, der Rest sind alles Baracken in Afghanistan. Das ist so. Und da ist auch haben sie dich in deinem Leib nicht reingelassen? Aus Gaza wird Parkplatz gemacht. Da machen wir einen Parkplatz draus und dann eine riesige Diskothek. Feiern wir das. Eine Diskothek und dann essen wir Schweinefleisch und trinken Bier. Leute, ihr habt alle gehört. Menschen bitte nicht ein. Judenfreier Eintritt. Nein, stopp. Das nicht sind einlassen. Diese Deutschen, pro-Israelis und pro-AfD. Was willst du denn mit Deutschen? Das sind diese AfD-Wähler, die Israel unterstützen. Was willst du in diesem Chat? Sie wollen aus Gaza einen Parkplatz machen, einen israelischen Parkplatz. Das ist deren Intention. Entschuldigung, es gibt Raumprobleme in Israel. Sie brauchen einen Parkplatz. Dein eigenes Volk hat dich vertrieben. Hast du jemanden mitgebracht? Ein Ausgestoßener, der geboren wurde? Mäuschen, geh ganz schnell raus. Also der Unterschied ist, niemand hat dich rausgeschmissen. Ja, komm.
Ja, das ist schon immer. Er ist nach Hause gegangen, seine alten Säcke. Moisken, schade. Ich hätte dich nämlich privat Tatsache gefunden. Die Aufgabe hätte ich mir gemacht. Ja. Schade. Ja, gut, also geht mal auf YouTube, geht mal auf YouTube und gebt euch das mal. Bacabasi, das ist ja, nein, machen wir nicht. Genau. Das machen wir jetzt nicht. Das machen wir jetzt nicht. Nein, alles gut. Nein, das machen wir nicht. Wir haben jetzt einen neuen Freund von Kiane drin. Also Amat, bitte. Hallo erstmal. Hallo. Nee, ich bin nicht Ägypter, mein Nachname, aber hört sich so an. Alles klar, gut, okay, kein Problem. Also ich weiß nicht, ich bin aus Syrien halt, auf jeden Fall, ich bin Syrer und ich habe halt gemerkt, dass ihr irgendwie, ich habe halt auch gehört, dass ihr von Gaza einem Dabbat was machen wollt. Also nicht ihr, sondern der Hans Israel will das machen. Habe ich das richtig gehört? Ja, ja, Parkplatz und. Ja, die Panzer müssen ja irgendwo stehen. Die Panzer und die gepanzerten Fahrzeuge müssen ja irgendwo anhalten. Ja, die werden irgendwo stehen, nachdem wir halt die destroyed werden, also nachdem wir halt die. Ja, aber das läuft aber gerade nicht so gut für die Hamas. Also gerade läuft das nicht so gut. Gerade geht das irgendwie alles nach hinten los. Also gerade irgendwie verlieren die alles. Also ich weiß nicht, ja, was du da siehst, ob du an Märchen glaubst, aber irgendwie ist da gerade Niederlage nach Niederlage, ein nach dem anderen. Ja. Also ich weiß nicht, was du da siehst. Also tatsächlich. Der Iran möchte sich nicht. Warte. Gerade wird das wird aus der Hamas wird gerade Hummus gemacht mit Falafel. Wer hat das gesagt, dass Hamas recht hatte? Das ist eine andere Frage. Wenn du natürlich gegen die Hamas bist, dann machen wir die Hälfte nicht zum Parkplatz. Also ich bin auf jeden Fall nicht vorher der Hamas. Das ist auf jeden Fall. Okay, wunderbar. Das ist schon mal ein wichtiges Statement. Aber für was bist du denn? River to the Sea? Ich bin für Palästina, Punkt aus. Also, okay, aber Hamas. An welchen Grenzen? Warte, damit sie an welchen Grenzen? Al-Masri. Warte. Warte bitte. Damit du halt auch mich verstehst, wie ich denke und wie ich mit drauf bin. Okay, ja, bitte. Also, die Hamas, sag ich mal so, erstens, mischt ihr denn Religion mit ein oder ist er halt raus? Die Hamas ist eine islamische Bewegung. Ist nicht islamische Bewegung. Das ist meine Sache. Ist eine islamische Bewegung. Sheikh ja, so, jetzt hast du hier mit einer normalen Deutschen zu tun. Warum soll ich die Hamas befürworten? Mit welchen Gründen? Genau. Warum muss ich das akzeptieren? Ich bin eine normale Deutsche, ich bin keine Politikerin, das sage ich dir jetzt ganz ehrlich. Warum muss ich das dulden? Erklär mir das jetzt bitte. Ich? Warum muss ich das dulden? Frage an mich, war das? Familie. Ja, ich will also jetzt die klare Antwort. Ich hab dir nicht gesagt, dass du Hamas akzeptieren musst. Ich akzeptiere Hamas das nicht. Ja, weißt du, warum du Hamas nicht akzeptierst? Weil du denkst, sie sind unislamisch und sie sind von Israel gegründet. Ich bin eine normale Deutsche. Ich habe mit Politik nichts zu tun. Warum soll ich das akzeptieren? Warum darf ich meine deutsche Akzeptanz, die ich bisher hatte, nicht durchführen? Warum muss ich was Neues das nicht akzeptieren? Ich weiß nicht, warum du das nicht akzeptieren sollst. Ich will diese Antwort haben. Warum? Ich bin nicht politisch. Ich bin eine normale Person. Versuch mit mir als normale Person zu reden. Warum soll ich das akzeptieren? Warum? Ja, ich stelle auch dieselbe Frage. Warum soll ich Hamas akzeptieren? Du sollst Hamas nicht akzeptieren. Warum nimmst du die Hamas ab, Ahmad? Ja, ganz einfach. Führt eure Scheiße in eurem eigenen Land durch. Der Hilfe braucht, darf hier gerne herkommen im Normalzustand. Verpisst euch mit eurer Scheiße in eurem eigenen Land. Da dürft ihr alles machen, was ihr wollt, aber nicht hier. Weil ich habe meine Rechte nicht abzugeben. Und ich werde meine Rechte nicht abgeben. Ich stehe für meine Kinder, ich stehe für meine Familie und ich werde Sandra, wir sind nicht 1930. Pass auf, wie du redest. Wir sind nicht 1930. Wir sind bald wieder 1933. Wir sind nicht 1930. Warum, 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 warum,
wir sind teilweise in manchen Bereichen 1933, weil wir eben diesen Judenhass leider wie früher haben, von palästinensischer Seite, von islamischer Seite leider. Wir haben leider jetzt schon in Nürnberg, ist das festgelegt, da haben wir Häuser, die wurden mit einem Judenstern markiert und darunter wurde geschrieben Kindermörder. Wir sind leider in solchen Zeiten schon wieder in Europa. Schau dir mal an, wie es in London läuft. Hunderttausende Palästinenser auf der Straße, die Israel, die Israelis töten wollen da. Du bist Atheist. Moritz, das Schlimme ist, das sind nicht 100.000 Palästinenser. Das sind 100.000 Muslime. Warum ist es für euch denn so wichtig, das hier bei uns in Deutschland so durchzusetzen? Du hast in diesem Konflikt nichts zu suchen als Atheist. Nichts. Natürlich habe ich als Atheist. Ich bin als Erster dran. Als Atheist bin ich ganz unten in dieser Hackordnung. Du hast nichts zu sagen. Weißt du warum? Warum willst du mir deinen Glauben auf? Die Juden damals haben Zuflucht gesucht bei den Palästinensern. Sandra, dein Blutdruck. Und die Muslime haben die Juden aufgenommen. Sie gekleidet, ihnen Essen gegeben. Obdach gegeben. Weil wir wissen, dass du im politischen Islam so eine Willkommenskultur für Juden hast. Also sag mal, du weißt doch ganz genau, was da alles im Fernsehen läuft. Da unten läuft, dass man im Kinderfernsehen läuft, dass man Juden abstechen soll. Das läuft im Kinderfernsehen da, das läuft täglich. Also guck dir erstmal diese ganzen Hamas-Kinderpropagandashows an, dann siehst du mal, wie da über Juden gesprochen wird. Eine andere Geschichte, die auch nicht außer Acht gelassen werden sollte. Ey Leute, ey ehrlich, ey, ihr denkt, wir sind auf der Pfeife hierher gesprungen. Wenn ihr denkt, dass die Flüchtlinge, dass die jüdischen Flüchtlinge in Israel damals zu Recht ihren eigenen Staat gegründet haben in Palästina, dann beschwert euch nicht, dass wenn die Flüchtlinge hier in Deutschland ihren eigenen Staat haben. Es gab nie ein Palästina. Es gab nie ein Palästina. Es gab nie ein Palästina. Verstehst du, was ich meine? Also ich will nur eure eigene Logik angreifen. Ich will euch zum Nachdenken bringen. Und lass uns lieber ein bisschen Spaß haben. Mit der du diskutierst. Bacabasi, hast du einen schönen Kampf gehabt. Sandra, als eine Deutsche, Großeltern Juden vertrieben, verjagt und ermordet haben, als so eine würde ich ganz still sein erstmal. Und dann erstmal fragen, kann ich mich überhaupt hier einmischen in diesen Konflikt? Warum greifst du Sandra an? Sandra ist eine tolle Hammerfrau. Erzähl keinen Scheiß. Ich meine, du kennst sie doch gar nicht. Keiner hat gesagt, dass sie nicht toll ist. Es geht um die Fragestellung, die ich stellen soll. Der kennt keine starke Frau in seinem Leben. Der kann nur Menschen unterdrücken. Mehr kann Wenn ich ein Deutscher wäre und mein Großvater hätte die Juden vertrieben. Bei dem ist Handarbeit angesagt. Mehr dann würde ich vorsichtig sein. Verstehst du? Ja. Wenn ihr Unverschämten greift aggressiv da ein. Aggressiv. Du stehst irgendwann mal vor mir, 100 Pro, und da freue ich mich drauf. Oh mein Gott, Bacabasi. Hast du nicht gehört, deine Musik? Hat dich das an etwas erinnert, mein Freund? Hier. Also, Leute wie dich kennen wir sehr gut, das weißt du auch, ne? Ja. Wir kennen Leute wie dich. Ja. Leute, wenn ihr uns hier so unzufrieden seid, die deutschen Mitbürger verstehen das nicht. Aber Kian weiß, was ich meine. Nee, ich weiß nicht. Wir kennen Menschen wie Kian. Komm, erleuchte mich mit deinem Hekma, mit deinem. In unseren Kulturkreisen sind Leute wie Kian bekannt. Ja, sie haben einen bestimmten Namen. Kian ist Unwissen. Ja, man nennt sie Munafik. Kuni Munafik nennt man. Ach so, Munafik, das ist harmlos. Aber ich dachte, Bacabasi ist harmlos. Kian hat eine richtige Meinung. Es ist alles in Ordnung. Also nein, Sandra, guck mal, Kian ist nur ein Hetze. Er ist schon bekannt von anderen Leuten und so. Der hat null Wissen. Er ist kein Hetzer, er hat Ahnung und ihr seid einfach doof wie Stroh. Das ist das Problem. Nein, Löwenherz. Guck mal, er war 30 Jahre lang Schiedsrichter. Ja, komm mal, hör mir zu, ganz ruhig. Er sagt, er war 30 Jahre lang Schiedsrichter und so. Er hat einmal einen Raum geöffnet. Lass mich kurz zu Ende reden. Er hat einen Raum geöffnet, also halt Clubhaus und App, wo halt Leute da rumchillen und miteinander plaudern, okay? Ja. Er hat so Nieten, alle wie alles in den Topf reingeschmissen und sagt, die sind so und so. Und dann habe ich alles zusammen gemacht.
und Leute sind zu deinem Raum reingegangen, haben gesagt, ja, ey, was machst du? Ey, was machst du? Warum verbreitest du alles Lügen und so? Warum verbreitest du Mundtot? Also du wurdest widerlegt und du hättest... Und dann widerlegt? Oh, das kenne ich dein auch. Herz, dein Herz ist so sagen grill, dein Herz ist kaputt. Du mein Herz ist kaputt. Ja. Und du bist nur lächerlich. Du bist unwissend ein Lügner, ein Schmarotzer. Das sage ich jetzt meine Wunsch. Okay. Der Backen da jetzt nach, mal ganz ehrlich. Ja, das ist so ein kleiner faschistischer Heizer. Ist das Kian, er denkt, er ist Arier. Er denkt, er ist der Cousin. Ich bin Auserwählter, mein Freund. Ja, Kian, du bist ja richtig krass. Sorry. Ich bin nicht Pashto wie du. Kian, du hast echt keine Ahnung. Ey, stopp, Kian, stopp, so stopp, ganz kurz. Löwenherz. Ja, bitte. Kian war ja vorhin eingeladen. Mhm. Ist er jetzt gut oder ist er schlecht? Darf ich jetzt böse sein oder... Was jetzt? Was? Er war vorhin eingeladen noch bei dir. Ist der jetzt ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch? Wer jetzt? Kian? Ja. Kian ist ein super Mensch. Ein lieber Mensch. Gut. Und wer labert dann die ganze Zeit hier im Hintergrund? Ich laber nicht, ich sage die Wahrheit, Sandra. Ob du glauben willst oder nicht, ist deine Sache. Ja, aber wer ist das denn? Ja, wenn du gucken würdest... Mann, Sandra, der Donny aus den Kommentaren. Grau mit Grau im Hintergrund. Kian ist es nicht. Sandra, ruhig bleiben. Ich ernähre dich. Der mit Grau mit diesem weißen Kreis. Ich ernähre dich und deine ganze Familie, Johnny. Der Bürgergeld hier spricht. Okay, Bürgergeld, genau. Schau mal, Kian. Darauf seid ihr angewiesen, genau. Ja, das ist Bürgergeld. Warum hat man dich vertrieben? Genau. Warum man mich aus dem Iran vertrieben hat? Genau, das sind wir. Scheiße. Ihr habt uns erwischt. Mist. Ich wollte den Schrein des achten Imams niederlegen. Kian, warum hat man dich vertrieben aus deinem Land? Sag mal. Mundrot. Du kannst ihn mal ganz schnell in Ruhe lassen. Was Sigmar, danke dir. also Kian ist ein Iraner, Leute. Er ist ein Iraner. Er hält sich für einen Deutschen. Er lebt in den 1930er Jahren. Er will Deutscher sein als Deutsche. Kennt ihr diese Onkel Toms damals? Das dieses kann Sklaven? Er sein. Na, Onkel Tom war übrigens. Kennt ihr diese Onkel Toms, die damals, diese schwarze Sklaven, TikTok sportlich, die ihre eigenen schwarzen Brüder noch mehr verprügelt haben als die Weißen? Das ist Kian. Das ist Kian. Er will Deutscher sein als die Deutschen. Aber die werden dich nicht akzeptieren. Sandra, du musst doch jetzt noch nicht hier schreien. Beruhig dich doch mal. Wir werden dich nicht akzeptieren. Natürlich. Was weißt du denn über die Akzeptanz? Verstehst du, die werden dich nicht akzeptieren, mein Freund. Die schauen dich an und sagen, das ist dieser Ausstieg. Das ist 100 Barke. Ja, dann kriege ich tausende von Nachrichten. Die werden sagen, das ist ein guter Ausländer. Die werden nicht sagen, das ist ein Deutscher. Deutsche, die nicht sagen, das ist ein Deutscher. Die werden sagen, das ist ein guter Ausländer. Ja, du bist ein guter Ausländer. Das ist ein guter Ausländer. Sandra. Er will das hier so als Oh mein Gott, das ist so fantastisch. Aber was bekommst du? Du kriegst höchstens von deiner Bachabasi-Gemeinschaft kriegst du irgendwie Feedback über die nächste Musik, die du tanzen musst. Für den Meinst du, so. Ihm zu. Drohen zu Gib müssen, zu. Oder was? Bist du der Meinung, dass du ihm drohen kannst? Ach, ich amüsiere mich. Mit was droht er denn? Das sind hier kleine Kinder. Ich glaube nicht. Der eine hat gestern noch weiter seiner Mama geschwommen und der andere ist ja als afghanischer Flüchtling gekommen. Also die beeindrucken mich nicht. Halt die Klappe, ey. Kian, guck mal, Kian, ich nehme Sandra, was ist los, Sandra? Ich verstehe jetzt gerade nicht, was du meinst. Was möchtest du? Komm mal, Kurdi, bist du Kurde oder was? Gehörst du leider zu. Hört alle hin. Das ist Kian. Sein Benehmen. Euer Priester, euer deutscher Priesterhetze. Was? Euer Vorzeiger Ausländer. Priesterhetze. Komm, bist du Kurde? Sag Kian, die werden Kurde. Was gegen welchen komischen Volk du angehörst? Bist du Kurde? Ja. Guck mal, dieser Rassist. Willst du ihn jetzt in die Ecke drängen oder was? Willst du ihn jetzt doof machen? Sandra, der macht nicht doch die beiden hier, die esse ich hier. Er ist wenigstens cool, aber du gehörst nirgends wohin, Kian. Sandra, wir haben keinen rausgenommen. Moritz ist rausgegangen. Sandra, ruhig bleiben. Genau hingucken. Keiner von denen wurde rausgenommen. Moritz ist rausgegangen. So ein Dünnpfiff, der soll den in Ruhe lassen. Ja, beschäftigt, ist egal. Sandra, ich muss kurz, ich blick nicht mehr durch, tatsächlich, wirst du meinst. Wer soll wen in Ruhe lassen?
Na hier, der grüne Typ. Ja, der ist halt doch Name, Mann. Hey, Jabal so. Al-Kurdi. Ja, ja, aber Sandra, Kian schafft das schon. Sandra, das ist so ein Insider gut. Unter uns. Iraner sind unsere Nachbarn und wir kennen hier auch in Deutschland, wir sind Iran mit Iranern sehr eng. Und Leute wie Kian, wir kennen die. Wir kennen die. Das meine ich wenn Menschen bereit sind, zu uns zu stehen, werden sie von ihren eigenen Leuten dumm gemacht. Aber schau mal, und dafür bin ich nicht bereit einzustellen. Lass die Leute in Ruhe und lasst auf unsere Seite Kian, aber Sandra, so sind sie doch. So sind sie auch. Kian ist zu uns, auf unsere Seite gekommen und sie probieren ihn fertig zu machen. Genau, Sandra, ich verstehe das. Sandra, aber er macht das doch seit Jahren. Er ist der super, er amüsiert sich gerade. Er lässt sich nicht beleidigen. Er amüsiert sich darüber, dass die so doof sind, Sandra. Du brauchst dich gar nicht verteidigen. Es sind auch viele andere. Ich weiß, was du meinst. Ja, ich weiß, was du meinst. Ich habe bei sowas Puls, wirklich. Nein, muss Sandra, Kian hat schon hunderte Kundgebungen gemacht. Der ist da sehr geschult. Ich ernähre deine ganze Familie. Was willst du von mir? Ich ernähre deine ganze Familie. Deine ganze Generation ernähre ich. Ich ernähre nicht mal ansatzweise meine Familie. Ich ernähre deine ganze Generation, vielleicht auch deren Nachkommen. Verstehst du? Green, wenn Sandra will, dann kauft sie dich einfach. Also sei lieber ruhig. Ja, Sandra kann kaufen, ganz gut. So. Aber dann wundern die, warum die Ausländer im Reich sind. Und die andere Geschichte, Sandra, und auch hier Löwenherz. Dieser Kian wäre ja schön, wenn er einfach gesagt würde, ich intrigiere. Du lebst hier von uns, du kleiner Zitter. Mann, reicht doch mit dir. Warte mal, komm. Ach, schade, ich wollte Green gerade hören. Ist runtergeschmissen. Ja, warte, Kian, er kann ja gleich wieder hochkommen, aber mir platzt gleich der Schiedel. Wir müssen mal 2 Minuten einmal ganz kurz, dass wir einmal ein bisschen... Ja, wir müssen aber mal ein bisschen Ruhe reinbringen. Sandra, ich bin Deutsch, ne? Ich habe hier keine Ahnung, was du machst hier, ne? Aber Kian, dann unterhalte dich mit dem anderen geistigen Schwachmaten. Genau. Jabal Al-Kurdi. Ja, Kian, mein Lieblingshetze. Du bist Kurde. Ich bin Kurde. Hast du was gegen mich? Aus der Türkei? Ja, genau. Ah, hast du unten geschrieben, Mardin, ja? Ich komme nicht aus Mardin. Du kommst nicht aus Mardin? Nee. Okay, aus welcher Region kommst du in der Türkei? Ich sag einfach Gaziantep. Oh mein Gott. Wieso, oh mein Gott, hast du ein Problem damit oder was? Ja, da leben keine Kurden. Ja, doch, da leben Kurden. Quatsch, du bist irgend so ein Assi. Ja, Kian, okay, sorry, du kommst aus da. Ich wusste nicht, dass du aus Gaziantep kommst. Wusste ich nicht. Nee, aber ich weiß gut Bescheid. Ich bin ein bisschen älter als du. Ich besuche ja nicht jedes Mal Gaziantep, ne? Du bist ja jeden Tag da, ne? Ja, Mäuschen, du bist doch älter wie ich, aber über was weißt du Bescheid im Leben? Mal ganz ehrlich. Sandra, guck mal. So, er sagt guck mal, lass mich kurz bitte ganz kurz erklären, was er sagt, okay? Er sagt, in Gaziantep gibt's keine Kurden, okay? Ich bin ja jedes Jahr da und sehe, da sind Leute, die können Kurdisch. Und er sagt, da sind keine Kurden. Was will er jetzt damit bezwecken? Oh mein Gott. Okay, gut, komm, schieß mal los. Ich darf hier einfach nicht alleine stehen, okay? Ganz einfach. Okay, das macht doch keinen Sinn. Das macht doch keinen Sinn, was sie da redet wieder. Doch, das macht Sinn. Sie steht zu Kian und sie meint, sie lässt ihn nicht alleine stehen. Sie will ihm den Rücken stärken. Natürlich macht das Sinn. Ist doch schön, ist doch gut. Aber er sagt dazu, ich verstehe den Sinn nicht, was er damit jetzt bezwecken will. Ich bin cool, was hast du ein Problem jetzt? Okay. Wir beide sind zum Beispiel schon mal kurdischer Herkunft. Ja, was ich sehr bedauerlich finde. Kian, du bist alles. Du bist Afghaner, Grieche, Albaner, was weiß ich, du bist alles gefühlt. Grieche war ich im letzten Jahr, jetzt bin ich Kurde. Das ist völlig in Ordnung. Also ich... Kennst du das schön. Nicht? Du bist, die anderen. Du bist alles. Das nennt man Nationalitätenfluid. Ja? Ach so, du wechselst also einmal jährlich. Ich kann heute Grieche sein und morgen kann ich Italiener sein. So. Und was mit Religion? Ja, kann ich auch wechseln, wie die Unterhose. Ach so, ja. Gestern war ich Zeugen Jehovas und heute habe ich mich hier den Shintoisten von Japan angezogen. Ach so, okay. Ja, das ernste Frage. Guck mal, ich bin ja integriert. Hast du was dagegen, wenn ich hier integriert bin? Nee, du bist nicht integriert. Ach so, okay, ja, du weißt besser. Du bist ein praktizierender Muslim. Nein, aber jetzt mal ohne Witz. Bist du ein praktizierender Muslim? Ja, dann bist du nicht integriert.
Ja, ich kenne doch hier die Gesetze, doch ich muss doch hier daran halten. Nein, du bist nicht integriert. Doch, ja? Bin ich wohl. Unser, weißt du, wann man integriert ist? Wenn man in Deutschland lebt wie ein Deutscher. Oder doch, wenn man genau. In Rom lebt, wenn man sich anpasst. Ein guter alter Spruch. Danke. Genau. Also, ja. Und wenn man, ich kenne die Gesetze, bedeutet, ich weiß. Dass du ein Teil unserer Wertegemeinschaft bist. Und du bist nicht Teil unserer Wertegemeinschaft. Du bist nicht Teil unserer Wertegemeinschaft. Ja, okay. Du teilst nicht die gleichen Werte wie die Mehrheit der Menschen in diesem Land. Deswegen bist du nicht integriert. Du bist bestenfalls körperlich anwesend in Deutschland, aber du bist nicht integriert. Der Abschluss der Integration ist, dass du mit der Gesamtgesellschaft einfach, dass du fließend über die wie wäre es, wenn du einen Film drehst, der ewige Muslim? Könnte ich jetzt eine Antwort geben? Du bist ein ekelhafter Mensch, der das Geld hier kassiert. Ich nehme euer Steuergelder weg hier. Und das ist ein Deutscher. Zahlst du Steuern, aber sonst tust du gar nichts. Könnte ich jetzt mal antworten darauf jetzt mal? Ja. So, okay. Guck mal, warte kurz, lass mich kurz antworten. Guck mal, ich kenne hier die Gesetze, ich benehme mich wie ein Vernünftiger, man kann so sagen, fast wie ein Deutscher. Die Leute, Mitarbeiter, wo ich arbeite, ne, die nennen mich schon fast Ossis, also die Leute, die nennen mich schon, dass ich aus Osten komme, ne, weil die wissen, wie ich rede, wie ein vernünftiger Deutscher sogar. Die wissen ganz genau, wie vernünftig ich bin. Ja. Ich habe kein Problem, ich habe Buddhisten. In deinem Kopf bist du nicht Deutscher. Hör mir zu, warte kurz. Ich habe eine Mitarbeiterin, die ist sogar lesbisch, ich sag dazu jetzt auch gar nichts, weil was soll ich dazu sagen? Ich habe einen Mitarbeiter. Ja, was soll ich dazu sagen? Er ist ein Buddhist. Warte eine Sekunde bitte, Freunde. Moment. Du sagst lesbisch. Toleriert deine Religion lesbische Menschen, ja oder nein? Wenn du lesbisch bist, kannst du das hat mit schau mal, darf ich darauf antworten? Guck mal, gebracht und ich möchte nur von ihm wissen, wie sieht seine, Betrachtung auf eine lesbische Frau aus? Al-Kurdi. Wie sehen die bürgerlichen Rechte für eine lesbische Frau aus? Er hat das gerade gesagt. Über die Straßen einfach die Straße laufen. Sei leise. Ja. Wie sehen die Rechte von einer Lesbin aus? Okay, wenn darf ein schwuler Mann jetzt Muslim sein? Ein schwuler Mann darf Muslim sein, ja. Ja, okay, wenn er es macht, was wird passieren? Darf er das ausleben? Darf er ausleben, wenn er dabei erwischt wird. Dann darf er das, okay. Dann ist ausgelebt. Schön, dass du auf mich eingehst, Kian. Schön. Darf ich dich was fragen? Wann ist denn deine nächste Kundgebung in Berlin? Wieso willst du das wissen? Willst du mir einen aufs Maul hauen oder was? Ja, quatsch ihn ja nicht so voll. Mit Respekt redest du mit Putin. Putin verstehen. Mit dir rede ich jetzt nicht. Ich rede mit ihm, weil du eine Frau bist, dass die Leute dich irgendwann die Geduld nicht verlieren. Ja, du redest die ganze Zeit hier dazwischen. Es tut mir leid, ihr kommt aus einem anderen Land hier in Deutschland. Ja, trotzdem, du redest trotzdem von der Seite. Respektlos was von mir. Okay, Leute, wir hatten einen Versuch, ein vernünftiges Gespräch. Laut Bibel sollst ich möchte mit dir reden. Ich möchte eine Sekunde bitte, eine Sekunde bitte. Laut Bibel sollst du still sein. Vernünftig, ansonsten knallt. Eine Sekunde. Könnt ihr nicht einfach mal ausreden lassen, verdammte Scheiße. Kein Mensch versteht hier was. Richtig. Also, Al-Kurdi, folgendes. Jemand kann Muslim sein und homosexuell sein. Ich kannte so einen Typen damals in der Moschee. Ein Holländer, der zum Islam konvertiert ist und sich später geoutet hat als Homosexueller. Keiner hat es gewusst. Bis wir es gewusst haben, dann wurde er verächtlich aus der Moschee gejagt. Wann wird ein Homosexueller von der Scharia heimgesucht oder beziehungsweise vom islamischen Strafrecht heimgesucht? Es wird ihnen empfohlen, wenn er jetzt schwul ist und erwischt wird, da wird er sogar beigebracht, dass er aufhören sollte, damit so diese Taten zu tun. Gut, er hört nicht auf. Wie bitte?
Ja, wir reden jetzt von einer lesbischen Frau, nicht also homosexuellen lesbischen Frau. Okay, guck mal, so, wie sieht es aus mit deiner Arbeitskollegin? Du verdrehst ja komplett meine Sicht. Nein, ich, warte mal, lass mich das erklären. Lass euch auch gegenseitig ausreden. Deine Arbeitskollegin. Red nicht dazwischen, Spanier. Deine Arbeitskollegin. Wer bist du denn, Alter, man guckt Staat. Rede nicht dazwischen. Wartet mal. Leute, ich werde jeden hier runternehmen. Ich habe diese Power. Ich habe die absolute Supermacht. Wow, du bist so stark. Ich habe die absolute Supermacht. Wow. Du wirst die absolute Macht. Diese Präferenz. Lass mal klären. So reden Menschen, die 4 Stempel im Impfpass haben. Also, wenn ihr jetzt nicht aufhört, dann nehme ich Sandra. Kian, erzähl uns noch was über Homosexualität im Judentum. Lasst mich bitte. Ist jetzt schon. Erzähl uns noch was über Homosexualität im Judentum. Lass ihn jetzt ausreden, sonst werde ich sauer. Ganz ehrlich. Du bist noch 24/7 grad sauer. Habe ich runtergeschmissen, damit ihr sehen könnt, dass ich ernst meine. So, Al-Kurdi. Ja. Wann spürt eine homosexuelle, lesbische Frau das Gesetz der Scharia? Komm, du verdrehst meine Wörter. Wir reden nicht über die Scharia, wir reden gerade über Miteinander. Ich rede davon. Nein, also, okay, dann können wir das nicht machen. Homosexualität wird im Christentum auch nicht akzeptiert. Ich wollte dir einfach nur sagen, dass Homosexualität wird deine auch im Toleranz Christentum auch nicht akzeptiert. Vorgegaukelt ist. Heuchelei. Denn Heuchelei seid dir auch so. Ihr sagt, seid Heuchler. Die Tora akzeptiert nicht mal Homosexualität. Würde eine die Bibel akzeptiert nicht die Homosexualität. In diesem Land. Der Koran akzeptiert nicht die Homosexualität. Aber so, also Freunde, nur mal ganz kurz, wir holen den gleich wieder hoch. So, ich frage eine simple Frage, weil er mit einer lesbischen Kollegin gekommen ist. Was ist passiert mit einer lesbischen Kollegin? In diesem Land hier, in diesem wunderschönen Land Deutschland, hat diese lesbische Kollegin mit dem Rest der Menschen in diesem Land hier gleiche Rechte. Das bedeutet, sie wird vor dem Gesetz nicht diskriminiert, weil sie homosexuell ist und sie hat die gleichen Rechte und Pflichten wie jeder andere Bürger. Das, was Mr. Al-Kurdi nicht sagen möchte, ist, was passiert mit einer lesbischen Frau, die aus ihrem Käberlein herauskommt und ihre Homosexualität offen auslebt. Und zwar, sie läuft mit ihrer Freundin Hand in Hand, küsst sich mit ihr auf der Straße und so weiter und so fort. Was passiert, wenn sie dabei erwischt wird, wenn 4 Zeugen sehen, wie sie mit ihrer Freundin schläft? Das will Al-Kurdi nicht sagen. Okay, kannst du das mir erklären? Dann müsste er nämlich zugeben, dass nach der Scharia homosexuelle Menschen getötet werden müssen. Und das ist Fakt. Und da trauen sie nicht an. Deswegen sage ich, er gehört nicht zu unserer Wertegemeinschaft. Er gehört nicht zu unserer deutschen Wertegemeinschaft. Er ist ein Teil dieser Wertegemeinschaft, weil er physisch anwesend ist. Aber er ist gedanklich nicht ein Teil unserer Wertegemeinschaft. Wenn er das wäre, dann hätte er die Scharia verurteilt, die einer Frau, die nichts dafür kann, dass sie lesbisch ist. Ja? Sie kann ihre Neigung nicht einfach wegfegen, indem dieser Schwachkopf kommt und sagt, oh, sie wird vor einem Scharia-Gericht erstmal aufgefordert, ihre lesbischen Aktivitäten abzuschütteln, als könnte sie das. Ja? Und das beweist, dass es eine brutale Erscheinung ist. Sandra, danke dir, mein Liebe, für die Pistole. Wir es jetzt augenblicklich zu tun haben. Ja? Okay, so. Kann ich jetzt reden, bitte? Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, ihr zwei seid so dünn, ihr seid so dünn unterwegs, das muss ich mal ganz ehrlich sagen. In eurer Kultur gibt's diese weibliche Resonanz gar nicht, die gibt's aber in Deutschland und die ist hier vorhanden und ich schütze diesen Menschen, der unter mir steht, okay? Und das ist eine ganz coole Socke und der hat bei mir wirklich ein Ansehen. Und ihr zwei, ihr seid so dünn. Also ganz ehrlich, ich habe auch Menschen hinter mir stehen und ich drücke euch 100% gegen die Wand. Also überlegt euch ganz genau, was ihr macht. Okay, tut mir leid. So, und, aber ganz kurz, ich warte die ganze Zeit, ja. Ich will die ganze Zeit auch mal eine Frage stellen. Wäre es in Ordnung, wenn ich auch was sagen darf? Ja, bitte. Ich weiß nicht, wer das vorhin war. Einer hat ja gesagt, mit den 30er Jahren, dass wir Deutschen ja das und das gemacht haben. Ich wohne in Berlin, ich bekomme die Ausschreitung mit, ist mein Arbeitsweg, muss durch die Sonnenallee. Ich rede oft mit Menschen, denn da unterwegs, die zum Teil verzweifelt sind. Ich lebe nicht vom Bürgergeld, ich gehe normal arbeiten. Ja. Entschuldigung. Nein,
Und irgendjemand hat vorhin, ich weiß nicht, ob der Green Rebel das war oder what. Green Rebel. Und der mit der Scheiße angefangen, von wegen, was wir gemacht haben. Weißt du eigentlich, was deine Leute, für die du stehst, dass mittlerweile in Berlin wieder Davidsterne an die Häuser gemalt werden? Das sind nicht wir Deutschen, sondern das sind andere Menschen. Bravo. Ja, die das wirklich hierher tragen, diesen verkackten Antisemitismus, den wir hier losgeworden sind. Und es geht mir langsam echt auf den Sack. Ich habe mich die ganze Zeit zurückgehalten. Ja, und es geht mir so auf den Sack, wenn ich jedes Mal hören muss, dass wir Deutschen, ihr habt. Das geht mir so auf den Sack, wirklich. Und genau. Ich sehe das. Ich bin an Häusern vorbeigegangen, wo Davidsterne rangemalt wurden, wo dran steht, rangesprüht wurde, hier lebt ein Jude. Ey, seid ihr nicht mehr ganz knusper? Ey, wirklich. Das ist nicht der rechte Manfred Günther oder sonst was, sondern es sind andere Leute. Sorry. Und ich sage auch nicht, dass die Leute, die einen bestimmten Glauben haben. Und ich sage nicht, dass alle gleich sind. Absolut nicht. Never. Weil es gibt auch andere. Ich kenne auch genug andere, die einfach in Frieden hier leben wollen. Aber es gibt auch genug andere, die ihren verdammten Antisemitismus hier ausleben und das auf unseren Schultern ausleben und sagen, ja, die Deutschen, die haben ja die Vergangenheit, nicht wir. Wir haben nichts zu tun. Nein. Das ist alles völlig in Ordnung, was du sagst. Es ist alles richtig. Es ist jeder hier angesehen, der sich anpasst und der Rest hat zu verschwinden. Und dafür muss ich mich nicht rechtfertigen, warum ich das denke. Also deine Meinung interessiert niemanden, ehrlich gesagt, muss ich dir auch hier. Ja, Only, deine Meinung interessiert auch niemanden. Kopierst irgendein Bild von irgendeinem Kampfsportler im Internet, sitzt in deinem Kinderzimmer und machst einen auf lauten, komm mal auf. Ich hab noch keine Meinung. Du bist ein kleiner Pisser. Ey, warum werde ich jetzt hier beleidigt? Mehr wollte ich nicht sagen. Danke, wie gesagt, ich krieg's vor Ort mit und ich weiß, was hier passiert. Ich sehe die Demonstration hier, was hier gerufen wird. Kian, ich hole deine beiden Freunde nochmal hoch. Ja, aber warte mal, wir haben einmal Amad. Ich würde auch gerne zum Wort kommen, ja? Ja, rede. Ohne, dass ich hier von irgendeiner Ü40-Oma beleidigt werde. Was? Ü40-Oma. Ü40-Oma. Mann, sie ist eine richtige Frau. Sie ist eine Frau. So eine Frau würdest du nie bekommen. Erzähl kein Quatsch. Mann, hör auf, Alter. Ey, da kriege ich über Gänsehaut. Ich wieder mich voll an. Okay, ich würde jetzt gerne zum Wort kommen. Kian, hörst du mich? Ich höre dich, ja. Wieso hast du mich auf Instagram blockiert vor einem Jahr? Woher soll ich denn wissen, ob ich... Mein Gott, komm mir nicht mit einem Jahr. Weißt du, wie viele Leute... Glaubst du an Odin, ne? Du glaubst doch an Odin, ne? Du bist nach Blokistan geschickt worden, weil ich einfach... Nach Blokistan. Ja? Du glaubst doch an Odin, oder? Ja, und der haut dir auch... Warum hast du letztens in einem Live die Christen beleidigt? Mein Gott, was möchtest du jetzt? Weil ich weder Christen, Juden noch Muslime mag. Okay, warum stehen dann... Ihr habt alle einen Dachschaden, wenn es um eure Religion geht. Bist du Atheist? Was? Bist du Atheist? Ich bin Artist, ich male gerne. Okay. Schön. Bist du jetzt eigentlich? Ihr habt alle einen Dachschaden. Was willst du sagen? Gut, ich bin Atheist. Was kommt jetzt? Jetzt möchte ich dich fragen, wann du in Berlin bist. Was bin ich nach Berlin? Willst du mich lieb haben oder was? Oder was? Oder wie? Nein, was ist los? Willst du mir Shawarma ausgeben? Vielleicht können wir das mal Angesicht zu Angesicht klären. Komm mir nicht. Lass mich raus. Ich meine es doch nicht. Nein, ich schmeiß mich raus. Schau mal, kleiner Dackel. Warum werde ich jetzt hier beleidigt? Ja, wenn du vor mir stehst, dann bist du ganz kleinlaut, mein Gott. Ja, weil du ich das kenne. Wenn jemand mir sagt, er will sich von Angesicht. Komm mir nicht mit diesem orientalischen Macho. Die ganze Scheiße. Die ganze Scheiße. Wedding oder Neukölln kannst du das spielen und das mögen die Leute auch untereinander, dass sie sich auch so ansprechen, aber weißt du, erstens, ich bin ungefähr dreimal so alt wie du wahrscheinlich, ja? Ist mir scheißegal, du bist ganz kleiner und bist so ein Mikroskop. Mann, hallo Sandra. Also, Sandra, das ist Kian, der gerade spricht. Hör auf, Kian zu greifen. Ja, danke, Sandra, danke. Also Sandra, komm mir nicht mit diesem Quatsch. Komm mir nicht mit diesem macho-orientalischen Scheiß aus deinem... Nein, ich bin voll da raus. Arabien oder Türkei oder Kurdistan. Alles gut, interessiert mich nicht. Ich habe dich blockiert, weil ich offenbar damals schon weise war und weil ich jetzt gemerkt habe, dass du einen Dachschaden hast. Ich habe dich nur gefragt, ich habe dich angeschrieben und dich gefragt, wann du nach Berlin kommst. Daraufhin hast du mich blockiert, so eine normale Berechtigung. Ja, warum sollte ich dir antworten? Was geht weil ich möchte auch wissen, wann die Kundgebung ist. Wann kommst du mal nach Spanien?
Ja, ich möchte wissen, wann wann gehst du mal, wann gehst ich du mal finde deine Kundgebung sehr interessant. Ja? Wann sind denn die Kundgebungen? Wann fliegst du mal nach Mallorca? Was interessiert dich? Wann sind denn die Kundgebungen? Beantworte mir doch mal die Frage. Ich bin ein Fan von dir. Die Termine wirst du noch mitgeteilt bekommen und hier und ich sind zusammen da. Vielleicht konntest du. Wir kommen beide gemeinsam. Okay. Ja. Aber du könntest doch vielleicht spoilern, wann dein nächstes Termin in Berlin ist. Ja, Only, du musst einfach gucken, du musst im Internet gucken, dann wirst du es erfahren. Nee, lass doch. Wir teilen dir das mit, wenn es soweit ist. Genau. Aber wir beide kommen gemeinsam, okay? Genau. Kannst dich drauf verlassen. Aber bitte trink da auch keinen Alkohol, ja? Weil der, ich war doch, Alkohol und Schweinefleisch. Alkohol wird dabei. Alkohol und Schweinefleisch trinken wir. Und Alkohol schmeckt. Aber okay, darf ich kurz das anmerken? Hier sieht man wieder, wie rassistisch manche Menschen sind und so verhassen. Oh, was ist das? Nur weil du von breit gebauten Ahmeds mit Oberarmen, die so breit sind, wie dein ganzer Körper geschlagen wurdest, musst du das dann schon jeden hier rauslassen. Breit gebauten Ahmeds. Ja, nur weil du so smart bist. Wir brauchen immer fünf Leute. Du kennst mich überhaupt nicht. Guck mal, ganz ehrlich, du weißt gar nicht, wer ich. Du kennst, guck mal, ich bin auf so vielen Kundgebungen gewesen, im ganzen Land, wo Moslems zu mir gekommen sind, zu fünft, mir zu meinem Auto mich verfolgt haben und ich dann gesagt habe, ey, wenn ihr Bock habt, dann habt ihr Bock. Und was haben sie gemacht? Haben sich umgedreht und sind gegangen. Du weißt überhaupt nicht, wer ich bin. Du kennst mich. Also bitte erzähl nichts. Ja, ich komme, wir beide können uns unterhalten. Wenn du in Berlin bist, sofort. Ja, wenn du in Berlin bist. Sofort. Wenn du in Berlin bist, dann möchte ich davon sofort. Bitte wissen und dann werde ich ganz alleine sein, ohne deine fünf Leute, die angeblich von dir angekommen sind. Nicht, oder hast du mir nicht zugehört? Nicht meine fünf Leute. Ich bin alleine und die fünf Leute sind zu mir gekommen und dann sind die fünf Leute umgedreht, weil sie gemerkt, genau richtig, du bist ein ganz, ganz harter und das sehen wir dann. Und wenn wir beide uns treffen, läufst du nackig nach Hause. Das verspreche ich dir. So. Aber der Unterschied zwischen uns beiden ist, ich laufe nackig nach Hause, aber du läufst gar nicht mehr nach Hause. Der läuft nach Hause. Wieder Wahlwerbung. Der Wahlwerbung. Wird dein bester Freund sein. Ganz dünn. Ist das süß. Okay. Entschuldigt mal, bin ich hier im Kindergarten gelandet? Mr. Bruce Lee, Rambo, erzähl uns mal. Halt die Klappe. Ich hoffe, du kannst mal loswerden. Oder willst du einfach nur deine Hormone quatschen lassen? Uns gegenüber Sandra, bitte, ich werde beleidigt von Only Kampfsport. Der redet ganz gegen mich. Bitte sag, was ich gegen hoffe, deine okay, Komik goodbye. Stimmt dann 100 Pro. So, okay, jetzt haben wir Alami. Bitteschön, Alami. Ja, aber mal ganz ehrlich, ich habe echt gerade gedacht, ich bin im Kindergarten gelandet und ihr spricht über deutsche Alami, Normen da hast du recht. Alami, da hast du recht, aber wir müssen uns manchmal, guck mal, ich bin zum Beispiel so jemand, ich bin 30 Jahre alt, ich habe so viel Scheiße erlebt, so viel gemacht, jahrelang, ich habe 15 Jahre lang Kampfsport gemacht, so und mache es immer noch, also ich muss mich mit niemandem messen, das Problem ist manchmal, lasse ich mich tatsächlich verleiten auf dieses Niveau herab, weil irgendwelche Schwachmaten hier reinkommen und dann muss ich mich, dann lasse ich mich wirklich verleiten, weil dann bin ich so, dass ich dann denke so, boah, nee, ey, jetzt lasse ich mich nochmal auf dieses Niveau herab, aber muss ich nicht, ich bin auch nicht der krasseste, auch nicht der Stärkste, aber ich habe mich oft gemessen und habe meistens gewonnen und deswegen weiß ich, was ich kann. So und deswegen muss ich mich mit niemandem messen. Aber dass so einer, der hier reinkommt im Internet bellt, ist einfach peinlich. Es ist einfach nur peinlich. Danke dir, Sandra. So, Alami, bitte. Ja, eigentlich bin ich dazu gestoßen. Der Kollege ist leider schon raus. Sprinter hieß der oder wieder? Ah nee, da bist du ja wieder. Herr Spanier, genau. Ja. Genau, er hatte das Thema angesprochen, dass der irgendwie auf seinem Arbeitsweg Richtung Sonnenallee pendelt und dann dort irgendwie Davidsterne an den Häusern sieht. Es war ein Beispiel. Ich sag nicht, dass direkt auf der Sonnenallee war. Genau, solange du nicht weißt, wer diese Davidstern dahin gemalt hat. Die Zionisten. Ist alles andere ja eine leere Behauptung. Oh mein Gott, genau. Und das finde ich halt schade, dass du das mit den Demonstrationen dann versuchst. Okay, Alami, ich möchte das mal umdrehen. Alami, ich möchte das mal ganz kurz umdrehen. Pass mal auf. Hast du schon mal auf der ganzen Welt gesehen, dass Horden von Israelis oder Juden durch die Straßen gehen und irgendwelche Andersgläubigen jagen? Also ich hab das noch nicht erlebt tatsächlich. Aber umgekehrt erlebt man das jetzt gerade auf der ganzen Welt. Du verdrehst gerade die Tatsachen tatsächlich. Aber in Deutschland wäre das auch sehr, sehr komisch, sowas zu sehen. Aber in Israel passiert das ja täglich.
Das ist tatsächlich schon öfters passiert. Kian, wie kannst du sowas ertragen? Ich krieg wirklich, ich verliere die Gehirnzellen. Ja, es ist witzig. Ja. Da kommt so auch wieder so ein Jungspund, der vom Tuten und Blasen keine Ahnung hat. Und erzählt, dass die ganzen Häuser-Graffiti, also die ganzen Graffiti von den Häusern, wo Davidsterne an die Haustüren beschmiert worden sind, von Frankreich bis England, von England bis Deutschland. Oh, das war entweder der... Ihr wisst ganz genau, wer das war. Oder das waren die Juden selber. Die wollten das, also juristisch gesehen sind das keine Belege. Juristisch sind keine Belege. Das sind ja aber okay, und ganz kurz, dieser Only Kampfsport, du hast ja jetzt reingeschrieben, nochmal irgendwie, du willst dich treffen. Ich kürze das jetzt ab, weil ich tatsächlich auf dieses Kindergarten, du bist der Stärkste, ich habe Angst vor dir, ich möchte mich mit dir treffen. Du bist super toll, du bist der Terminator, Sache abgehakt, du hast gewonnen, wunderbar. So, genau, Thema weiter. Genau, jetzt boxt ihr ganz ehrlich, ganz kurz, hier sind so viele Menschen drin, nehmt euch kein Beispiel an diese Menschen, die hier gerade oben stehen. Ihr seid bei uns gerne angesehen. Der, der Hilfe braucht, darf sich gerne jederzeit bei uns melden. Und geht mit so einem Dünnpfiff bitte nicht mit. Bitte, bitte, bitte seid nicht so ignorant wie diese Menschen, die da gerade oben sind. Meldet euch für die, die Hilfe brauchen. Wir sind gerne für euch da. Ihr dürft euch gerne bei mir privat melden. Ihr findet mich überall bei TikTok, bei Instagram, bei Facebook. Ihr dürft mich gerne anschreiben. Ich bin für euch gerne da. Aber haltet euch von so einem egoistischen Menschen fern, die da gerade oben sind. Das ist ekelhaft. Auf sowas seid ihr nicht angewiesen. Aber Kian, Sandra, ganz kurz. Kian, da unten hat gerade einer geschrieben, wir sollen uns ja nicht andere Krieger einmischen. Aber sagen denn jedes Mal, warum wir uns denn positionieren oder warum wir uns denn nicht einmischen und nicht auch Stellung beziehen? Finde ich eine ganz lustige Frage eigentlich. Ja, es ist interessant. Also wir erleben hier, dass diese Leute sich künstlich empören über einen Konflikt, der nicht mal zum größten Teil nicht ihr Konflikt ist. Die Muslime mischen sich aus allen Nationen in diesen Palästina-Konflikt ein, nicht aus Gerechtigkeit, weil diese verlogenen Heuchler gehen nicht auf die Straßen für ihre uigurischen Brüder und Schwestern, die in Konzentrationscamps sitzen in China, in der Provinz Xinjiang, und dort umerzogen werden, richtig mit der Mao-Fibel und mit Schweinefleisch essen und Alkohol trinken. Ja? Da gehen sie nicht auf die Straße. Ja, so werden die da wirklich erzogen. Ja, ja, gut so. Da müssen sie dem Glauben abschwören. Da werden die Moscheen in den uigurischen Gebieten werden dort zerstört. Aber da gehen diese Heuchler nicht auf die Straße, weil da können sie ihren offenen Judenhass können sie nicht zeigen. Ja? Und deswegen lassen sie ihre uigurischen Schwestern und Brüdern beiseite. Das tun sie auch nicht in Jemen. Oder was haben sie denn getan, als ihre muslimischen Brüder in Syrien und Irak abgeschlachtet worden sind? Ja? Da gehen sie auch nicht auf die Straße. Sie gehen vereint gegen die Juden auf die Straße, weil sie alle eins gemeinsam haben. Ihren inneren, tief versenkten Hass gegen Juden. Der Islam hat eine Rechnung offen mit den Juden, und das reflektieren Sie am Konflikt Israel gegen Palästina. Danke. Ich würde ganz kurz noch eine Sache sagen, weil der Alami hat ja gesagt, ja, da gibt es ja keinen großen Zusammenhang. Ist dir bewusst, ich weiß nicht, ob du auch in Berlin wohnst, ist dir bewusst, dass mittlerweile auch jüdische Kinder mittlerweile zum Teil aus den Schulen rausgenommen werden, weil sie diese Aggression gegen Juden jeden Tag ausgesetzt. Aber das ist ja nichts Neues in Deutschland. War ich 12, da gab es das schon. Bei uns auf der Schule, wir hatten eine jüdische Schülerin gehabt, die hatte Angst gehabt, als sie gemobbt wurde. Aber das ist in Ordnung, oder was? Das sind ja Teile deutscher Werte. Also ich möchte dir mal was erzählen, Alami, ganz kurz. Wir hatten letztens ein... Ich bin in Deutschland groß geworden, ich weiß, wie es geht. Okay, Alami, du bist super integriert. Wir hatten letztens eine Frau hier drin, ein junges Mädchen, was geweint hat, weil sie sich nicht mehr traut, zur Universität zu gehen, weil sie als Jüdin angefeindet wird, weil sie teilweise angegriffen worden ist. Und dann hättest du in den Kommentaren mal lesen müssen, wie abgrundtief und ekelhaft die Menschen sich über diese Frau lustig gemacht haben. Und da siehst du einfach, mit was, so wie Kian immer sagt, mit was für Barbaren wir hier zusammenleben. Barbaren? Absolut ekelhaft, wie die Null, die haben keine Menschlichkeit, nichts. Großteils sind da dran ja die Medien schuld.
Ja, natürlich. Meiner Meinung nach, aber Schuld. Ja, was ist denn nicht die Erziehung oder das eigene Denken? Es ist nicht die Islam selbst. Das ist nicht eure mittelalterliche Schuld. Ihr müsst eure eigenes Hirn anschalten. Da ist nicht die Medien schuld. So ein Bullshit. Hört auf, Ausreden zu finden. Das eigene Hirn anschalten, das hilft manchmal schon. Lasst euch doch nicht beeinflussen von Kian, ich habe heute Kian, hier ist einer hochgekommen, der hat gesagt. Kian, ist einer hochgekommen, der hat gesagt, dass Hubschrauber losgeflogen sind am 7. Oktober mit israelischen Soldaten, die auf das Festival gegangen sind und auf Leute geschossen haben. So ein Schwachsinn musst du dir anhören. Das musst du dir, das kannst du dir nicht an. Das sind wirklich Geschichten aus Tausend und einer Nacht. Ja, klar. Die Leute, die. Also es ist unglaublich. Es Michael ist wirklich Jackson bodenlos. Wurde auch von einem Israeli erschossen. Kian, das Allerbeste ist, hier kommen dann auch Leute hoch, die dann sagen. Hier kommen dann Leute hoch, die dann sagen, ja, im Koran steht, das iPhone wurde erfunden, der Koran hat Atombombe erfunden, der Koran hat eigentlich alles erfunden und alle Wissenschaften aus der Welt. Können wir bei dem Antisemitismusproblem in Deutschland nochmal... Ich habe eigentlich keine Lust, so einen Menschen zu stummen, weil genau so einen Menschen, die würde ich einfach mal gerne vor mir stehen haben, weißt du? Anstatt die große Fresse in einem Chat mit irgendeinem Satz zu bringen, steht vor mir, sagt mir das in die Fresse, ganz ehrlich. Und Sandra, ich ruhig bleiben. Ich kann das nicht. Ey. Sandra, nicht okay, irgendwelche Leute fetzen, ruhig bleiben. Aber seht ihr das denn nicht, dass können das Menschen wirklich ein Problem so in Deutschland viel. Haben? Und ich weiß genau, Mahmoud. So wenig trauen, wenn sie mir in die Augen schauen. Mahmoud. Genau. Ja, wir haben Mahmoud. Sandra, ich möchte ganz gerne Mahmoud einmal hören. Mahmoud, bitte. Erstmal, ich wünsche euch erstmal keinen Salam guten Abend. Ich warum denn Salam alaikum, du bist doch kein Moslem. Dir sage ich nicht Salam alaikum. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ja, alles mit der Ruhe. Ich bin doch jetzt dran, ich darf über das reden oder nicht. Salam alaikum, da musst du doch wa alaikum salam sagen. Lass ihn jetzt reden. Mahmoud, Salam alaikum. Schau mal. Nein, Leute, nicht schau mal. Salam alaikum. Will ich dir nicht sagen. Siehst du, er befolgt will er nicht sagen, okay, lass ihn klären. Okay, mach gut, erzähl. Nur als komm. Einlage. Er befolgt jetzt, was der Islam ihm aufgetragen hat, dass man nämlich Kofar. Nein, warte. Dass man Ungläubige nicht grüßen darf mit dem Wa alaikum salam. Deswegen sagt er, Mäuschen, weißt du, wo wir uns befinden? Sag mir mal das Land, wo wir uns befinden. Germania. Hast du gecheckt, ja. Und was möchtest du jetzt? Was möchtest du? Sandra, das ist Sarkasmus, Mann. Sandra, wir machen Spaß. Du musst doch auch mal. Sandra, du bist viel zu ernst, Mann. Bleib doch mal ein bisschen ruhig. Israel, du bist immer direkt auf Angriff. Israel kämpft mit Raketen. Die Leute sollen mal nicht vergessen, wo wir gelandet sind. Israel kämpft mit Raketen. Ja, mit Bomben. Schießt auf Leute mit Flipflops und T-Shirts auf Kinder. Kindermörder seid ihr. Ihr seid Islamhasser, ihr seid Schweine, ihr seid Kindermörder. Ja. Kian, ich sag dir, Kian, jetzt geht's richtig los. Jetzt um die Uhrzeit, jetzt geht's richtig los. Jetzt kommen sie alle hoch. Kindermörder ist Israel. Nicht weniger, nichts machen. Warte mal, ihr seid Kindermörder, ihr Schweier. Eine Frage habe ich. Hat Israel am 7. Oktober 1400 Palästinenser ermordet oder hat was redest du mit 7. Oktober? Weißt du, wie lange Israel schon Muslime tötet? Junge Mädchen, was? Junge Männer, die Spaß haben beim Tanzen. Das hier an 1200 bitte anständig. Bei uns Muslime. Nein, waren schon mehr geworden, Habibi, macht mir keine Sorgen um die Zahlen. 1200. Ja, Zahlen. Leg dich auf dein Bett und 7. Oktober wird bei uns gefeiert. Vor allem stehen die so da, als müssen sie die Kinder vor uns schützen. Wow, weil ich 200 aufgelegt habe. Nein, und da musst du noch mal 800 abziehen. Das waren IDS-Soldaten. Israel gibt es gar nicht. Israel gibt es gar nicht. Du fühlst dich ganz groß. 500 Zivilisten. Ganz groß, weil du ganz weit weg bist. Ja, wie kann das in Deutschland mir in die Augen gucken. Mahmoud, schieß los, mein Lieber. Hat Israel 1400
Menschen. 1200, Kian, bleib bitte bei offiziellen Zahlen. Sei ruhig und geh erstmal in die 9. Klasse. Und da waren 800 IDF-Soldaten mit da auf besetztem Gebiet, also 500 Zivilisten. Ja, ich weiß. Keine komm, Zivilisten, die waren auf besetztem okay. Gebiet. Das heißt, es sind keine zivilen Opfer. Ja, ich weiß, mein Lieber. Ja, passt überhaupt nicht. Und Amerika, seid ihr Ratten, seid ihr Unamerika. Ja, Kian, es wird ja auch immer gesagt, das waren alles keine Frauen und Kinder, das waren alles Soldaten. Also ja, die einjährigen Babys und so waren alles Soldaten. Die haben schon israelische Armeeuniform angehabt. Also ihr habt wirklich zu warm geduscht. Es tut mir leid, ihr seid von allen guten Geistern verlassen. Ja, ja. Sandra, du hast Verstoßwarnung bekommen, du musst raus, wieder rein. Ein Besen muss bei Sandra rein und wieder raus. Ja, Mahmoud, sprich dich aus. Du nicht mit offiziellen Zahlen. So, bitteschön, Mahmoud, also das hat dir... Kian, jetzt haben wir jemanden für dich, auch ein ganz besonderer Kandidat. Der ist nur für dich. Show the World heißt der. Der ist okay. Auch bodenlos, der Typ. Ja. Show the World ist bodenlos, das ist ja eine nette Bezeichnung. Was? Nochmal? Ich meinte zu Löwenherz, bodenlos ist ja eine nette Bezeichnung. Ja, du bist bodenlos, du bist ein Heuchler. Du lügst immer nur, das ist bodenlos. Ich lüge, okay, krass. Hätte ich nicht gedacht. Okay. Ja, dann sag doch, was du willst. Warum hast du angefragt? Was möchtest du? Schieß los. Womit soll ich denn losschießen? Ja, mit einer Ostkonflikt. Hast du doch in deinem Titel. Jetzt mal eine Frage, Löwenherz. Wieso schmeißt du immer alle raus und holst nur mich alleine hoch? Das ist ja immer voll hier. Ich hole nicht dich alleine. Also hast du da gesoffen? Du bist jetzt gerade, guck mal, wir reden mit Leuten und dann geben die Leute eine halbe Stunde ihren geistigen Dünnschiss von sich. Genau. Und dann nehmen wir die irgendwann raus und nehmen neue Leute rein. Genau, wir können ja jetzt nicht 3 Stunden die gleichen Leute reinholen. Wo du recht hast, hast du recht. Ja, jetzt haben wir ja dich drin und du kannst uns ja jetzt mit deiner Weisheit belehren. Bitte. Genau. Ich habe keine Weisheit für euch. Ich wollte nur hochkommen und mal Kian fragen, was sein Ziel ist auf TikTok. Also was möchte er erreichen? Mein Ziel auf TikTok ist die Weltherrschaft die Eroberung von Mekka. Ich habe gehört, dass man eine gute Party in der Kaaba schmeißen kann. Und ich will da eine Diskothek draus machen. Das ist mein Ziel. Aus Mekka ein Zivilisationszentrum und eine Stätte für alle Religionen machen. Das sollte man auch in der Al-Aqsa-Moschee machen, ne, mein Freund? Ne, wenn das sollte man auch in der Al-Aqsa-Moschee machen, ganz genau. Da musst du ja dann die IDF sagen, dass sie den Platz verlassen sollen. Ne? Das macht ja überhaupt keinen Sinn, was du sagst. Die Al-Aqsa-Moschee ist ja nicht jüdisch, die ist ja islamisch. Verstehst du das? Erkennst du das Problem mit deiner Argumentation? Ja, du hättest sagen sollen, dann hätte man auch die Klagemauer zu einer Diskothek umformen müssen, oder? Leute, das ist besser als Kino, ich sag euch das. Genau. Also, und fast 300 Leute noch. Ich hab Spaß gemacht. Also, was ist mein Ziel auf TikTok? Mein Ziel auf TikTok ist ganz simpel. Ich möchte meine deutschen Kameraden, Freunde, all die Menschen, die dieses Land, ihre Kultur und Identität lieben, vor dem Islam warnen. Das ist jetzt super ernst. Davor war Spaß. Ich will, dass die Menschen aufwachen und verstehen, dass mit der Zuwanderung von Menschen aus den islamischen Diktaturen ein großes trojanisches Pferd in die Mitte unserer Gesellschaft gezogen wird. Und ich möchte nicht dieses trojanische Pferd in diesem wunderschönen Land, das langsam vor die Hunde geht, weil immer mehr durchgeknallte Menschen aus den islamischen Diktaturen zu uns kommen. Und das meine ich super ernst. Okay? War die Antwort zufriedenstellend für dich? Frage und du dich über, also ich, also bitte beim nächsten Mal antworte direkt ehrlich. Entschuldigung. Also, dass du dich witzig machst über die Kaaba und ich hier in die Kommentare höre, deine Kaaba ist D und also, dass man auch solche Kommentare nicht stimmt und sowas unterstützt, finde ich ganz krass, ne? Ja, überhaupt nicht. Ist doch nur ein Steinwurf. Das ist Meinungsfreiheit. Und sowas ist doch nur ein Steinwurf. Da schreibt jemand, da schreibt jemand, deine Kaaba ist ein, so ein dünnes Hügel. Es ist ein Gebäude, ein viereckiges Gebäude. Von der Kaaba existiert doch gar nichts mehr, außer ein einziger Stein vielleicht. Ja, der Rest ist doch alles neues Stein, ist doch nichts mehr da. Das Tuch, was da drüber liegt, verkaufen die Saudis jedes Jahr, schneiden sie in 1000 Stücke und oder verkaufen das an die Pilgerer. Und das Stein ist aus Pilz und Zement gemacht. Du lässt dich auf den nicht ein. Das doch gar nicht mehr.
ruhig bleiben. Du lässt dich auf den nicht ein. Ich habe mich jetzt in den 2 Minuten runtergefahren. So, also, lass doch die Leute sagen, der Koran spottet doch die ganze Zeit über die Religionen der Juden und der Bist Christen du fertig, Kieran? Und der Polytheisten. Bist so. Du fertig, Kieran? Jetzt bin ich fertig. So. Bitte. Also, so wie ich, also ich habe es jetzt verstanden, du hältst und die Menschen in den Kommentaren unterstützen dich. Das ist völlig, cool. Die unterstützen also mich nicht, du geben redest ihre Meinung. Über die Kaaba wieder. Und sie ist nur aus Stein und aus... Richtig, was dann schau dir die Geschichte der Kaaba bitte an. Okay, weißt du, wie oft die Kaaba zerstört worden ist? In der Geschichte des Islam. Weißt du das? Wie oft die Kaaba... Einmal wurde die ganze Kaaba abgebaut und in den Jemen gebracht. Ja? Ali, der 4. Khalifa, musste in den Jemen reisen und die Kaaba wieder zurückholen. Woher hast du denn deine Information? Ja, wo habe ich die Information? Dann mach mal deine Quelle, dann mach mal hier, Lügenherz, mach hier groß, zeig mal deine Quelle. Du brauchst doch mir nicht zu glauben. Mach dich mal groß und zeig mal deine Quelle. Google doch einfach auf Englisch, zum Beispiel in Deutsch wirst du es wahrscheinlich nicht finden. Zeig doch mal deine Quelle. Warum Google? Wie oft wurde die Kaaba zerstört? Ich möchte das jetzt sehen. Mach dich groß und zeig mal deine Quelle. Hallo zusammen. Geh auf Google. Igel, danke dir. Vielen Dank. Geh auf Google, auf Sheikh Google, Hodjatul Islam Google, und dann google mal, wie oft wurde die Kaaba zerstört. Kollegen da unten, du kannst keine Disco und keine anderen Sachen auf Mekka und Medina machen. Ich würde mal aufpassen, was du sagst. Nee, du musst mal ein bisschen über den Glauben respektvoller umgehen. Hier in Deutschland gibt es genug was gibt es? Die schon sich integriert haben, ne? Die was? Ja, und Respekt ist keine Einbahnstraße. Ganz genau. Ja, du kriegst, null Respekt. Mit deinen Argumenten hier. Ich würde mal aufpassen, was du sagst. Nee, ich passe gar nicht. Er muss überhaupt nicht aufpassen. Er kann machen, was sagen, was er will. Ich sage. Das musst du. Okay, Deutschland Meinungsfreiheit halt, ne? So sieht's aus, Deutschland Meinungsfreiheit. Weißt du warum? Weil wir wollen nicht in diesem Punkt der islamischen Welt so ähnlich sein. Ja, in der islamischen Welt kannst du das sagen, du pass mal auf oder ich bring dich um. Aber diese Masche zieht nicht bei uns Kian, in Deutschland. Kian, warte mal. Nein, du googelst jetzt bitte. Du googelst jetzt, du machst deine Hausaufgaben. Ich brauch gar nicht googeln, weil ich meine Hausaufgaben schon gemacht habe. Google mal, wie oft die Kaaba zerstört wurde. Warum hast du keine Quelle? Wenn du darüber redest, warum hast du keine Quelle? Google bitte. Junge, mach deine Hausaufgaben selber. Mach dich groß. Hier, der Löwenherz kann dich groß machen, dann kannst du sofort deine Quelle zeigen. Du mach deine Hausaufgaben. Sandra, ganz kurz, Sandra, ich hab dich nicht runtergeschmissen. Warum? Du musst jetzt nicht gegen mich schießen. Alles gut, Sandra, so erzählt weiter. Ja, und wenn ich sage, mach deine Hausaufgaben, ist, ich will von dir auch nicht deine... ich will von dir keine Quellen, ich setze das so in den Raum und du musst lernen zu schauen, wie oft die Kaaba kaputt gemacht worden ist. Okay? Alles klar? Genau nicht ein. Bitte? Genau nicht ein einziges Mal wurde die Kaaba kaputt. Bitte schau dir es dir an. Ich bitte dich. Zuschauen, weil ich die Geschichte kenne. Ich habe mich besser befasst denn je. Oh Mann. Also egal, was du mir jetzt erzählen willst, du kannst es drehen und wenden, wie du magst. Bitte, wenn du eine Quelle hast, weil ich das nicht finde und nicht finden werde, weil das Quatsch ist, lass dich groß machen, zeig deine Quelle, beweis, was du sagst. Und dann haben wir das Ganze. Aber nein, du bist ein Quatscher, deswegen lässt du dich nicht groß machen, deswegen bitte, hast du keine Beweise, deswegen hast du keine Quellen. Wenn du eine Quelle hättest, würdest du sofort dich groß machen lassen von Löwenherz und würdest sofort deine Quelle zeigen. Quelle bitte. Hier, alle schreiben Quelle bitte. Ja, wenn er eine Quelle bringt, keiner schreibt Quelle. Du sagst, alle schreiben. Keiner schreibt Quelle. Ich habe noch nicht einmal Quelle gelesen. Keiner schreibt das. Was erzählst du da? Wenn er eine Quelle bringt, dann sagst du nur, nein, du musst ja auch denn, das ist ja falsch interpretiert. Also ja, ich lese jetzt schon 3 Kommentare mit Quelle, hier 4. Ja, von 600 Kommentaren, super. Also, weiter im Text. Also, 7.
wenn ich dir, wenn ich dir eine so, Quelle alle schreiben gebe, Quelle. Bitte, wenn ich zeig dir deine eine Quelle. Quelle gebe, Jabalia, bist du Quelle, dann bereit? Quelle, Quelle, alle schreiben Quelle, siehst du Lügen. Show, hörst du nicht zu, er gibt dir doch eine guck Quelle. Mal, unterstützt mich. Er gibt dir doch eine Quelle. Show, hörst du nicht zu, er gibt dir doch eine Quelle. Er gibt dir doch eine Quelle, bist du verwirrt? Er gibt dir doch eine Quelle. Bist du bereit, wenn ich dir eine Quelle gebe, dass du dann die Quelle nachgoogelst? Du sollst dich groß machen und die Quelle selber... Er wollte eine Antwort, ja-nein-Antwort. Was nachher ist so schwer? In der islamischen Geschichte gibt es einen Khalifa, der der fünfte Umayyaden-Khalifa war. Sein Name war Abdul Malik ibn Marwan. Und er hat 693 die Kaaba bombardiert mit Feuerkugeln und hat die Kaaba komplett zerstört. Und danach musste er die Kaaba wieder aufbauen. Das war ein Beweis dafür. Google in deinen islamischen Quellen die, den Umayyaden-Kalifen Abdul Malik al-Marwan. 693. Und dann sag noch einmal, dass ich gelogen habe. Das ist für mich keine Quelle, aber lass uns mal ein anderes Thema. Junge, das ist Geschichte. Nee, nicht auf ein anderes Thema. Das ist für mich. Ja, ich kann dir auch Geschichte sagen. Geschichte ist auch, dass wir zuerst in Palästina da waren und Spanien, bis nach Italien. Was erzählst du denn? Das ist auch Geschichte. So, wenn du Geschichte reden willst. Und das ist Ängste ist Geschichte. Der Prophet war höchstens 30 Jahre tot, als das passierte ist. Also google das oder ich muss dich zu einem Lügner machen. Google das und lese den. Willst du den Namen nochmal haben? Abdul Malik ibn Marwan? Den Namen nicht, komm, zeig deine Quelle und quatsch mich nicht voll. Ja, ich kann dir eine Wasserquelle zeigen, wenn du willst. Oh. So, du hast deinen Abdul Malik ibn Marwan. Jetzt mach deine Hausaufgaben selber. Ich habe dir sogar genau das Jahr genannt, 693. Und dort hat er den, da hat er die Kaaba niedergebrannt. 1626 stürzte die Kaaba komplett ein, war kaputt. Und die Osmanen haben die Kaaba wieder aufgebaut. Zweiter Beweis, dass die Kaaba komplett zerstört war. Und mindestens dreimal noch mehr in der frühislamischen Geschichte wurde die Kaaba zerstört. Und wenn du willst, google Jemen und dann Diebstahl Kaaba und du wirst auf diese Sachen stoßen. Ich kann nicht dafür, dass du deine Hausaufgaben nicht machst, mein Freund. Du verteidigst den Islam emotional, aber du verteidigst den Islam nicht aus deinem Wissen heraus. Das ist das Problem. Eigentlich nicht hochgekommen, um über den Islam zu reden. Ich habe dir lediglich nur gesagt, du sollst Respekt haben, wenn du ich werde aber dir keinen Respekt geben und nicht auch dem Islam irgendwelchen Respekt geben. Bist du jetzt happy? Akzeptierst du, dass ich weder dich ey, ganz ehrlich, ich muss mich damit nicht vor Gott rechtfertigen. Du musst dich rechtfertigen. Wieso denn? Du hast doch gesagt Quelle. Ich habe dir eine Quelle gegeben und jetzt. Das ist keine Quelle, Bro. Das ist keine Quelle. Quatsch mich nicht voll. Jetzt spielst du hier den. Mach dich groß. Das ist islamische Geschichte. Das ist islamische Geschichte. Zeig mir wenn du islamische Geschichte nicht studiert hast, dann wirst du es natürlich nicht wissen. Ja, weil du nur mit deinem BMW durch die Straßen fährst und Mädchen klar machen willst. Nee, was laberst du da? Guck mal, nee, daran merkt man... Kian, kein BMW, Opel Corsa. Opel Corsa. Du scherzt alle über einen Kamm, wie ein Assi, wie ein Rassist. Ganz ja, ich, du kommst mal, hier alle über einen Kamm, wie ein Rassist. Und da gib mir die Quelle. Ich gebe dir zwei Quellen. Deine Quelle ist, dich groß zu machen und selbst zu zeigen. Osmanen bauen mal, die zerstörte Kaaba. 693 nach Christus, 30 Jahre nach dem Tod des Propheten, wird die Kaaba erstmalig von Marwan, von Ibn Marwan zerstört. Du willst nicht googeln, du willst dir das nicht angucken, aber du willst den Besserwisser spielen. Sorry. Das ist islamische Geschichte. Ja,
Wir sind auch nicht da, damit du uns den Islam beibringst. Wir sind hier da, nur zu sagen, dass Israel Terroristen sind und Kindermörder. Israel ist wunderbar und wir holen ohne uns das ist, ganze ohne, Land ohne Amerika und Europa ist Israel ein Westjordanland wird zum großen Supermarkt. Ratten sind das. Warte mal. Zu einer großen Diskussion. Was hast du gesagt? Ich wiederhole mal nochmal, was du gesagt hast. Was denn? Na, ich habe es gerade nicht verstanden, weil er überredet hat. Also wiederhol mal, dass du jetzt gerade was nochmal gesagt hast. Also, Gaza wird zu einem großen Parkplatz. Westjordanland wird zu einem großen Supermarkt. Und deine Mutters Muschi wird zu einer Landebahn. Und Westbank wird zu einer großen... Du Hurensohn. Was? Aber wartet, ganz kurz, nicht schimpfen, nur kurz eine Frage. Hallo, Mahmoud, warum willst du denn immer Geschlechtsverkehr haben mit irgendwelchen Leuten? Mahmoud, warum möchtest du mit irgendwelchen Leuten aus Kians Familie Geschlechtsverkehr? Genau. Was ist denn los mit dir? Lass mich mal aussprechen. Meine Familie schläft nicht mit Muslimen. Ihr unterstützt Kindermörder. Und ich arbeite bei uns heilig. Und ihr habt gegen uns keine Chance, deswegen seid ihr hier TikTok. Okay. Ja, deswegen bist du auch nicht. Eine Frage, in Deutschland, wenn du uns auf der Straße siehst, guckst du sofort weg. Genau, was sehe ich da? Halt die Fresse. Ein sonnengebräunter, augengezupfter kleiner... Ja, ganz genau. Frag mal deine Mutti. Ja. Du hast bestimmt, irgendein Moslem hat deine Ehre genommen, deswegen bist du ein Islamhasser. Vielleicht deine Frau hat er genommen. Oder Mohammed deine Tochter. Hat mir meine Ehre genommen. Deswegen, oder Der deine Prophet Mutter, Mohammed deswegen bist du ein Islamhasser, du Hurensohn. Ali hat mir meine Ehre genommen. Abu Bakr as-Siddiq hat mir meine Ehre genommen. Chillt mal, chillt. Osman ibn Marwan hat mir meine Ehre genommen. Unnötig, diese Schimpferer. Denkst du, diese fleißigen Menschen, die Deutschen brauchen hier irgendwelche Ziegenhirten aus Libanon? Hör mal, laut deinem Bild, ne? Wenn du das bist auf dem Bild, deine Mutter tut mir leid, dein Vater hätte ein Kondom benutzt. Meine Mutter findet mich hübsch, mein Vater. Ja, unnötig, diese Diskussion hier. Wer findet dich noch hübsch? Aber er soll mal erklären, wann die das aufgebaut haben. Wann war der Krieg? Bist du dieses Auto da auf dem Bild? Was? Na, ich wollte nur fragen, ob du siehst aus wie ein Auto. Kian, er ist ein Transformer. Er ist einer von den Transformers, deswegen ist er ein Auto. Wir haben einen Spezialgast hier, Warmann. Warmann, komm, schieß los. Ja, ich würde gern, sorry, ganz kurz. Warte, ich muss nur noch was Letztes sagen. Nee, gar nichts ich muss sagen. Den Kian noch was ich muss den Kian was Letztes sagen. Das ist wirklich sehr, sehr wichtig. Letzte kannst du noch sagen, komm, schieß. Ja, genau, du hast gerade gesagt, deine Mutter und dein Vater finden dich Die finden mich wirklich hübsch, ja. Okay. Ich bin ja auch ein hübscher Mann, guck dir mal, wie ich aussehe. Jetzt, Leute, ganz kurz, jetzt bleiben wir kurz ernst. Bist du auch sicher, dass es dein Vater ist, der dich hübsch findet? Ja. Bevor hier jemand noch Kacken, Alter. Gesperrt wird. Geh mal kacken, euch. Kennen wir doch. Ich muss tatsächlich auf die auswendig kennen wir. Wir wissen doch ganz genau, was für Männer ihr seid, Deutschen. Mahmoud. Wir kennen euch doch. Gut, Mahmoud. Wir kennen euch doch. Mahmoud, du wolltest mir was sagen. Ja, die Gastarbeiter kamen nach Deutschland, ne, und wollten wieder gehen, aber eure Frauen haben an ihre Pimmel festgehalten. Die haben gesagt, bitte geht nicht. Fickt uns weiter. Die Geschichte Deutschland Deutschland aufgebaut, ja klar. Genau. Die Araber. Ist in Ordnung, ist ganz kurz. Trümmer-Araber 1945. Also ganz ehrlich, ich könnte das jetzt noch 3 Stunden machen. Das ist besser als Zirkus. Das macht super Spaß gerade tatsächlich. Ja, mir auch. Nee, und ich habe gerade mit dem Leben ausgemacht. Aber jetzt wollen wir Warmann, komm, mein Lieber, Warmann, komm. Gibt es, also was mir fehlt, und bei aller, man muss Israel nicht lieben, okay, und man kann Israel auch kritisieren und ist ja alles schon und gut, okay, aber mir persönlich fehlt ehrlich die Selbstkritik auf seitens der Muslime, zum Beispiel, warum gibt es so wenig Selbstkritik zum Beispiel gegenüber der Hamas selber, die ja wirklich auch ihre eigenen Leute in Palästina ja genauso auch unterdrücken und in Geiselhaft nehmen. Warum gibt es zum Beispiel diese Kritik nicht? Die Frage ist einfach. Darf ich mich dazu äußern? Ja, gerne. Das ist eine normale Frage. Weiß nicht, wenn alle einmal Wort nehmen, ja, geht das? Ja. Wäre super nett von euch. Mein Freund, also, du lebst 75 Jahre in einem Land, wo du 75 Jahre unterdrückt wirst, ja?
Mir wird jeden Tag getan, gesagt, was du zu tun hast, wo du dich aufzuhalten hast, was du essen darfst. Und das 75 Jahre lang, ja. Totaler Quatsch, was du sagst. Völliger Blödsinn. Die Palästinenser haben sich durch ihre Handlungen selbst disqualifiziert. Ja, lass den reden. Er soll doch reden. Ist ja gut. Nur eine Minute, wirklich. Länger nicht, wirklich. Echt nicht. Das kann jetzt nur einer nachvollziehen, der das erlebt hat, ja. 75 Jahre lang. Und irgendwann habt ihr keine Lust mehr. Irgendwann wehrt ihr dagegen. Irgendwann wehrt ihr euch. Irgendwann sagt ihr, das kann nicht mehr so weitergehen. Irgendwann habt ihr keine Lust mehr. Und dann wehrt ihr euch. Das ist so. Das können nur die Leute nachvollziehen. Das ist halt deine Sicht der Dinge. Ist in Ordnung, wenn du das so siehst. Ja, das hat jeder seine eigene Meinung. Stimmt. Und das mit der Hamas, wo der Kollege gerade gefragt hat, es kann natürlich sein, dass sie auch ihre eigenen Leute ausnutzen wegen dem Krieg. Ich weiß das nicht und ich sehe das auch nicht. Und das ist auch nur eine Behauptung von dem gerade. Und wenn das natürlich so ist, ist das natürlich nicht richtig. Aber ich meine jetzt nur die 75 Jahre, also die Ausnutzung der Palästinenser in ihrem eigenen Land. Also das ist nicht schön. Also irgendwann muss man sich wehren. Das ist das große Problem. Was wollen die Leute denn machen? Die wehren sich dagegen. Das kann man doch nachholen. Okay, war das jetzt dein Statement? Also das wolltest du jetzt sagen? Ja, genau. Warum ist die Hamas, also warum die Hamas gemacht hat? Genau, um sich zu wehren. Genau. Ach so, man wehrt sich also, indem man Frauen und Kinder umbringt, Frauen vergewaltigt und Menschen auf offener Straße schlachtet. Natürlich. Och, mein Gott. Ja, aber hast du die Videos gesehen? Die wurden später alle als Fake eingestuft. Hast du das gesehen? Ja, alles ist Fake, alles stimmt nicht, selbstverständlich. Alles gut. Es stimmt alles nicht. Hamas aber die andere Seite ist richtig. Die andere Seite ist richtig. Das ist nur eine richtige Seite. Ja, was die Hamas selber für Videos hochlädt, ich weiß nicht, auf der israelischen Seite. Nein. Für 99% der Videos im TikTok, im Internet ist alle gelogen. Alles gefaked, alles gefaked, Hamas, alles gelogen. Kian, hörst du das? Alles gelogen. Stimmt das? Ja, nein, auf beiden Seiten zu 99%. Eigene Bodycam-Aufnahmen, alle gelogen. Ja, ein großes zionistisches Schauspiel, wollen sie sagen. Genauso wie sie den Amerikanern vorgeworfen haben, sie hätten angeblich 3.400 ihrer eigenen Leute in den World Trade Centern umgebracht. Ist die gleiche Logik. Die Juden haben sich selber umgebracht, damit sie Gaza übernehmen können. Die brauchen nicht einen einzigen ihrer eigenen Leute umbringen, um Gaza zu nehmen. Ja? Und das jetzt ist es gut. Argumente, jetzt haben sie das da sind Argumente, die kann man nicht nachvollziehen. Du hast recht, ich kann die auch nicht nachvollziehen. Aber irgendwas ist doch da am Laufen. Da ist gar nichts am Laufen. Die Hamas ist da am Laufen. Pass das auf, ist der einzige Unterschied. In Israel, ja, das Abwehrsystem, das ist richtig krass, ja. Das Iron-System, ich weiß nicht, wie das jetzt Iron genau Dome. Genau, Iron Dome, ja. Und an dem Tag können da einfach Hamas-Leute reinspazieren, ja. Und einfach ein paar Raketen in Israel einstürzen. Ich weiß nicht, was da vorgefallen ist, aber das steht mir ein paar Fragen offen im Kopf. Welche Fragen sollten denn in diesem Konflikt bitte offen stehen? Am 7. Oktober sind 600 bis 1.000 Dschihadis über die Grenze gekommen und haben... Genau, wie kommen die denn über die Grenze? Dschihadis. Und einer auf Arabisch sprechen. Dschihadis. Geh mal kacken, Alter. Ja, genau. Ich muss auch gleich tatsächlich. Wirklich. Ja, dann guck. Sag mal bitte umgekehrt, damit ich das auch Mach ich auch. Also, diese Dschihadi-Gruppen, ja, Dschihadis, so in Deutsch, wenn du willst, dass ich sie korrekt Mujahideen nenne, dann nenne ich sie auch für dich, Onkel Muslim, auch Mujahideen. Aber für die Deutschen, da ist es gängiger, wenn ich sage Dschihadis. Unter dem Begriff sind diese Bekloppten der Hamas auch bekannt geworden. Du redest genau wie die Borbeck, weil du bist genauso wie die Borbeck. Die genau. Kein Wer ist denn Borbeck? Die möchte gerne Außenministerin da. Ja. Die hat auch gesagt, ich warne die Dschihadis, ich warne der türkische Halbmond zum Beispiel mit dem Sternchen, das ist ja das Symbol des Islam und dann auch das La ilaha illallah, das gehört ja auch darunter. Aber,
Aber hast du gewusst? Alter, du laberst so ein Dünnschiss. Ne, aber Freund. Hast du gewusst? Lass uns mal vom Dünnschiss weggehen du und lass uns mal schauen, was sich in tatsächlich abgeht. Du hättest deutscher Außenminister sein. 600 bis 1000 Mujahideen. Mujahideen, da sagt er einfach mal auf. Oder Shahid. Du wolltest doch gerade kacken, hast du gesagt. Nimm mal das aus dem Mund aus, bitte raus. Also, Mujahideen. Ich schicke eure Mütter, ihr Hurensöhne. Und haben Männer und Frauen. Warum willst du denn immer Geschlechtsverkehr mit unseen Müttern haben? Was hast du so wenig in deinem Leben? Warum möchtest du denn immer mit allen Leuten schlafen? Du warst nicht einer, der immer gesagt hat, der Ahmed hat mich geschlagen, der Murat hat mich geschlagen, Mama, der Murat hat mich geschlagen. Ich verstehe das nicht, dass immer Leute Geschlechtsverkehr mit allen möglichen Leuten haben, mit allen möglichen Leuten haben wollen. Ich verstehe das nicht. Warum, was ist los mit dir, Habibi? Warum, was ist los? Bist du frustriert? Kian, guck mal, Kian. Du kannst nur Haram-Sex haben, weil du darfst. Ich will den Kian nur was sagen. Ich will den Kian nur was sagen. Als Kerfer. Das ist bestimmt so einer, der zu Hause zu sagen hat. Meine Frau zieht mich die ganze Zeit an meinem Ärmel und sagt, komm jetzt endlich ins Rambos. TikTok Rambos seid ihr. Ich will euch nur was sagen, dann gehe ich hier wieder raus. Ja, gesagt. Ich will nur was sagen. Was für TikTok Rambo? Ich will dir nur was sagen. Kian, du bist ein Islamhasser, weil bestimmt, als du klein warst, hast du da immer kaputtgeschlagen auf den Spielplatz. Du bist immer zu Mama gegangen. Mama, die haben uns alle geschlagen. Hat die mit Moslem betrogen oder sowas. Ja, genau. Genau so einer bist du. Okay, Mahmoud, danke für deinen wunderbar qualifizierten Beitrag. Das hat das Gespräch sehr bereichert. Und dass du mit allen möglichen Leuten Geschlechtsverkehr haben möchtest. Danke, dass du das uns mitgeteilt hast. Super, nicht wunderbar. Mit allen Leuten, nur mit euren Müttern, Wunderbar. Ich verstehe, also das verstehe ich tatsächlich nicht. Die Leute kommen hier rein und wollen immer mit allen möglichen Leuten Geschlechtsverkehr haben. Sagen irgendwie, ich mache das und mache das. Warum wollt ihr das denn immer? Seid ihr so frustriert? Weil Islam kannst du nur eine Frau heiraten oder davor. Du darfst nicht mal dich selbst befriedigen. Du darfst nur heiraten, aber du darfst keine Freundin haben. Das ist haram. Das ist eine unerlaubte Beziehung. Bruder, wie kann das sein? Mein Freund, warum weißt du so viel über Islam Bescheid? Hast du dich so oft damit befasst? Warum weißt du so viel über Islam? Ja, ich weiß sehr gut Bescheid, weil ich mal deinem Club angehört habe. Echt? Ja. Kian, guck mal, wer wieder da ist. Kian, guck mal, wer wieder da ist. Oh, was war denn vorhin los? Hat dicht gemacht, die Gruppe, oder wie? Ich weiß Bescheid, weil ich selber ein praktizierender Muslim war. Deswegen weiß ich Bescheid. Aber warum bist du jetzt ein Jude? Ich bin jetzt Jude geworden, ja. Warum? Der hat sich probiert, erstmal zu sekieren als Christ. Ich heiße jetzt Schlomo Goldberg. Das hat ihm niemand genommen. Der Christ und jetzt Jude, ja? Ich bin jetzt Jude. Ich bin vom Islam zum Judentum konvertiert. Und jetzt der Atheist. Ich war auch Muslim und jetzt bin ich Jude. Genau wie der Scholz, hör mal. Israel ist, weil Israelis, Ukraine ist, weil so Ukrainer. Ja. Und wenn Amerika kommt, dann sind das Amerikaner. Ganz genau. Also diese Flexibilität musst du mir doch zuschicken. Also so bin ich schon am Dienstag was anderes, ja? Okay. Also ich bin Ex-Muslim. Ja, das kannst du auch sehen. Ich bin Ex-Muslim. Sandra, meine Liebe, bitte ruhig bleiben. Bitte ruhig bleiben. Ich bin nur einmal fahren, dann bin ich wieder weg. Ja, darfst du gleich. Komm, schieß los, Sandra. So, also, ich bin Ex-Muslim, lieber türkischer Freund mit dem... Erzähl weiter. Du bist Türke, richtig? Nein, er hat eine türkische Flagge, aber er kann Afrikaner sein. Oh mein Gott, wieso denn? Tunesisch kann doch nicht sein. Zeig mir deine Bildung, das zeigt mir, wie gut du gebildet bist. Das zeigt mir, wie du gebildet bist, wirklich. Ich habe eine türkische Flagge. So Leute, ganz kurz, ihr geht runter und stellt direkt eine Anfrage. Ihr könnt wieder hochkommen. Ich lasse nur ganz kurz einmal, Moment, wir machen das einmal so, weil Sandra wollte nur was sagen. So, Sandra, bitte. Ja. Also ich lese das ja im Chat hier gerade, Sandra, wie peinlich und trinkt nicht so viel und das ist nicht mal ansatzweise das. Also nur weil ich meine persönliche Meinung äußere, heißt das nicht, dass ich saufe oder was weiß ich nicht. Ich habe einen hoch angesehenen Job, den führe ich jeden Tag aus, ja. Und nur weil ich meine Meinung äußere, heißt es nicht, oh, die hat gleich gesoffen und jetzt ist das. Und ich habe davon langsam genug, wirklich genug. Sandra, meine Liebe, ich stehe zu dir. Du brauchst dich nicht rechtfertigen. Ich schätze dich. Mag ich nicht. Es reicht einfach. Ja, trotzdem. Ich darf doch trotzdem sagen, dass ich zu dir stehe. Darf ich das nicht?
Ja, aber es Sandra, ist ja nicht so. Nein, es ist ja einfach nicht so. Nur weil ich meine Meinung äußere und dazu stehe, braucht man es nicht gleich beleidigen. Asasasavi, lass sie ausreden. So. Sandra. Nur weil ich sage, was ich denke, braucht man mich nicht auf irgendwas reduzieren. Ich führe jeden Tag meinen beschissenen Job aus, ja. Ich bin eine Mama von zwei Kindern. Ich kann mir das gar nicht erlauben, mich zu besaufen oder sonstiges, was ihr vielleicht denkt, ja. Ich habe die Schnauze so voll davon, wirklich richtig. So, wenn du jetzt keinen über den Durst getrunken hast, wenn ich meine Leute schütze, dann tue ich das. Und ihr könnt mich beleidigen, was das Zeug hält. Das prallt an mir ab. Nee, jetzt ist Schluss, jetzt rede ich. Okay. Mir reicht's gerade gewaltig. Aber warum trinkst du denn? Nee, stopp, jetzt reicht's. Löwenherz gehört zu einer Kategorie Menschen, die zu mir gehören. Genauso wie der ganze Rest, wie Roy, wie Dennis, habe ich ja schon öfters erwähnt. Ja, und ganz ehrlich, ich habe die Nase voll davon, von so einem Bullshit da unten zu lesen. Weißt du was? Ich kann euch alle stummen, wenn ich das möchte. Ich könnte es, ich tue es aber nicht. Okay. Und lasst endlich Menschen doch einfach mal ihre Meinung äußern, so wie sie das möchten. Das muss nicht eure Meinung sein, aber man muss ein bisschen Akzeptanz mitbringen. Solange Menschen ruhig und vernünftig reden und vielleicht nicht immer eurer Meinung sind, dann ist es völlig in Ordnung. Es darf nur nicht ekelhaft sein, weil dann bin ich ja auch so eine Person, ich schalte mich ja auch ein, wenn es zu ekelhaft wird, aber so ein bisschen Verständnis sollte dabei sein. Und alles klar. ich entschuldige mich für meine Mitbürger, die dich beleidigt haben. Leute, hört mal auf, sie zu beleidigen. Nein, musst du nicht. Ich habe ein hartes Fell. Okay, Sandra, also, Sandra, meine Liebe. Ich habe genug Menschen hinter mir, die da hinter mir stehen. Das ist alles gut. Aber Sandra, meine Liebe, ich verstehe dich doch. Es ist doch alles in Ordnung. Aber wir waren. Sandra, okay, du hast deinen Standpunkt klar gemacht. Ich verstehe dich doch und ich schätze dich sehr. Aber wir würden ganz gern tatsächlich unsere Diskussion jetzt weiterführen, weil wir schon sehr spät haben. Könnt ihr machen. Ich bin auch raus jetzt. Alles gut. Also das gebe ich mir 100% nicht mehr. Okay, danke dir. Danke, dass du da warst. Junge, was für einen Grund gibt es, so viel zu trinken eigentlich diese Uhrzeit? Verstehe ich nicht. Es ist doch noch nicht mal Wochenende. Leute. Okay. Aber da haben wir es schon wieder. Ach so, ich dachte, du musst weg. Sandra, aber du springst. So, okay. So. Okay. Also Leute, jetzt wir kommen wir wieder zum Punkt. Kamel-Urin-Party dann unter Muslimo. Ja, komm, dann, was ist jetzt dein neues Argument jetzt hier gegen? Das ist kein neues Argument, das ist das Argument von deinem Propheten. Also ein neues Argument mit heute Abend und jetzt. Wie Spinat bei Popeye. Sandra, du bist toll, lass dich nicht ärgern. So, Jungs, weiter. Okay, Warmann, bitte, Warmann. Ich habe letztens was gelesen und ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich stimmt, aber ich sag's einfach mal, mich kann man gern ausbessern. Dass damals im Osmanischen Reich die Palästinenser auch nicht glücklich waren wegen der Niederlassung der Juden in ihrem Gebiet. Und die Palästinenser haben sich dann nicht wirklich eingliedern wollen im Osmanischen Reich. Da gab es damals schon Probleme. Stimmt das? Weiß das jemand? Die Palästinenser haben die Osmanen verraten, ja. Nein, das ist Quatsch, was du sagst. Also ganz besonders mit dem letzten Osman, mit Abdulhamid, da haben die arabischen Staaten einen Geschmack bekommen von nationaler Unabhängigkeit. Die Französische Revolution hat nicht nur also die Kleriker zum Teufel gejagt, sondern mit der Französischen Revolution ist auch die Idee der Nationalstaaten geboren worden. Und das hat natürlich übergegriffen. Und als das Osmanische Reich schlussendlich 1919 kollabiert ist, dann haben die Araber von diesem aufkeimenden Nationalgefühl oder von dem Nationalstreben der Völker auf dem Globus auch Geschmack bekommen und wollten dann ihre Nationalstaaten haben. Und sie haben selbstverständlich nicht gerne unter osmanischer Verwaltung gelebt.
das waren sie nicht. Die Osmanen waren Usurpatoren, die waren Besatzer in den meisten Gebieten. Und die Araber haben auch öfters mal Aufstände gemacht. Auch die Perser haben sich gewehrt gegen zum Beispiel gegen die Geschichte von Aber Tatsache ist, dass die Araber sich, dass die Osmanen die Araber verwaltet haben und selbstverständlich haben die Araber mit den Türken angeeckt und haben nicht einverstanden erklärt, dass sie von den Osmanen verwaltet werden. Ganz einfach. Aber hier haben wir einen Türks. Was sagst du dazu? Also in dem Punkt hat der Ausnahmsweise mal recht. Gut. Aber wir müssen das so sehen, das war alles in der Vergangenheit, ja? Das ist 120 Jahre her. Also was da, das ist schon so lange her, also darauf brauchen wir Türken nicht zurückgreifen. Also wir müssen in die Zukunft schauen und das sehen, was heute passiert. Damals hat auch der im Zweiten Weltkrieg der Adolf so viele Leute auf dem Gewissen. Und jetzt markieren, jetzt mal Hand aufs Herz. Aber jetzt wird auch gesagt, was ist vor 75 Jahren passiert. Also die gleiche Thematik wird auch genauso aufgerollt. Aber wartet mal jetzt mal. Wenn wir jetzt die Palästinenser fragen, okay, ja. Glaubt ihr nicht, dass die meisten Palästinenser sagen, dass dieser Aufstand gegen das Osmanische Reich, das war dann doch nicht so gut, denn es sind Leute gekommen, die schlimmer sind als das Osmanische Volk, als das Osmanische Reich, und die geben uns gar keine Ruhe. Die zerbomben alles und diese Faschistoid, so wie dieser Kian. Die haben damals die Palästinenser gar nicht bekämpft. Wenn wir uns die 11 Friedensgespräche zwischen Israel und den Palästinensern von 1947, 48 bis schlussendlich 2020 anschauen. Ja. Zu 99% in allen Friedensgesprächen, die Israel den Arabern angeboten hat, zu 99% wollten sie die Bedürfnisse oder die Ansprüche der Palästinenser wollten sie erfüllen. 1% war der Auslöser, warum keines der 11 Friedensgespräche funktioniert hat. Die Juden haben gesagt, also die Israelis haben gesagt, wir teilen Jerusalem in Ost- und West-Jerusalem. Wir nehmen West-Jerusalem, ihr nehmt Ost-Jerusalem. Die Araber haben gesagt, nein, Jerusalem wird unsere Hauptstadt. Der einzige Grund, warum diese 11 Friedensgespräche gescheitert sind, ist, weil die Araber zu 99% alles angeboten bekommen haben, aber bei der Jerusalem-Frage haben sie Nein gesagt. Ganz Jerusalem. Ja. Das heißt, 1948, als der Judenstaat gegründet worden ist, haben die Briten gesagt, wir gründen einen Araberstaat und wir gründen einen Judenstaat. Kian. Die Juden haben sofort gesagt, wir akzeptieren den Teilungsplan, aber die Araber haben gesagt, nein. Und haben sofort nach der Gründung... Kian, du wiederholst dich, das haben wir verstanden. Okay, warum, wir sind jetzt hier... Schau mal, warte mal. Wir sind jetzt über... Ihr leidet... Guck mal, Kian, ich habe mal eine Frage an dich. Wir haben jetzt knapp über 10% oder wie viel? 20% Muslime hier in Deutschland oder wie viel Prozent? 15%. Nein, Gott. Wie viel denn jetzt? Ich will deine Zahlen nehmen. Wie viel? 7,5. Okay, 7,5. Okay, 5,5. Wir haben 5,5% Muslime hier in Deutschland. Okay. Wir möchten Berlin, Hamburg, München haben und lass mal ein paar Friedensverträge machen. Wir sind in eurem Land jetzt. Wir sind ja auch schon seit 50 Jahren hier. Was für ein Vergleich. Und wir möchten jetzt auf jeden Fall Hamburg, Berlin haben. Und wenn irgendwann mal das zu einem Krieg kommt und wir sind über 50%, dann gibt's gar nichts. Da gehört der ganze Kuchen uns. Da gehört der ganze Kuchen. Was für ein dämlicher Vergleich. Nee, und ich werd dir auch sagen, wo das Problem gehört an uns. Ich sag erstens, die Juden sind zu ihrem angestammten Boden zurückgekehrt. Zweitens, was gab es denn in dieser Region? Nenne mir mal irgendeinen Juden, Staat. Waren alles Europäer. Nenne mir irgendeinen arabischen Staat,
der heute existiert, der erstmal wunderschön vor guten Abend, nur ganz kurz. Entschuldige bitte, dass ich mich hier so einmische. Entschuldige bitte, Leute. Leute, nur ganz kurz. Wunderschönen guten Abend. Gab es die Arabischen Emirate? Gab es irgendetwas in dieser Region? Jetzt haben wir Special Guest, die nur ganz kurz. Nur ganz kurz. Es gab in dieser Zeit gar nichts. Das Osmanische Reich hat sich aufgelöst. Das Osmanische Reich hatte die komplette. Ja, in der Zeit von den Neandertalern gab es einen jüdischen Staat. In dieser Zeit sind die Juden zurückgekehrt in ein Gebiet, in dem sie 3000 Jahre geschrieben haben. Nenne mir einen palästinensischen König. Nenne mir einen Israel. Ein Artefakt, das aus dem Boden gegraben worden ist, in dem eine Schmiede, dass Palästinenser dort gelebt haben, die als politische Entwicklung haben. Junge, ab und zu muss man noch mal reingrätschen können. Jetzt ist hier mit dir. Kian. Ist doch okay, Kian. Lass dich doch mal umhalten. Halt mal die Luft an, Mann. Ich halte nicht die Luft an hier, du Kommunist. Ja, dir geht's gut in England, ja. Ich weiß ja, wo du wohnst. Also, ja, wo weißt du, wer wohnt? Ja, ich weiß auch, wo ich wohne. Ja, ja, ich sag ja nur. Jetzt ja, halt mal die Luft an und ist alles Scheiße gut. Hier, dass du, ich weiß ja auch, wo du wohnst. Hör mir genau ja, zu. Ja, bestimmt in so einem Ghetto. Ich kann man leicht eingrenzen Israel auf passiert. Kreuzberg, Neukölln oder Das kannst du nicht rechtfertigen. Egal mit welchem Land und in der Nähe, wo du kommst. Gar nicht. Du bist nur zu doof, um das zu kapieren. Und da du jetzt in ruhigen Lage sitzt, ne, und die Kinder da umgebracht werden, kannst du nicht rechtfertigen. Nee, doch, ich rechtfertige alles. Jetzt halt mal den Luft an, Mann. Nee, ich halte nicht mal Luft an, Mann. Natürlich hältst du an, Mann. Jetzt hör zu, du hast genug geredet, jetzt rede ich, Mann, ganz normal. Kannst du? Lass mich doch mal vernünftig ausreden. Ja, schönen guten Abend und Salam alaikum an die Muslime. Waalaikum salam. Waalaikum salam. Kian Gaiman Shahi, wie geht's dir? Das, ja. Was da passiert. Shalom, mal, nicht immer, nicht, redet doch gerade jemand gerade ab. Ich bitte euch, ganz kurz. Das, was da passiert, das kannst du mit nichts rechtfertigen. Da kannst du machen, was du willst. Da kannst du sagen, lang hin und her. Ja. Das, was da jetzt passiert, das ist ein Faschismus. Ich komme aus der jüdischen Familie. Jetzt hör mir genau zu. Ja, ich bin aber ein Moslem. Alles klar. Okay, hört mal den Sabbelmann. Ich bin ein Moslem. Hör zu. Klar. Und ich sag dir eins. Das, was ich da passiert. Ich komme aus einer jüdischen Familie, aber ich bin Moslem. Das kannst du nicht rechtfertigen. Geht nicht. Du kannst das nicht rechtfertigen, wenn die Kinder umgebracht werden. Da kannst du sagen, was du willst. Und ich bin ein Kapitän, wo die Hamas. Hast du so geredet, wo die Hamas die Juden attackiert hat und die anderen auf dem Techno-Party? Hast du das auch gesagt? Ich will die nächste Party. Operation unter falscher Flagge war das. Das war doch klar. Ja, waren alles Israelis gewesen, die rübergekommen sind. Ja, klar, alles hier. Euch geht's gut, ne? Jetzt in Deutschland geht's euch auch gut. Zugegeben, dass sie die Hamas gegen die Fatah und andere Gruppierungen. Diese faschistoiden Leute haben das doch 2019, Netanyahu hat es doch zugegeben, dass Hamas, okay, dass Hamas der Grund ist oder die größte Sicherheit ist für die Stabilität in Israel. Er kommt wieder mit Al-Hadis. Stimmt, 2019, hat Netanyahu gesagt, der Chabad-Jude. Ja, nicht ist doch, weil du mit einem Artikel kommst, der sowieso öffentlich war und der von Juden geschrieben worden ist. Aber du verstehst den Hintergrund. Was ich meine, ist es also keine Lüge. Du verstehst den Hintergrund nicht, warum Israel die Hamas unterstützt hat, weil du die Natur der Hamas nicht kennst. Ja, du siehst das nicht. Du weißt nicht, dass die Hamas nicht von Israel gegründet worden ist, sondern von Sheikh Ahmed Yasin. Das ist so lächerlich. Und Sheikh Ahmed Yasin war in Ägypten. Deine Länder, die du unterstützt. Wie dein Yasser Arafat. Der war auch in Ägypten und ist in Ägypten geboren. Der war nicht mal Palästinenser getroffen. Ist doch okay. Eure Länder haben damals Taliban unterstützt. Al-Qaida unterstützt, IS unterstützt, Hamas unterstützt, der ganze Scheiß, ne? Diese ganzen terroristischen Gruppierungen, die habt ihr unterstützt. Die waren alle schon da. Das war die Strategie. Doch. Gar nicht. Erst einmal bezüglich der Taliban. Ja, die Amerikaner haben die Taliban, die existierende Taliban unterstützt, weil sie die Russen nicht den langen Finger auf Afghanistan legen wollten. Und ihr unterstützt aktuell die Salafisten. Sie wollten den kommunistischen Präsidenten von Afghanistan, Najibullah, nicht den kommunistischen Führer von Afghanistan, belassen wollen. Deswegen haben sie die Taliban unterstützt, damit die Taliban... Okay, Kian, ganz kurz. Nehmen wir an, morgen ist Israel weg. Es gibt kein Israel. So, es gehört alles den Palästinensern morgen, zum Beispiel. Also,
wisst ihr vielleicht, welche Staatsform dann dort herrschen würde, wenn es rein nach den Palästinensern geht? Würden die wollen, dass dann dort das... Der Koran, wie werden die Palästinenser zwingen, mit dem Koran zu herrschen? Na, was denkt ihr, was die Palästinenser dort für eine Staatsform haben wollen? Denkt ihr die Mehrheit, dann die Scharia oder Demokratie? Was glaubst du? Scharia, natürlich Scharia, Mann. Was willst du denn? Nein, Bruder, die Mehrheit dort würde laizistisch sein. Ja, der Koran. Wir müssen schon ehrlich bleiben, die Mehrheit würde laizistisch sein wollen. Okay. So, bitteschön, da habt ihr hier die ganzen Dschihadis hier, die wieder in unserer Gruppe hier sind. Bitteschön. Kian, ich sag dir ganz ehrlich, es gibt Warum nennst du es jetzt Dschihadis? Du bist ein Dschihadi und ich habe noch nicht mal geredet. Dieser mit den kommunistischen Namen hier. Aber ich habe doch noch nicht mal geredet. Warum nennst du mich jetzt ein Dschihadi? Unser Sauri weiß es auch. Guck mal, er sagt kommunistischer Name. Bist du gegen Russen oder was? Was bist du für ein Faschist? Ja, bestimmt hier irgendein. Nur, das ist nicht ein kommunistischer Name. Das ist kein kommunistischer Name hier. Kian, er kommt aus Mars. Du bist ein Nazi. Kian, du bist so eingeschränkt, Junge. Das ist kein kommunistischer Name. Das ist die kyrillische Schrift, du eingeschränkter Trottel. Hör mir zu. Du hast so eine große Klappe, Kian. Du bist so ein Trottel, Kian. Du bist so eine große Fresse hast du. Du bist strunzendumm. Das, was hier da abzieht, das ist ein Terrorismus. Offiziell, Mann. Da kannst du mir sagen, was du willst. Ja, ich weiß, Dajjal. Was? Ja. Ich weiß, wo du bist. England, Mann. Israel, Achi, ganz kurz, bitte. Guck mal, Kian. Du bist Mann, echt ein widerwärtiger Mensch. Weißt du das? Du hast mich noch nicht mal reden gehört. Du sagst, ich wäre ein Dschihadi. Du kennst mich doch noch nicht mal. Na, lass normal vernünftig reden, ohne Drohen, ohne Schießen. Ja, Bruder, ich hab ihn ja nicht gedroht. Doch, du bist ein Dschihadi, weil du nennst dich Ibn Taymiyyah und das reicht nicht. Du nennst dich Ibn Taymiyyah. Aber Kian, okay, guck doch nochmal sein Profilbild an mit dem Finger. Guck dir an, erstmal hat er einen ordentlichen Sunnabart, so wie der Prophet hat mit einem Nein, Finger ich habe keinen Sunnabart, mein Bart hat einen Stinkefinger nach oben. Mein Bart hat einen Übergang, wie du siehst. Er ist der Super-Dschihadi. Ganz kurz, Kian, wenn wir schon Kian, du. Der mein Bart ist nicht nach der Sunna, mein Bart ist gedrückt, mein Bart ist getrimmt, mein Bart hat Übergänge, meine Seiten sind auf Null, das ist nicht sunnagerecht. Wenn du schon redest, rede mit Fakten. Nee, also ich sehe dich, du zeigst den IS-Stinkefinger. Nein, das ist der Tauhid-Finger, du Trottel. Und du nennst dich Das ist der Tauhid-Finger, du Trottel. Der und damit hat mit zeigst dem IS du, wer du bist. Ist doch, der ist hat nichts mit dem IS zu tun, Kian. Natürlich hat das Dann, was mit dem du hast recht. Nein, hat es nicht. Ja. Oder willst du mir zeigen, guck mal, da oben fliegt ein Flugzeug. Genau, guck mal, Kian, das hat nichts mit dem IS zu tun. Erzähl mir nicht so einen Unsinn hier. Ist der IS 1400 Jahre alt? Der IS ist 1400 Jahre alt. Er ist mit Mohammed ins Leben gerufen worden. Kian, guck mal. Kian, nur weil ein muslimischer Mann dich in den Arsch gefickt hat und verlassen hat, musst du nicht so reden. Es ist wirklich nicht schlimm. Reden. Ich weiß, aber er kommt auch bald wieder. Wissen das? Aber es ist auch in Ordnung, ist deine Sache. Genau, ist aber meine hör Sache. Auf. Kian, nur ich habe eine Frage an dich, wo wir es in 10 Jahren leben wollen. Hör auf hier, bitte. Mann. Ganz kurz, bitte, Israel, bitte, Bruder, weil ich werde sauer. Solche Menschen werden gemein. Ganz kurz, Achi. Israel, bitte, so einer, guck mal, so einer versteht nur. Abdulaziz, warte mal kurz. Du musst nicht versuchen, mir zwischen die Beine zu greifen. Ich bin nicht schwul, hör auf. Na, du bist. Abdul, warte mal kurz. Ich will auch mal was kurz sagen. Du bist viel schlimmer als das, was du anderen Menschen schon vorwirfst. Kian, du bist jemand, der die Freiheit. Warte, sein Finger, sein Bart und sein Finger. Du willst den islamischen Albtraum über jemand Neues ist da, die wollen auch mal reden. Mit deinem Ibn Taymiyyah und du willst mit deinem IS-Stinkefinger einfach nur zeigen. Ja, den stecken wir dir in den Po. Ahadun Ahad. Du willst einfach nur sagen, oh, einziger, alleinige. Bitteschön, ja? Du willst mit deinem Tauhid-Finger. Möchtest du uns zeigen, okay. Es gibt nur einen Gott. Kian, nur für dich, Achan und Achan. Nur ein Gott. Du bist ein Terrorist, bist du, mein Freund. Nur ein. Kian, reicht doch jetzt. Lass mal die Leute reden, Mann. Du bist ein Terrorist. Trink ein warmes Bier in England und dann lass mal die Leute reden. Du bist ein Terrorist. Punkt. Kian. Dabei bleibt es, Fakt. Gorbatschow ist okay. Ich habe verstanden, was du gesagt hast. Was bedeutet sein Finger? Der ist ein Nazi, dieser Kian. Was hast du eigentlich gegen Russen? Bist du behindert? Ja, du hast bin ich. Araber gegen Russen, gegen Muslime. Bist du krank? Ich bin krank, ja. Bist du krank? Also erstmal ganz kurz, stopp. Jetzt rede ich mal kurz. Kian, nein, du redest jetzt nicht. Moment. Aber korrekt. Erstmal hat
erstmal der Russe, ich weiß jetzt nicht, wie er heißt, gesagt zu Kian, ja, ich weiß, wo du wohnst genau. In England. Ja, das ist ja super. Das ist so, als wenn ich sage, ja, ich weiß, wo Donald Trump wohnt, der wohnt in den USA. So, er hat seinen Wohnort ausgemacht, das Land England, die Insel England, super, das ist ja schon mal große Klasse. Wow. So, das ist total super. Und ihr disqualifiziert euch die ganze Zeit, weil ihr nur Scheiße labert, von morgens bis abends. Mann, ihr seid radikal und habt total einen an der Birne. Und ganz ehrlich, Kian, mach einfach weiter. Das ist einfach, die entlarven sich selbst. Ja, schau mal. So, ihr könnt mal. Wieder reden. Mahmut sagt zu einer, sagt zu Sandra, sie soll sich einen Besenstiel in sich reinstecken. Hör mal, Kian, warte mal. Ich will ihr redet auch immer davon, dass ihr Kian irgendwelche Finger irgendwo reinstecken wollt. Was ist denn mit euch los? Was wollt ihr denn mit Kian? Warum wollt ihr den Kian befummeln? Was stimmt mit euch nicht? Der Kian hat gerade Abdulaziz gesagt, er soll seinen Stinkefinger in den Arsch stecken. Sehr gefährlich. Wo ist euer Adab und Achlag? Wo ist euer Jihad? Aber an die Muslime. Ganz gut, an die Muslime. Wenn wir deinen Nacken streicheln, gibt es Adab und Achlag. Was gibt es, wenn du meinen Nacken streichelst? Warte, Kian. Dann gibt es Gänsehaut. Adab und Achlag. Kian, du bist ein ganz schlimmer Kian. Warte kurz, Schatz. Wie könnt ihr, also die, falls jetzt sich jemand angesprochen fühlt, darüber wundern, dass sich Leute zur Wehr setzen, wenn man die ganze Zeit auch in den Social Medias oder woanders Muslime sieht, die das Kalifat in Deutschland fordern, genau. Ja, die Scharia wollen, und dann wundert man sich über Gegenwind? Das ist unglaublich. Weil wir in Deutschland die Scharia wollen, zerbombt man irgendwo auf der anderen Seite des Planeten. Das habe ich nicht gesagt. Leute, du bist doch krank, Junge. Habe ich das gesagt? Genau, das hast du gesagt. Warum? Weil du den Finger von Kian... Warum werden denn die Leute zerbombt? Sag mal, du hast doch, wie hast du so warm geduscht? Es ist doch nicht normal, was der Typ erzählt. Hier das kritisieren, das meine ich. Warum wundert ihr euch, dass wir... Kian, du kannst dir das nicht ausdenken. Die Leute... Löwe, ich habe eine Frage. Nein, du hast jetzt keine Frage. Die Leute erzählen, Leute werden zerbombt auf der anderen Seite der Erde. Und aber warum? Das ist ganz ehrlich, jemand kommt und fetzt dich, schlachtet Leute ab. Natürlich wehrst du dich und dann wird gebombt. Sag mal, was erwartest du denn? Was erwartest du, was als Reaktion passiert? Ich habe jetzt ganz was anderes gemeint. Das hat nichts mit Palästina, Israel zu tun. Deswegen wehren die Palästinenser sich auch, richtig, hast du recht. Es gibt keine Es gibt erstens keine Palästinenser und zweitens ist das kein Widerstand, wenn man Frauen und Kinder abschlachtet. Ja, es gibt keine Israelis. Israelis sind ein Mischvolk. Es gibt keine Palästinenser, aber es gibt ein Mischvolk. Es ist ein Mischvolk. Sandra, das ist für dein Herz Kian, nicht gut. Du wolltest doch schlafen gehen. Kian, als Muslim, okay, dann sage ich, es gibt keine Kurden. Wäre das korrekt, wenn ich sage... Lest mal Sure 5, Vers 21. Okay, wenn ich sage, es gibt keine Kurden, ist das auch okay? Ja, gibt es auch nicht. Sure 5, Vers 21. Kian, du kleiner... Guck mal, Kian. Lest mal Sure 5, Vers 21. Was möchtest du dich als Muslim? Kian, guck mal, du kleiner Anhörer. Das geht ja Sure gar nicht. 21. Was denkt ihr denn, was denkt ihr denn, was ihr seid? Du kleiner Analritter, wenn du noch besoffen bist, Mr. Ibn Temir, lest mal bitte Sure 5. Ihr prescht auf Kian ein da unten. Ach, was Quatsch. Denkt ihr denn, wer ihr seid? Was ist das für eine Scheiße? Kian macht das doch. Kian ist auf mich losgegangen. Was denkt ihr denn? Jetzt frage ich jetzt mal an. Sandra, trink mal jetzt ein für mich mit und halt mal die Bubble jetzt. Wir reden jetzt, die Männer reden hier. Frauen haben nichts zu sagen. Also. Männer, ihr seid doch keine Männer. Ihr seid Luschen. Ihr seid Luschen. Wie gesagt, ich sagte, die Küche ruft schon. Die Bratpfanne um die Ohren, mein Freund. Schau mal, guck mal, dieser einmal Kian, einen Küche ruft, mein Freund. Du Kian, bist in einem anderen Land, Kian. Wir sind hier nicht in der... Mr. Abdelaziz, lest mal Sure 5, Vers 21. Abdelaziz, mach das nicht, bitte. Lest mal Sure 5, Vers 21. Aber erstmal entschuldigst du dich dafür. Wem gehört dieses Land? Allah hat es dir gegeben. Aber erstmal entschuldigst du dich dafür. Du hast dich gar nicht als Muslim in diesen Konflikt einzumischen, sonst redest du gegen Allah. Erstmal entschuldigst du dich erstmal bei mir, weil ich mich Dschihadi genannt habe, grundlos. Du bist Dschihadi. Warte mal. Leute, guck mal, der ist ein Dschihadi. Oder nicht so dieses. Guck mal, ey. Das war, bevor Allah die Juden und
zu Schweinen und Affen verwandelt hat. Gratulation. Endlich mal einer, der hier Tacheles redet. Verstehst du, was ich meine? Und nachdem ihr zu Affen und Schweinen geworden seid, verstehst du, was ich meine? Laut Koran, TikTok sportlich. So ist es einfach halt nur so, dass euch das Land weggenommen wurde und es wurde einem die Rechtsleitung weggenommen, einem anderen Volk gegeben, was bessere Früchte trägt. Und die seid ihr nicht, das sind die Muslime. Der Koran sagt hier ganz deutlich, O mein Volk, tretet in das geheiligte Land ein, das Allah für euch bestimmt hat und kehrt nicht den Rücken, denn dann werdet ihr als Verlierer zurückkehren. Und die Juden sind trotzdem zurückgekehrt und sind nicht die Verlierer. Das heißt, Allah hat ein Märchen erzählt. Konnte nicht in die Zukunft schauen und konnte herausfinden, dass die Juden recht erfolgreich dort eine coole Gesellschaft aufbauen werden. Coole Gesellschaft aufbauen werden. Eine coole Gesellschaft. Ja, voll cool, ey. Demokratisch. LGBTQ-freundlich. Ja, sei mal ehrlich, ist dein Stecher ein Israeli? Gern, du bist ein Hurensohn, bist du Hurensohn, du Kindermörder. Ja, gut. Du Kindermörder-Unterstützer. Ja, Kindermörder, ja. Du bist ein Kindermörder-Unterstützer, Gern. Du bist ein Hund. Du bist ein Heuchler, du bist ein Hund, mehr nicht. Nein, mehr nicht. Du bist ein Heuchler. Ich weiß, dass ich habe gerade dein Profil angeschaut. Ja, was ist mit meinem Profil? Neuem Profil. Halt die Fresse, du bist ein Heuchler. Ich habe alte Profile. Ich sagte, du hast gerade gesagt, du zeigst den Finger. Hunderte von Artikel. Da kannst was du mich jetzt? Ja, keine Beleidigung. Die Beleidigung dafür ist dieser Kian. Dieser Kian? Ja. Kian Kimankaki zuständig für Beleidigung. Ja, das ist mein Nachname. Wir sind nicht für Beleidigung zuständig. Dafür ist Kian und dieser Löwenherz. Die sind dafür zuständig für Beleidigung. Genau. Kian Gaymanshahi. Ja, genau. Ja, Kian, warte, Kian. Ja, stimmt, Du sprichst ohne Punkt und Komma, damit keiner dich als Verlierer hier darstellt. Halt mal kurz deinen Mund, damit ich mit dir rede. Du hast gerade zu denen gesagt, du zeigst deinen Finger. Isis Finger. Wie alt ist denn Isis? 1400 Jahre. 1400 Jahre? Wow. Ja. Ja, 1400 Jahre. 1400 Jahre. Mit dem okay, Prophet dann brauche ich Mohammed auch mit dir nicht mehr weiter zu sprechen, weil Mohammed war der erste du hast davon keine Ahnung. Dein Prophet war der erste IS-Führer. Mein Prophet war der erste IS. Genau. Ja, das ist deine Meinung, weil du ein Islamhasser bist. Wer hat denn diese schwarzen Islamhasser bist? Die Flaggen von Khorasan und so. Du bist ein Islamhasser. Mit dir kann man da über Islam, über Terror und natürlich bin ich Islamhasser. Oder glaubst du, ich gehe jeden Abend ins Bett und kuschel mit Islam? Er sagt, die Flaggen von Khorasan, der ist so ungebildet. Ein Hund kuschelt mit deinen Mutter. Nein, die sind auch schwarz. Die schwarzen Flaggen von Khorasan, richtig? Die Armee von Khorasan, die dann kommen wird. Ja? Du kuschelst nachts mit Männern. Ja, das mache ich gerne. Was hast du dagegen? Ja, glaube ich dir auch. Was hast du dagegen? Jojojo, ganz ehrlich. Da steht ja auch. Ganz ehrlich, vergiss doch mal dieses IS. Schaut's ganz kurz. Alter, Kian, bist du wenigstens der aktive Ich bin der aktive, ich hasse diese Passivität. Mahmoud Abdulaziz und Kian, ganz kurz, Schatz. Vergiss mal das mit IS und alles andere. Unsere Position ist ganz klar. Wenn ihr dafür seid, dass in Europa, in Deutschland, Steinigung geben soll, Scharia herrschen soll, dann verpisst euch, ihr seid Dreck dann, ihr seid Abschaum. Verpisst du dich doch, mein Opa hat das Land aufgebaut, das hat dein Opa gemacht. Bravo, wir haben das Land doch aufgebaut, Mann. Ich scheiß dein doch. Opa hat gar nichts aufgebaut, ihr habt überhaupt nichts aufgebaut, erzählt mir keine Scheiße. Jetzt noch eine Frage aber an Löwenherz mal, okay? Ihr seid in den 60er Jahren gekommen, erzählt doch keinen Quatsch, mit wie ihr aufgebaut habt. Habt ihr gesoffen, oder was? Leute, wir müssen mal hier für Zucht und Ordnung sorgen. Die Araber sind in ein fertig gemacht, okay, das Bett Kian. Gekommen und dann sind sie alle Autohändler geworden. Ja, ist okay, Autohändler, besser als ein... Nur weil er mein Profil geschaut hat, dieser neidiger Hund, dieser Geringverdiener. Ja, Autohändler, die super arabischen Autohändler, die immer Unfallwagen aus den USA kaufen und den Deutschen um das Zehnfache wieder verkaufen, so Schrottkarren. Ja, komm, erzähl nichts, komm, hör auf. Was können diese Schrottkarren, die kaufen wir, damit wir euch damit verarschen und weiterverkaufen.
Ja, genau, ja. Genau. Ich weiß das doch. Ja, genau. Ja, das ist tatsächlich so. Deswegen, ich genau sag's ja. Genau so ist das. Deswegen, genau, ja. Ich schau dir vor. Genau so ist es. Und die meisten, Hand aufs Herz. Die meisten, die heute auf diesen billigen, versklavten Trümmerfrauen haben doch das Land so nicht aufgebaut. Ja, komm, tschüss. Aber du bist eine Schande, du. Unsere Frauen waren eine, super, eine Ehre unseren Frauen. Gehockt und hättet die Deutschen arbeiten lassen. Neben den Trümmern dann 1945. Ihr Trottel seid alle in den 80er, 90er Jahren gekommen. Es gab kein Arbeitsabkommen mit den Arabern. Es gab ein Arbeitsabkommen mit den Schwarzen. Warum kickst du ihn? Nur weil er die Wahrheit ausspricht? Ihr habt die Frauen doch. Nein, nicht weil er die Wahrheit ausspricht, weil er gesagt hat, eure ekelhaften, weiß ich nicht was, irgendwie Trümmerfrauen. Das ist eine Beleidigung an unsere Vorfahren. Kian, du hast einen Verstoß bekommen. Hab ich gesehen. Geh offline online. Geht doch in die Wüste, da könnt ihr euch gegenseitig Sterne austauschen, euch gegenseitig die Hände abhaken und da könnt ihr Allahu Akbar rufen, bis ihr keine Stimme mehr habt. Da gehört ihr hin. Du kannst mir ruhig privat schreiben, dann kannst du mich aus Deutschland rausschmeißen. Dann treffen wir uns, dann kannst du mich persönlich aus Deutschland Warum rausschmeißen. Warum willst du dich immer mit allen treffen? Hast du irgendwie, bist du, dass du einen Freund suchst? Mit dir habe ich gar nicht gesprochen. Sozial isoliert. Du willst immer nicht mit irgendwelchen Leuten treffen. Warum willst du dich? Warum wollen sich immer alle mit irgendwelchen Leuten treffen? Ich verstehe das nicht. Er hat doch gesagt, der will uns aus Deutschland rausschmeißen. Dann soll er mich mal anschreiben. Ja, du für die Scharia bist, dann mach ich die Scharia. Die Sinbad Airline wartet schon, Flughafen Tegel. Ja, und da kannst du dann mit der Aladdin... Geh mal Arabisch lernen, Alter. Deutsch spricht doch keiner mehr mittlerweile. Geh mal bitte. Geh mal Arabisch lernen. Der eine Russe, der gerade hier mit uns live war, ne? Ja, Gorbatschow. Ich stelle denen wirklich den besten Gruß. Und ich bin mit Russland bitte. Gegen Ukraine. Oh. Gegen Ukraine. Wir Moslems sind mit Ukraine. Mit Russland. Ganz ehrlich, dann habe ich einen Vorschlag für dich. Es ist im Osten Europas. Nein, im Osten Europas, geh mal bitte dahin und kämpf mal in der Ukraine. Dann ist super. Geh bitte dahin und zeig, was du kannst. Mach richtig Power. Auf Wiedersehen. Ab in die Ukraine. Die Russen machen das schon mit links. Komm, geh zu deiner 72 Jungfrauen. Yalla. Allah. Die Russen machen das schon mit links. Distanziert ihr euch von den Zionisten hier? Die Russen. Jetzt mal Hand aufs Herz, Löwenherz. Ja, Hitler. Kennst du euch die ARD-Dokumentation, wie ihr mit euren Trümmerfrauen umgegangen seid? Ihr habt sie als Sklaven benutzt. Was ja, hast du immer mit den Trümmerfrauen? Das ist keine Beleidigung, das ist ARD und da gibt es Dokumentationen darüber. Wir haben euer Land aufgebaut. Die Araber, alles klar. Wir, guck mal, wie deine Länder aussehen. Ihr habt nicht mal eure eigenen Länder aufgebaut. Völlig egal, weil ihr sie zerbaut. Ja, siehst du, und dann wollt ihr habt zwei Knöpfe am Fließband gedrückt. Das war alles, was ihr konntet. Ja, war doch schon mehr als du. Und daneben stand ein Deutscher und hat euch gesagt, guck mal, der rote Knopf ist für Stillstand und der grüne Knopf, dann geht das Band weiter. Man muss doch ein bisschen Rückgrat haben. Wie kann man so tief den Deutschen in den Hintern kriechen? Jetzt mal Hand aufs Herz. Schämst du dich nicht? Bequem, da ist schön dunkel, ist gemütlich. Siehst du, was ich meine? Deswegen, das kam mir auch so komisch rüber, als du es gut gefunden hast, dass ich gesagt habe, den Finger von dem in deinem Po und hast du genau, ich mag das. Magst du es nicht? Nee, ich bin hetero, ich mag sowas nicht. Ah, okay, gut, okay. Nein, ich wollte es nur wissen, weil ich mag das einfach. Da kommt bei mir was raus und nichts rein. Oh, verdammt nochmal. Du bist auch so einer, ne? Du bist auch so einer. LGBT und diese ganzen... Ja, ich bin LGBTQ und ganz besonders, also... Die Q habe ich vergessen. Ja. Also, ich verkleide mich auch mal als Drag Queen ab und zu. Als Drag Queen? Mhm. Ja, und dann habe ich, dann lese ich aus dem Koran vor und dann werden die alle so richtig heiß. Boah, du laberst so ein Bullshit, ne? Ja, ich weiß. Du redest die ganze Zeit und das ich bin Moderator nur hier. Ich hab inkompetentes Müllhaufen, was du von deinem Mund hast. Okay. Das ist so unfassbar. Kian, bist du wie Evan Peachy? Ist Michael Stürzenberger nicht dein bester Freund, oder? Er ist mein bester Freund. Stürzenberger, bester Mann.
Bester Mann stürzt ja, ihr feiert Michael Stürzenberger, ja, richtig? Ich feiere ihn, bester genau. Mann. Digga, du laberst die ganze Zeit einfach nur. Ihr wisst, dass er auch bezahlt wird für so ein Kram, was er tut, ne? Natürlich. Ja, wir werden alle bezahlt. Ich bin Multimillionär. Ja, wer geht denn mit Selbstnahmenkritik umsonst auf die Straße? Ja, das ist der Stürzenberger. Also ich sag euch ganz ehrlich, ich und Kian haben für den heutigen Stream jeweils 100.000 bekommen. So also Leute, es ist doch Kian und hey Leute, und der Michael Stürzenberger ist ja richtig gebildet und so, ne? Warte mal ganz kurz. Schau mal, dieser Michael Stürzenberger, der hat für ihr vom Pitch 16.000 Euro gegeben. Sogar die EWO Live hat die ganze Truppe rausgeschmissen, weil die Leute abgezogen haben. Oh, der weiß aber wirklich gut Bescheid. Die haben die Leute abgezogen. Weil die nicht kritikfähig sind, genauso wie die Kian. Du weißt gar nichts. Absolut. Ja, du bist ein Heuchler. Sogar EWO Live hat euch rausgeschmissen. Ihr habt einen Arschtritt bekommen. Weißt Warum? Du, dass die EWO gerade hier weil im Live gestohlen ist? Habt und geklaut habt und betrogen habt. Und du willst mir doch nicht sagen, dass drei Monate lang an den Wochenenden... EWO ist ein Kamerateam. Hör doch mal zu. Ich glaube, er hat sich nicht richtig informiert. Und ihr wisst, dass die Juden auch keine andere Religion akzeptieren. Auch nicht das Christentum. Warte doch mal ganz kurz. Schau mal, wie kann es sein, dass ihr vom PC für halbes Jahr an den Wochenenden ab und zu mal kommen, 16.000 Euro Geld bekommen habt? 16.000 hat er nicht bekommen. Wie viel denn? Wie viel hat er bekommen? Ja, weit mehr bekommen. Ihr seid doch krank in der Birne. Wie kann es gerechtfertigt sein, dass er an den Wochenenden kommt, ein Zugticket, wie viel kostet das denn? Seid ihr wahnsinnig? Weit mehr bekommen, sagt er sogar. Ein halbes Jahr lang ist er an den Wochenenden vorbeigekommen und die Fahrt kommt. Aber was geht dich das an, du Dreckshaufen? Aber was geht dich das an? Was juckt dich das? Ja, ich sag doch, ihr seid doch alles Halsabschneider. Ja, du bist ein Abschaum, du bist Dreck, Mist. Was geht dich das an? Das ist deine Angelegenheit. Da siehst du, guck mal. Seht ihr? Diese Leute sind geklaut. Von EWO. Und EWO hat die Nadine. Ey Leute, ich höre mich doppelt, ja. Ich weiß nicht, wer dafür jetzt zuständig ist, aber hört mal auf damit. Kian, jetzt mal Hand aufs Herz. Was fällt euch ein, das Geld von den ganzen EWO-Leuten einfach zu verprassen in Hotels und da und da zu verprassen? Hörst du überhaupt Asasavi? EWO ist ein Kamerateam. Bist du verwirrt? Was erzählst du die ganze Zeit von EWO? Ja, EWO Live, diese ganze, wie heißt die Bande da? Wie die auch heißen, diese ganzen... Sag mal, Kian, ich glaube, der lebt hinter Mond, der ist ja vollkommen verwirrt, der weiß ja gar nicht mehr, was er redet. Mann, ich weiß nicht mal, wie dieser Verein heißt. Wie heißt der Verein? EWO Live oder wie sie heißen? Mann, der Verein heißt Pax Europa, BPE. Ja, Pax Europa, genau. Pax, genau richtig, ne? Patriotische Europäer, irgendwie sowas heißt Nein, das ja. Nein, patriotische Bürgerbewegung Pax Europa, Frieden für Europa. Ja, aber das Pax ist ja für etwas zu... Pax Hallo? Steht für Frieden, ist lateinisch Frieden. Alles sicher? Klar? Das Junge, ich bin BPI-Vorstandsmitglied. Ich bin ist doch egal. Oh, meine Fresse, ist doch egal. Nee, ist nicht egal, weil du verwechselst warum hat durch Pax mit Cell und mit Kian, lass mich doch. Und bleib doch bei der Sache. Er bleibt nicht bei der Sache. Er erzählt, also ich verstehe, was ich nicht verstehe, wo ihr alle immer herkommt. Müsst ihr alle nicht arbeiten? Was macht ihr um 3:40 noch hier im Stream? Was ist los mit euch? Ja, das ist der gleiche, der den Stream leitet, ne? Übrigens. Okay. Ja, nein, stopp. Ich antworte doch drauf. Ich leite den Stream. Ich habe heute ausnahmsweise mal frei. Ich habe jetzt gerade 11 Tage am Stück gearbeitet in der Kinderintensivpflege. So, ich arbeite seit 15 Jahren in der Kinderintensivpflege. Was willst du mir erzählen? Ich gehe arbeiten. Ich hoffe, du arbeitest weitere 15 Jahre. Bis die irgendwelche Syrer die Arbeit wegnehmen und dich rausschmeißen aus deinem. Ach so, also willst du gerade sagen, dass todkranke Kinder zu pflegen, sollen mir irgendwelche Leute die Arbeit wegnehmen? Also du bist ein ganz schöner Unmensch. Ja, die das auf jeden Fall besser machen als du und die qualifizierte Fachkräfte sind du. Okay, wunderbar, danke dir. Okay, was auch immer, ist doch egal. Okay, deine Arbeit ist gut, du bist gut, deine Arbeit ist gut, du zahlst deine Steuern, du bist ein guter Bürger. Okay.
Kian, jetzt mal Hand aufs Herz. Wie kann es sein, dass für ein halbes Jahr oder 8 Monate Arbeit, dass jemand aus Österreich mit einem Zug angedackelt kommt, mehr als 16.000 Euro Geld nimmt? Nur für das Wochenende, ein Zugticket. Er nimmt nicht für das, aber bist du verwirrt? Nicht erstmal? Für ein Wochenende, für 8 Monate. Nein. Frag doch, Fahn, was fragst du mich? Frag ihn doch persönlich, warum fragst du jetzt Kian? Okay, außerdem hör doch mal zu, es ist doch nicht schlimm. Es ist doch nicht schlimm, wenn man 40 bis 50 Kundgebungen macht. Wenn man 40 bis 50 Kundgebungen macht und ein ganzes Jahr Kundgebungen macht. Was ist dein Problem? Ich verstehe nicht. Und selbst wenn, wenn man ihm 100.000 Euro zahlt, was ist dein Problem damit? Was hast du denn? Ich sage doch, du, wenn du mal die Klappe halten würdest, dieser Kirmann Schein hat genauso Geld abgezweigt von der Kasse. Genauso. Der hat einfach das sind die richtigen Diebe. Du bist mir ein Süßer. Die haben einfach Geld abgezweigt und die wurden rausgeschmissen. Wirklich. Erklär mal jetzt mal das. Warum hast du Geld abgezweigt? Oh, also ich musste erstmal meine Gay-Freunde bezahlen und dann brauchte ich auch für die LGBTQ-M-Bewegung, für die LGBTQ-Muslim-Bewegung brauchte ich auch noch ein bisschen Geld. Und da habe ich einfach gedacht, Öfan hat 16.000 bekommen und dann habe ich mindestens 11.000 selber abgezweigt und ja, habe halt eben einen auf dicke Hose gemacht. Und ist das eine gelungene Integration? Die sollte man abschieben nach Iran. Dann geht ja, ich wurde abgeschoben von der BPÖ, Ja, und dann habe ich Asylantrag gestellt und dann durfte ich tatsächlich wieder zurück. Und das Geld habe ich aber behalten und jetzt lebe ich wieder in Deutschland und mache einen auf dicke Hose hier. Ey, Leute, ihr seid doch wahnsinnig. Ich meine es ernst. Guck mal, ihr werdet euer Geld verprassen. Und danach werdet ihr rumheulen wegen diesem Geld, okay? Ja. Guck mal, Kian. Nimm den Islam an, komm wieder zu uns, wir akzeptieren dich. Okay. Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna. Nee, doch nicht, ich hab Namen überlegt. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Guck mal, er kann auch nicht mal die Schade richtig sagen. Ich bezeuge, dass es keine Gottheit gibt außer Allah und dass Mohammed sein Gesandter ist. Dass es keinen gibt außer Michael Stürzenberger. Genau. Okay. Genau. Oh, siehst du, nachdem du Islam eingetreten bist, hast du wieder Schirk begangen, bist du Käfer geworden. Ja, ich hab Islam eingetreten, das würde ich gerne machen. Ich bin Islam eingetreten, das ist korrektes Deutsch, du Vollidiot. Nee. So. Ich möchte auch auf den Islam eintreten. Wie heißt Und ich trete auf deine Toten, du Hurensohn. Für Michael Schürzenberger. Auf die Toten kannst du doch gar nicht. Und Hamid Abdel Samad. Warte. Guck mal, Löwenherz. Bis jetzt rede ich die ganze Zeit Respekt vor euch. Ihr könnt euch provozieren, wie ihr wollt, ne? Ihr könnt euch provozieren, wie ihr wollt. Alles schön und gut. Okay. Du kannst sagen, was du möchtest. Ganz kurz. Du kannst, und Kian, hol mal Luft, Alter. Ehrlich, du redest durchgehend. Lass mich doch auch mal zu Wort kommen. Ich bin bis jetzt durchgehend respektvoll geblieben. Als du gestichelt hast, habe ich zurückgestichelt. Alles schön und gut. Seitenhiebe hinher, kann man runterschlucken. Wir sind alt genug. Aber dass du hier, guck mal, ich habe sogar deine dummen Anmerkungen, die keinen Sinn ergeben, runtergestuckt. Du, ich weiß, was dein Ziel war, mich provozieren. Hast du nicht geschafft. Ich gehe auf dich nicht ein. Weil guck mal, das ist armselig, ja? Du gehst gerade auf mich ein. Nee, ganz kurz, jetzt gehe ich auf dich ein. Jetzt gerade, genau. Jetzt gerade, ich habe von vorhin gesprochen. Du brauchst keine Scheiße labern, Kian. Ja, vorhin dann, oder jetzt? Nee, Kian, Sendepause. Du hast genug geredet, jetzt rede ich mal. Ich bin der Moderator hier, ich kann dir senden. Ja, ist mir egal, Sendepause. Du hast die ganze Zeit wie ein Wasserfall geredet. Mann, ich habe den unbezahlten Moderator-Titel. Lass mich mal ausreden, dankeschön. So, wunderbar. Okay. So, jetzt haben wir mal kurz gezeigt, wie das läuft. Jetzt hast du nämlich Sendepause, weil du hast hier gar nichts zu melden. So ist es nämlich. Genau. So. Richtig. Ich würde mir jetzt eine Frage mal eben. Warum musst du... Frag auch zwei Fragen. Okay, warte mal. Warum musste man diesen Kian, diesem Schwätzer, sein Privatjet finanzieren, das er aus London herbeifliegen soll? Er hat nicht nur ein Privatjet bekommen, ich war mit Kian auf Kosten von EWO, waren wir auf einer Privatjacht auf Mallorca. Nein, aber natürlich. Jetzt mal Hand aufs Herz. Warum muss sein Flugticket bezahlt werden, um so einen Schwätzer ans Mikrofon zu lassen? Jetzt mal Hand aufs Herz. Habt ihr jemand anderen gefunden? Er hat 10.000 bekommen pro Kundgebung. Natürlich machen wir immer wieder gerne. Ja. Ich bezahle dir auch ein Flugticket, aber wirklich in eine andere Richtung. Nach Kian, jetzt mal Hand aufs Herz. Jihadistan oder nach Afghanistan oder so.
wie oft willst du noch sagen, dass man die Hand aufs Herz legen? Warum soll man die ganze Zeit die Hand aufs Herz legen? Was ist denn los mit dir? Aber warum stellst du mir diese komischen Fragen? Der Typ kommt und beleidigt deine Mutter und er sagt, warum willst du mit meiner Mutter schlafen? Es ist so, wie es ist. Das musst du hinnehmen. Das musst du hinnehmen. Und wenn ich sage, nein, ich frage mich einfach, ich frage mich einfach immer nur, hier kommen Leute rein, die dann sagen, ich mache das mit deiner Mutter. Und dann frage ich mich immer, was ihr immer mit meiner Mutter habt. Ihr wisst doch gar nicht, wie meine Mutter aussieht. Warum wollt ihr immer Geschlechtsverkehr mit meiner Mutter? Ich verstehe das tatsächlich. Aber der Islam ist Frieden. Ich benutze solche Sachen. Ich weiß, wo du wohnst, aber der Islam ist Frieden. Die sind genau. Wer sagt denn, Islam ist Frieden? Islam ist Feindschaft. Guck mal, ich mein's ernst, ihr seid beide absolut respektlose, unerzogene Schwuchteln. Ihr seid heimlich ein einfach schwuppeln. Ja, Kian Gaymanschai. Halt die Fresse, Kian Gaymanschai. Du kannst es nicht lassen. Am Ende bist du doch das. Mann, halt die Fresse, Kian Gaymanschai. Halt's Maul. Ja, ihr habt das eingeführt, das Hase und Echo. Ja, halt. Ich hab dich nicht Hase und Echo. Ihr seid das Produkt von dieser Sache geworden. Ich hab dich noch nie so genannt. Aus deinem Namen. Ich bin auch Kurde. Wir Kurden, schau, was wir Kurden gemacht haben mit diesen Drecksislamisten bei uns. Schau, was unsere kurdischen Frauen gemacht haben mit diesen islamistischen Hurensöhne. Dein Vater ist ein Hals, Bruder. Gib mal diese Kurde. Der Kurde fickt deine Mutter durch. Hast du Eier? Mann, warum wollt ihr denn immer alle Geschlechtsverkehr mit irgendwelchen Menschen haben? Hallo, ist es doch gut. Seid ihr untervögelt oder was? Meine Mutter hat so eine Beschäftigung mit meiner Mutter nie nachgedacht. Eine Lüge, was du sagst. Stimmt nicht. Ihr seid doch durch, Digga. Das ist eine Ehrenanstalt. Meine Mutter hat nie so gearbeitet in der Branche. Das ist eine Lüge, was du sagst. Das sind kleine Trolle. Stimmt, warum? Das sind kleine Trolle. Die haben im echten Leben Langeweile, die kleinen Hurensöhne. Warum beleidigt ihr euch? Ja, wir haben im echten Leben Langeweile, deswegen bist du um 3:48 Uhr immer noch bei uns drin. Sag mal Löwenherz, wer ist Serkan Erkan? Der kann dir ein bisschen was erzählen, du kleiner Hurensohn. Ja, mal, es ist doch mal, wunderbar. Sprich dich doch aus. Doch mal. Es ist doch alles in Ordnung. Ja, frag ihn doch mal. Wunderbar, du bist doch klasse. Ich gebe dir sogar einen Tipp, du Troll. Frag mal, was vor zwei Tagen. Ja, frag ihn doch mal. Es ist doch alles gut. Kleiner Hurensohn. Es ist doch in Ordnung. Ja. Oh, wow, die Ausdrücke werden ja immer kreativer. Mensch, die werden ja immer kreativer. Haben wir jetzt auch schon 30 Mal gehört. So, Kian, ich habe jetzt tatsächlich zwei Einschränkungen bekommen. So, Kian, ich glaube, es ist eine ganz gute Zeit. Ich glaube, reicht für heute, oder? Wir haben jetzt 6-7 Stunden gemacht, reicht doch jetzt. Du, ich habe ehrlich, zum ersten Mal auf TikTok habe ich einfach mir einen Spaß aus den Leuten gemacht. Wirklich. Ja, es war wirklich witzig. Kannst du nicht ernst nehmen. Ich habe ernst genommen. Ja, war man was zu spitze. Aber ich habe einfach sie nicht ernst genommen. Ich hatte heute einen wahnsinnigen Spaß, diese Handlung vorzubereiten. Ja, Kian, auf jeden Fall. Wir haben gemerkt, natürlich der Stream, den Leuten hat es auch gefallen. Es war wirklich schön. Und ich habe tatsächlich auch noch mal heute Abend, also wir haben ja jetzt schon Dienstag, werde ich auch noch mal machen, weil ich dann noch frei habe tatsächlich. Also wenn du irgendwie noch eine Stunde einrichten kannst, es hat wirklich Spaß gemacht. Die Leute freuen sich immer. Nur wenn du kannst, wenn du irgendwie kurz bevor du pennen gehst oder so sagst, dann machst du noch ein Stündchen. Ja, mal sehen. Ich muss mal gucken. Ich bin eher spontan. Wie du schaffst. Alles gut. Nur normalerweise ist das nicht so mein Stil, aber du hast ja die meine auch nicht. Aber zur Belustigung kann man das mal machen. Genau, aber irgendwann muss auch mal Spaß sein und es war für mich einfach amüsant. Ja, vielleicht mal. Wie gesagt, wir schreiben einfach, du kannst es dir überlegen. Okay, mein Lieber, ich sag jetzt mal gute Nacht. Ja, alles klar. Gute Nacht auch den anderen im Chat, natürlich nicht den Muslime, die müssen jetzt morgen. Danke, dass du da warst, Kian. Ciao. Ja, alles Gute.